Kann ich dann ruhig hier rausmachen? Ist kein Problem. Naja, sehr gut, mein Lieber. Also ich tue dich dann raus. Okay, super. Ciao. Gott sei Dank. Was ich sagen wollte, der Jesus ist ja, hat sich ja niedergeworfen. Ne? Die Muslime denken, der Jesus hat dann einfach alle Gebete gemacht wie die Muslime, weil die ja immer so gewisse Stellungen machen müssen, bevor sie sich auch noch niederwerfen. Und das, der hat nur einen Niederwurf, dann sage ich, wie ein Muslim gebetet. Das stimmt doch gar nicht. Beziehungsweise dann haben die wie Christen gebetet. Ne? Kann man schon so sagen. Also wie die Juden. Und dann verstehen die einfach nicht, dass diese anderen Praktiken nicht praktiziert worden sind. Genau so sieht's aus. Nur weil sich jemand mit seinem Angesicht zu Boden wirft, heißt es noch lange nicht, dass es muslimische Praktiken sind. Das ist ja Quatsch. Ich bete ja genauso so an hier. Ist das für ein Argument überhaupt? Darf man hier auch was fragen, ganz kurz, ja? Ja, bitte. Amir, du bist ja angeblich Ex-Muslim, ja? Ja, richtig. Ja, aber warte mal, bist du also Schia-Muslim oder was bist du für eine... Ich komme aus einer schiitischen Familie, aber habe mich für den sunnitischen Islam interessiert. Du hast dich für den sunnitischen... Was hast du denn letztendlich praktiziert dann von den beiden? Ja, ich war in der sunnitischen Richtung unterwegs, ne, habe mir das Ganze angeguckt und habe dann festgestellt, dass der Islam die größte Katastrophe ist der Menschheitsgeschichte. Ne? Mhm. Also durch das Praktizieren sozusagen. Bitte? Also du warst praktizieren und du hast dann festgestellt, dass es nicht das Wahre für dich sozusagen. Ja genau, also wir müssen ja prüfen, ne? Anhand der Schriften, ne? Das was der Koran da sagt, das was die Hadithe da sagen, das was die Gelehrten sagen. Ja, und wenn du das alles durchgehst, dir Zeit nimmst und sowas, ne? Dann siehst du auf einmal, wie die Katastrophe ihren Ausmaß annimmt. Ne? Das ist unglaublich. Ja, die meisten, 99% der Muslime machen das nicht, das was ich getan habe. Sie beschäftigen sich nicht kritisch mit dem Islam, sondern akzeptieren einfach blind. So sagen auch die Gelehrten, wir folgen blind Mohammed. Und das kann ich niemals akzeptieren. Blinder Glaube führt immer in die Irre. Gut, darf ich ganz kurz was ergänzen, weil ich merke, du redest mit mir sehr korrekt und das schätze ich sehr. Ich hab mich nicht vorgestellt, also ich bin praktizierender Muslim, Alhamdulillah. Weißt du, ich finde das nur fair, dass ich dich darauf hinweise. Verstehst du, was ich meine, dass man auch so ein bisschen so eine Respektschiene voreinander hat? Weißt du, ich muss wirklich sagen, ich habe sehr viele Exil-Iraner kennengelernt, die komplett, also gar keinen Glauben angehören. Ja. Und, ja, da, aber es gibt auch genügend Iraner, die auch Islam praktizieren. So ist das nicht. Du kannst ja nicht nur auf die einen schauen, aber die anderen außer Acht lassen. Das geht ja nicht. Also ich habe wirklich viele kennengelernt. Ich kenne tatsächlich nur einen einzigen. Ich muss mal ein paar Sachen erledigen. Ich schalte mich mal auf stumm, aber ich komme, also ich bin hier drin, ja? Bis gleich. Kein Problem. Bis gleich. Sehr alle. Wie gesagt, wir können korrekt miteinander reden, aber hier die Pavlos, keine Ahnung, also Pavlos ist, glaube ich, dein Name. Guck mal, du bist sehr aggressiv mit deinen Reden, verstehst du? Und das engt einen ein, da hat man gar keinen Bock, einen Dialog zu führen. Die Sache ist die, guck mal, ich darf doch denken und glauben, was ich will, genauso wie du denken und glauben kannst, was du willst. Verstehst du, was ich meine? Ich war Atheist, eine ganze Weile meines Lebens, also war ich Atheist und habe an nichts geglaubt. Und habe dementsprechend die Chance und Möglichkeit gehabt, jeden Glauben ein wenig kennenzulernen. Und für mich, ich danke Gott dafür, Alhamdulillah, dass er mich recht geleitet hat. Wem Gott die Augen öffnet, niemand kann sie mehr schließen. Versteht ihr, was ich meine? Und der Islam ist einfach nur das Final Update von dem Ganzen. Das alles greift in sich, also alles passt, nur halt, wir glauben halt als Jesus, also Jesus ist ein Prophet, ganz klar, und Gott ist Gott. Und wir sagen nicht, Jesus ist Gott oder andersrum. Ja, wir wissen das schon. Das wissen wir schon. Darf ich eine Frage stellen? Ja, gerne. Meine Frage ist, gibt es den originalen Koran? Es gibt nur einen Koran. Und da gibt es auch keine Frage. Das ist gelogen. Guck mal, Jeder, der was anderes behauptet, warte mal, guck mal, ich kann doch hier keine Lügen unterstützen.
Ich weigere mich einer Lüge. Nee, ich will doch jetzt erklären, warum. Lass mich doch ausreden, dann wirst du jetzt gleich schlauer. In Sahih Bukhari 4987 steht drinne, ja, dass der dritte Kalif alle Koran-Manuskripte von den Rezitationen eingesammelt hat, weil die Leute sich gegeneinander sich fast umgebracht haben, weil die eine verschiedene Koran hatten. Der hat komplett verschiedene Suren gehabt. Ne? Die haben alle falsch rezitiert. Und die eine wartet doch allein. Ich habe dich jetzt ausreden lassen, jetzt lass mich ausreden. Der eine hat anders rezitiert als der andere und der andere hat behauptet, das sei richtig, nein, der andere das. Dann sind die zu den dritten Kalifen gegangen und haben gesagt, du musst was machen. Die haben alle verschiedene Korans. Da hat er gesagt, lass alle einsammeln. Der hat die alle verbrennen lassen, Sahih Bukhari 4987, wo er alle verbrennen lassen hat, hat er seinen eigenen Koran geschrieben. Und den Koran habt ihr. Das ist von den dritten Kalifen Ibn Uthman Affan. Das ist der. Den Koran habt ihr. Es ist nicht der originale Koran, es ist die Kopie des Kopies des Originals. Ihr habt ihn gar nicht. Ganz kurz. Der existiert nicht. Und ihr habt nur von den dritten Kalifen. Was sagst du dazu? Ey, das ist für mich so krass heuchlerisch, was du behauptest. Das ist heuchlerisch. Weißt du, was das heißt, heuchlerisch? Guck mal, wo gibt's denn überhaupt noch irgendwas Originales in der Bibel? Die ist doch zigmal verfälscht und gefälscht. 300.000 Manuskripte einstimmig mit das Wort Gottes, keine Verfälschung. Ich kann es dir hier und jetzt beweisen. Allein, jetzt lenk dich ab. Allein, jetzt bitte dich ab. Nein, du lenkst dich ab. Bleib bitte bei Sahih Bukhari 4987. Du lenkst jetzt zu viel ab. Guck mal, die Sache ist die. Guck mal, du lenkst ab. Und Tatsache ist, dass es nur einen Koran gibt. Und da kannst du oder noch irgendjemand behaupten, was er will. Das ist alles. Okay, gut, dann mache ich mal groß. Ich muss jetzt Fakten zeigen. Guck mal, Fakt und Tatsache. Ja, ich zeige jetzt Fakten, du kannst reden. Ich werde jetzt Fakten zeigen. Ganz einfach ist die Geschichte. Guck mal, du kannst zeigen. Mach mich kannst, mal bitte groß. Guck mal, ein Blatt erträgt viel. Du kannst draufschreiben, draufmalen, irgendwas verfälschen, was du willst. Die Sache ist die, Fakt ist, dass alle Muslime, egal ob es jetzt Schia sind oder Sunniten oder Ahmadiyya oder sonst irgendwas, haben nur einen Koran. Verstehst du das? Es gibt nur einen Koran. Und ja, an du hast keine Buch, Ahnung. An diesem Buch, wie, du hast keine Ahnung. Ja, es gibt einen Koran, der verfälscht ist. Bitte mach mich mal kurz groß, Bruder Danny. Warte mal ganz dass kurz. Dass ich das einmal kurz zeige. Ja. Guck mal, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Weißt du, ich habe auch gar keinen Bock mit einem Heuchler, da irgendwie nein, die Dialoge zu führen. Oder du hast gar keinen Bock mit einem zu reden, der ein bisschen wissend ist, ne? Darauf hast du keinen Bock. Guck mal, du behauptest Lügen und hältst falsch. Nein, du darauf hast keinen Bock. Guck mal hier, guck was mal. Steht denn da? Der älteste Koran der Welt im Hasrat-Imam-Komplex in der usbekischen Hauptstadt Taschkent wird der älteste Koran der Welt aufbewahrt. Die einzige noch erhaltene, noch ursprüngliche 6 originalen treuen Kopien der ersten vollständigen Koran-Manuskripte stammt aus dem 7. Jahrhundert und soll den dritten Kalifen und der Auftraggeber Uthman ibn Affan gehört haben. Ein Useko-Zertifikat bestätigt die Authentizität des Manuskriptes, das sich inhaltlich nicht von modernen Abschriften des Korans unterscheidet. Das Zusammentragen der einzelnen Überlieferungen in kodifizierte Ausgaben des Korans trug maßgeblich zur Ermöglichung der islamischen Expansion im 7. und 8. Jahrhundert bei. So, das hat gezeigt, dass ihr nur den Koran habt von den dritten Kalifen, ja? Den dritten Kalifen. In Sahih Bukhari 4987 steht drin, dass der dritte Kalif alle Korans eingesammelt hat. Hör du allein, lass mich ausreden. Hab doch Respekt, lass mich doch ausreden. Lass mich doch mal ausreden, bitte. Der dritte Kalif hat die Korane eingesammelt, weil es nur verschiedene gab, und er hat alle verbrennen lassen. Alle. Selbst von den besten Rezitierer hat er verbrennen lassen. Er hat nur, hör doch zu. Nur noch einen, oder? Gar nicht. Ey, lass mich doch ausreden. Und der hat alle verbrennen lassen und der hat seinen Koran gebracht. Ihr habt den Koran von Uthman ibn Affan. Diesen Koran habt ihr. Ihr habt nicht den originalen Koran. Ihr habt eine Kopie. Guck mal, ich erkläre dir noch was. Würdest du Koran verbrennen? Du weißt, dass es bei uns ganz viele Menschen gibt, die den Koran auswendig lernen. Also auch kleine Kinder. Ja, habe ich gesehen. Haben die schon direkt verkackt. Bei Sahih Bukhari 4987. Haben die direkt verkackt. Die viel besseren Rezitierer haben verkackt. Weißt du, der liebe Gott, weißt du, ihr versucht ja. Weißt du, was die größte Sünde im Islam ist? Weißt du das? Guck mal, du scheinst ja irgendwas zu wissen. Ja, und was heißt das übersetzt? Götzendienst.
Das heißt, Gott jemanden beizugesellen. Das heißt, ja, beizugesellen, Götzendienst, genau. Und das hat, und da steht sogar in der Koran drin, dass es angeblich Abraham gemacht hat oder Mose, warte mal, und dem wurde es ergeben, weil er einen Mond angebetet hat und eine Sonne. Ich habe dich doch die ganze Zeit ausreden lassen. Hast du jetzt verstanden, was ich dir versucht habe zu vermitteln, was Schirk heißt? Weißt du das? Das heißt, Gott jemanden beizugesellen. Das heißt, nicht nur Gott anzubeten, sondern auch Jesus anzubeten und den Heiligen Geist anzubeten. Zum Beispiel. Verstehst du das? Zum Beispiel. Dein Koran existiert nicht und du gehst gar nicht auf meine Aussage ein. Guck mal, was für ein Koran. Du gehst nicht auf meine Aussage ein. Guck mal. Gib doch so. Der Koran ist nur eine Kopie. Ich folge nur der Wahrheit. Ich folge nur einem Gott. Du folgst nicht meinen. Du folgst einem Schienbein. Bitte antworte jetzt auf meine Frage. Habt ihr den originalen Koran? Ja oder nein? Ich habe es bewiesen. Jetzt musst du es auf deinen Mund kommen. Alhamdulillah, ja. Gott bewahrt den Koran bis zum jüngsten Tag. Hat er nicht. Sahih Bukhari 487 hat es bewiesen. Gott bewahrt den Koran. Guck mal, ja, wir haben rezitiert verschiedene Rezitationen. Mal, ist der verblendet oder was bist du? Bist du mit dem Kopf irgendwo gegangen? Hör doch zu. Ich auf korrekt sage ich dir das normal, jetzt. Bitte deine Worte, sehne deine Worte besser, weil du sitzt im Glashaus. Antwort ist ja nicht auf meine, das mag ich nicht. Wenn man nicht auf meine Frage antwortet, das mag ich überhaupt nicht. Ich habe jetzt eine Frage an dich. Nein, ich beantworte dir gar nicht, wenn du nicht meine beantwortest. Gibt es noch eine originale Bibel? Gibt es noch das eine? Das gibt's doch gar nicht. Antworte meine Frage. Guck mal, hör mal zu. Guck mal, der Antwort. Nein, Alain. Ich weiß nicht, ob du respektlos bist, ob du extra auf Google stellst. Ich weiß es nicht. Oder ob du es gleich nicht verstehst, weil ich muss langsamer reden. Guck mal. Aber antworte. Ich erkläre dir nochmal eine Sache. Ich möchte mich nicht bedrängt fühlen bei einem Gespräch. Entweder wir führen einen Dialog, wo jeder ausreden darf und nicht ständig du redest und behauptest Lügen. Oder guck mal, du hast dir da irgendwelche Sachen zusammen. Pablo, der Einzige, der wirklich am Lügen ist, ist ja er. Er sagte, die Bibel ist verfälscht. Ich habe ihn gerade gefragt, wann, wo. Wer hat die Bibel verfälscht? Wer? Also die Bibel ist ja so oft verfälscht, das weiß doch keiner mehr. Das weiß nur die Quatsch, ey. Ich habe Beweise geliefert, hast du Beweise geliefert? Ich habe dir bewiesen, dass du Koran verfälscht bist. Ein bisschen verfälscht. Und zu seinem Grund, das ist so peinlich. Jungs, folgt weiter. Betet weiter unseren Propheten an. Wir sehen dann am jüngsten Tag, wer recht hat und wer nicht. Guck mal, jetzt geht's an. Bruder Daniel, es hat keinen Sinn. Ist okay. Der ist jetzt weggegangen. Es hat keinen Sinn. Er meint doch, Stuhl zu machen. Weil er weiß, scheiße, ich habe die Beweise nicht. Scheiße, was habe ich da getan? Bist mir leid, ich muss fliehen. Ich muss Takir machen. Wie diese zwei hier. Wie diese zwei Typen hier. Ich zeig euch jetzt was. Es reicht mir jetzt. Jetzt reicht es mir, Leute. Ich muss einmal Hamdi zeigen nochmal. Warte ganz kurz. Ja. Hamdi, der hier eigentlich Weihnachten feiert. Was ist das? Was ist das, Leute? Was ist das? Geh mal weg, Bruder. Geh mal ein bisschen weg. Bisschen weiter weg, Bruder. Ein bisschen weiter weg, damit man mehr sieht. Das haben die. Das haben sie, und Joker. Das haben sie. Ist ja nicht süß, weil diese Musik sehr ehrlich ist. Ist ja nicht süß, weil diese Musik. Ja, schon süß, der ist schon süß. Oh, Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Hansi und der Nagellacklackierer. Ja. Nagellacklackierer. Oh, ich hab Tränen in die Augen. Heftig. Ja, dann soll Hamdi nicht lügen. Das ist heftig. Gottes Segen. Hallöchen. Takri, Gottes Segen. Hallöchen. Hab mal ein bisschen zugehört und so. Ihr nehmt ja ganz schön den Koran und alles auseinander. Sag ich mal so. Ich bin konfessionslos. Nur mal so zur Info. Also ich glaube an keine Religion. Ich bin aber Atheist, also ich glaube an Gott. Aber ich hätte eine Frage. Ihr glaubt ja an die Bibel, gehe ich mal von aus, ne? Ja, genau. Vollziehst du das, was in der Bibel steht, komplett? Also würdest du sagen, Gottes Wort ist gegeben und das muss man durchführen?
Ja klar, das ist richtig, aber du musst die Dispensation unterscheiden, was gehört es zum nur für Israel und was gehört für alle Menschen. Das ist zu unterscheiden. Alter Testament, Neuer Testament. Also alter Bund, neuer Bund. Es gibt sieben verschiedene Bündnisse. Und wir sind Ja, im aber. siebten Bund mit laut Jeremia 31, Vers 31, mit Lukas 22, Vers 20 durch Jesus. Genau. Also das Evangelium ist ja Neue Testament, also evangelische Kirche. Nein, die evangelische Kirche hat nichts mit der Bibel zu tun. Wieso nicht? Weil die evangelische Kirche Babytaufe vollzieht, Frauen predigen lässt, Homosexualität legitimisiert, das ist nicht richtig. Nein, Achso, nichts mit ja, der nee, Bibel aber die zu tun. glauben ja trotzdem an Alte Testament mit Adam und Eva etc. pp. Ja, wir glauben alle an das Alte Wort Gottes, nur es geht nicht mehr für uns. Man muss unterscheiden, was galt für den Alten Testament nur für Israel, Also ihr lebt es nicht was aus. galt Alte Testament für alle Menschen. Ja, ihr lebt es nicht aus nach dem Alten Testament. Okay, Nein, gut. nicht, wir leben es nicht aus. Es gibt sieben verschiedene Bündnisse. Wir müssen unterscheiden, Ja, was gehört ihr zu hört allem, nicht. was nicht. Ihr hört nicht auf die Worte Gottes, zum Beispiel auf Propheten im Alten Nein, 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 Testament. nein, nein, nein. Ja, Nein, du doch, weil verstehst das nicht. ich sag's dir Nein, kurz, nein, nein, warum. nein, hör Nein, jetzt genau zu. Dann hör warte genau kurz. zu. Alte Testament hat was damit zu tun, was nur für Israel galt. Galt es die verschiedenen Bündnisse? Da musst du die Bibel besser lesen. Da musst du Römer Kapitel Ja, 7, Vers 1 bis 6 lesen. Hör jetzt genau zu. Da musst du Römer Brief Kapitel 7, 1 bis 6 lesen. Da steht drin, dass ich rede doch mit Gesetzeskundigen. Das Gesetz wird nur so lange über den Mensch herrschen, bis der Mensch stirbt. Wenn der gestorben ist, so ist er nicht mal an diesen alten Bund gebunden. Also sehen wir ganz klar, dass wir durch Jesus Christus mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden sind. Da musst du nur die Verse am Ende lesen. Und da steht drin, wir sind befreit und sind in den neuen Bund. Was Ah, ja, Lukas okay. 22, Vers 20 sagt. Also, wie lange ist die Frau dem Mann gebunden? Bis der Mann stirbt. Dann darf sie einen neuen Mann heiraten. Das bedeutet, so ist es auch mit dem Bund. Wie lange bist du in den alten Bund gebunden? Bis du stirbst. Dann darfst du einen neuen Bund eintreten. Und Jesus ist nicht gekommen, um aufzuheben, sondern zu erfüllen. Er hat erfüllt, ist gestorben. Wer an ihn glaubt, ist mit ihm gestorben und auferstanden. Deswegen sagt man ja wiedergeborene Christen. Johannes 3, Vers 3. Und so sind wir befreit durch den alten Bund und haben den neuen Bund. Das ist gut. Das, also dann, also habe ich mir noch nicht mal, muss ich mir durchlesen, mache ich mir auch mal. Sehr interessant, sehr interessant. Also da bin ich meines Römer 7, Zweifels drin. 1 bis 6. Ja, Dass du dir das auch schreibst. mach ich auf So, jeden jetzt Fall. bitte alle Nee, folgen und das Schluss finde ich keine wegmachen. Sorge, das finde Schluss ich. wegmachen und folgen, bitte, Leute. Aber Dankeschön. dann ist ja, aber weil das Alte Testament, das geht ja dann für die Juden. Letztendlich ist ja so, weil Jesus ja nicht für Auch die nicht Juden mehr. gestorben ist. Auch nicht Auch mehr. nicht Nein, mehr. der ist mit dir. Also rät es jetzt für alle Menschen, auch für die Juden. Ja, Das bedeutet, die müssen es genauso annehmen und den neuen Bund annehmen. Sonst gehen die verloren. ich habe nämlich eine Frage, weil man sagt ja immer so, dass das wegen der Cha also weil ich hier sage, Israel gehört den Juden, dass das quasi ein jüdischer Staat wird. Ich habe da halt eine Frage, weil man sagt ja immer, dass diese Charta der der Hummus, sage ich jetzt mal, damit man das nicht so wegen TikTok sportlich, dass die Charta ja so extrem feindlich ist gegen, stimmt ja auch, ist ja, kann man sich durchlesen, stimmt ja auch. Aber wenn dann zum Beispiel auch so Netanyahu, so ein Präsident da sitzt und 1. Samuel 15,3 rezitiert, zum Teil, und dann quasi die Auslöschung der Palästinenser da drin geschrieben steht. Netanyahu ist ein Zionist und der Ja. wird genauso in die Hölle brennen wie alle anderen auch. Ah, sehr Na, schön. der hat nichts mit der Heiligen Schrift zu tun. Also bist Mit Zionisten haben wir nichts zu tun. Aber diese Zionisten wurden letztendlich quasi prophezeit, weil diese Zionisten wollen ihre jüdische Kultur haben. Durch den Zionismus ist die hebräische Sprache wieder auferweckt worden. Die Bibel hat es prophezeit, dass die hebräische Sprache wieder auferweckt wird. 1600 Jahre war die hebräische Sprache tot. Die wurde durch Zionismus wiederbelebt worden, weil die Juden sich Bitte zusammengehalten alle haben und folgen, dann einen Leute. Zionismus Kann gebildet ich haben. mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil wenn du eine 1600 Jahre Sprache, wenn die tot ist und du die nicht lebst, ich glaube nicht, dass du sie einfach zurückholen kannst, Die war nicht auf. weil Nein, wenn nein, ich mir nein, es war überlege, so. die Es war so, ich Hieroglyphen, erkläre es dir. Ich weil erkläre es die, dir. warte kurz, kurz, Wenige konnten, sofort, warte, sofort. ich erkläre es dir. Ich erkläre es dir. Wenige konnten diese Sprache. Keiner hat die mehr aber gesprochen. Nur die wenigsten. Und wir reden von wenig. Erst, wo der Zionismus auferstanden ist und das aufgebracht worden ist, haben selbst die Araber, also die konnten dann die hebräische Sprache, die konnten das dann widersprechen, weil es wieder richtig durchlebt worden ist und richtig Ja, aber an wir der haben das dann vordersten Front gelernt, getan aber das worden soll ist. jemand denen beigebracht haben. Also kannst du mir ja nicht Dann, erzählen, dass die warte, dann jetzt gebe ich einfach. es dir. Ich gebe dir die Quelle. Ich gebe dir die Quelle. Also Warte bitte. die müssen das ja auf jeden Fall beigebracht bekommen haben, weil zum Beispiel, wenn du siehst, Latein ist auch nicht.
nicht mehr so einfach gibt. Es existiert eigentlich gar nicht. Nein, es war nicht so wie Latein. Es war schon quasi tot, aber jemand konnte es noch. Es waren nur die wenigsten, die es konnten. Das ist halt die Frage. Es hat dann eine Expansion gegeben durch die hebräische Sprache. Warte, ich zeige dir die Quelle. Da müssen die ja wirklich diese Leute aktiv gefunden und angesprochen haben, die das noch konnten. Okay, ich erkläre es dir jetzt. Weil du darfst nie vergessen, ein Überrest der Juden hat es immer gegeben. Und die waren sowieso erstmal zerstört in ganzer Welt. Aber jetzt zeige ich dir jetzt mal was. Warte, wo war das denn mit hebräischer Sprache? Warte bitte. Da. Ich gebe dir erstmal einen Bibelvers. Ja? Der Tanach, der Juden, Alte Testament der Bibel. Ja? Zu Jesaja Kapitel 19, Vers 18, das ist der Prophet Jesaja. Zu jener Zeit werden sogar 5 ägyptische Städte die Sprache Kanans Hebräisch sprechen. Das ist eine Prophezeiung. Die Wiederbelebung des jetzt war fertig, ne? Jetzt gebe ich dir Quellen, was die Geschichte sagt. Die Wiederbelebung des Hebräischen hat erst ab den 1881, also 1881 bis 1922, wurde diese Prophezeiung komplett erfüllt, weil, jetzt gebe ich dir den Namen, die Quelle, von Elisa ben Jehuda, da haben die, es gibt sogar ein Bild auf Hebräisch, das ist in Israel, das es jeder anschauen kann, wie und wann wurde die hebräische Sprache wieder auferweckt. Das war in 1858, 1922 ist er geboren und gestorben, belebte das Hebräische wieder nach 1600 Jahren. Er belebte es wieder. Er konnte ja Hebräisch. Er hat es wieder belebt und den Leuten beigebracht. Und so wurde es eine Expansion, dass alle Israeliten wieder Hebräisch sprechen, so wie es damals war. Und das war ein Fund der Fünde. Warum? Weil dann konnten die wieder ihre alten Schriften wieder lesen. Und die waren ja alle auf Hebräisch. Das war wichtig. Und so haben dann alle Hebräisch wieder gesprochen. Außer bis in Israel konnten dann noch sogar welche Hebräisch. In Israel komplett können die dann Hebräisch. Das ist Wahnsinn gewesen. Und diese Prophezeiung hat sich erfüllt in 1881 bis 1922. Hat sich komplett erfüllt. Das war stark. Eine Prophezeiung in der Bibel, die sich erfüllt hat. Die hebräische Sprache wird wiederbelebt. Das sind aber Zeichen der Endzeit gewesen. Das waren alles Zeichen der prophetischen Endzeit. Das ist stark. Genauso wie Rückkehr der Juden. Die wurden auch prophezeit. Hesekiel 36, Vers 24. Und die Bibel, ne? Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euren Land bringen. Da weiß man, dass es stattgefunden hat. 1882 bis 2013 komplett erfüllt die Prophezeiung, weil 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten, aus über 120 Ländern, das heißt die ganze Welt, wir haben ja nur 5 Kontinente, aus der ganzen Welt sind alle Juden wieder nach Israel gegangen. Und wir wissen ja, dass 1948 der israelische Staat sich auch da wieder gegründet hat. Und die Rückkehr der Juden hat stattgefunden. Die sind 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten wieder eingesammelt. Einfach zurück zu dem Land ihrer Väter. Das ist heftig. Das hat die Bibel prophezeit. Weißt du, wie lange das war? 70 nach Christus bis 2013. Das möchte ich mal geben. Sehr schön, sehr schön. Aber weißt du auch, was noch so bei Hesekiel steht? Der Hesekiel ist ja nicht der netteste Prophet, sage ich jetzt mal, gewesen, ne? Mein Bester. Das ist ein Prophet, Gott hat ihm den Auftrag gegeben. Ja, und du brauchst hier nicht ankommen, Nettester hier und Sonstiges. Mein Lieber, du kannst nicht definieren, was Moral und was nicht Moral ist, wenn du noch nicht mal richtig an Gott glaubst. An was glaubst du? Warte, kurze Frage, an was glaubst du? Du hast, glaube ich, gesagt, du bist Atheist, richtig? Ich bin Theist, ich glaube an Menschen. Theist, ganz normal Theist. Ja, ich glaube an eine Quelle. Ja, genau. Du kannst nicht die Moral beschreiben. Du kannst die Moral nicht beschreiben aufgrund dessen, weil du ein Mensch bist. Du denkst nach Menschenweise. Wir denken nach Gottesweise. Das ist der Unterschied. Ja. Weil wenn ich nach deinem Maßstab gehe, dann ist dein Maßstab für mich Müll. Weißt du auch warum? Nicht einfach so wegen respektloser Art. Ich sag dir jetzt auch warum. Du bist nur ein Mensch. Es gibt auch 7 Milliarden andere Menschen, ja, korrekt, die sagen, warte, jeder Mensch definiert die Moral anders. Ein Pädophiler würde die Pädophilie, ja, sagen, ist doch normal. Jeder Mensch definiert das anders. Es gibt aber einen Gott, der wirklich richtige Moral hat. Und also nach den Dummen, ich richte mich nicht nach Menschen, ich richte mich nach Gott. Deine Hallen mit Erschlagenen füllen ist richtig moralisch. Wie bitte? Ungläubigen füllen. Fülle seine Hallen mit Ungläubigen und Erschlagenen ist sehr moralisch. Und wo steht das? Was meinst du damit? Da steht bei Hesekiel drin, da kannst du lesen.
Fülle seine ja, Reine. Was hältst du eigentlich von dem Koran? Wie findest du denn Mohammed? Das finde ich auch nicht gut. Ich bin, wie gesagt, ich bin Theist. Ne? Also ich sag, was ich eigentlich nur ausdrücken möchte, ist, dass die meisten heutzutage lebenden Menschen, die einer Religion nachgehen, die moderne Religion nachgehen, das Beste aus der Bibel picken oder aus dem Koran oder sonstigen, weil sonst wären es alles Mörder, wenn die eins zu eins nach dem, was drin steht. Nein, du kennst gar nicht die Bibel. Mein Bester, du hast die Bibel nie gelesen. Nie hast du die gelesen. Seine Hallen mit der Schlagenden, mit den Ungläubigen. Hör doch mal zu. Erst musst du mir diese Bibelstelle geben, dann können wir doch weiterreden, oder? Google einfach Hesekiel. Ja, Hesekiel, aber wo? Kapitel, Vers? In der Bibel. Todesbefehle in der Bibel. Kannst du googeln. Du hast nicht gelesen. Nein, mein Besser. Du hast nicht gelesen. Deswegen kannst du auch keine Quelle geben. Ich gebe dir die Quelle. Warte, ich suche. Ich suche dir gerade genau die Quelle. Ja, Vers, ja, such, Google. Okay. Du, hättest du gelesen, wüsstest du die Quelle. Das ist der Unterschied. Du hast die Bibel nie gelesen. Du hast doch keine Ahnung. Warum will er die Bibel kritisieren, wenn er die noch nicht mal gelesen hat? Leute, bitte alle folgen. Bitte alle das Plus wegmachen. Danke für alle, die mir folgen. Bitte weiter liken und teilen, Leute. Dankeschön. Liken und teilen, meine Lieben. Guck mal, was, wie heftig das ist. Er kommt mit Quelle so, ja, ich habe, glaube ich, irgendwo mal Google gelesen, hat nie die Bibel gelesen und will mir was von Moral erzählen. Ja, ich hole einen neuen. Laut seiner Logik, Bruder Denis, ist der menschliche Maßstab die Moral. Buch Hesekiel, Kapitel 9. Ja, Vers. Du musst mal Vers geben, dann öffne ich das jetzt. Durchlesen. Kannst 9.5 ist egal, 9.5, 9.6, da steht alles mit Todesbefehl. Ja, liest aber auch Kontext, ne? Die Bibel musst du immer mit Kontext lesen. Du kannst nicht einen Vers raus und nichts rausreißen. Du musst gucken, was war die Geschichte dahinter? Das war eigentlich ein einfacher Befehl. Es war die Geschichte auch noch dahinter, was Gott dem vielleicht noch befohlen. Du musst den Kontext lesen. Hast du den Kontext gelesen? Warte, ich öffne das jetzt auch, Hesekiel, weil ich lese komplett Kontext. Ich lese nicht nur einen Vers. Weil die Bibel musst du immer im großen Ganzen lesen. Niemals mit einem Pferd. Euer Auge soll kein Mitleid zeigen, gewährt keine Schonung. Alte und Jungen, Mädchen, Kinder und Frauen sollt ihr erschlagen und umbringen. Doch von denen, die das Tee auf dir erschört haben, dürft ihr keinen anrühren. Beginnt in meinem Heiligtum. Da begannen sie mit den Ältesten, die vor dem Tempel standen. Und hier, also ganz ehrlich, dann geht hinaus und schlagt in der Stadt zu. Macht den Tempel unrein. Füllt seine Höfe mit Erschlagenen. Macht den Tempel unrein. Was willst du mir erzählen? Hallo. Was willst lies doch erzählen? Zurück. Man kann das nicht, ne? Wenn man ihn fragt, lies zurück. Also das steht in der Bibel, also jetzt mal ganz im Ernst, das ja, meinte okay. Ich. Dann gib mir jetzt ein paar Sekunden, ich habe jetzt die Säcke geöffnet, ich lese jetzt für dich den Kontext, weil du Kontext ja anscheinend ja, komm, nicht magst. Lies den Kontext. Ja, gerne. Warte, ich habe jetzt die Säcke 5, warte, Kapitel 9. Vers 5 hast du ja gedacht, ne? Fangen wir direkt an. Genau. So, fängt schon direkt so an, weil du schon nicht Vers 1 gelesen hast. Direkt das Zorngericht Gottes, also das Zorngericht kommt über Jerusalem, ja? Warum wohl? Mit hoher Wahrscheinlichkeit, wie meine Erinnerung wieder sagen, Götzendienst wieder betrieben. Ja. So. Also wenn du denkst, wenn du ungläubig bist, ist okay. Wenn du ungläubig bist, darfst du sie töten. Also Atheisten kann man töten. Was? Nein! Das ist nicht Koran. Du hast jetzt wie Koran gemacht. Koran ist so, du kannst den Vers sehen und das hier lesen und du hast die Erklärung sofort. Bibel ist, das ist die Geschichte von dieser damaligen Zeit gewesen und für diesen Moment gewesen und das galt nur für Jerusalem in dem Moment. Doch. Das habe ich auch gesagt, genau das habe ich gesagt. Ich habe gesagt, die Moderne, die nicht eins zu eins eingesetzt und dazu erwähnt. Ja, das stimmt ja nicht. Willst du zuhören? Nein, du hörst mir zu jetzt, Pavlos. Ich habe ja gesagt, moderne Menschen, die in der Region ausleben, die nicht eins zu eins nach diesem Koran, nach der Bibel oder nach sonstigen gehen. Weil wenn du es eins zu eins machen würdest, was da steht und nach Gottes Worten und sonstiges gehst, dann wirst du zu einem Mörder. Und die wenigsten von uns sind Mörder. Muss man einfach feststellen. Und trotzdem gläubig. Verstehst du? Das soll ich nur mal damit auch genau. Das war ein Zorngericht Gottes gegen Jerusalem, weil Jerusalem wieder nach den Satzungen nicht befolgt hat. Wenn du die fünf Bücher Mose lesen würdest, wüsstest du, dass Gott sagte, ich mache hier einen Bund mit euch, aber ihr müsst nach meinen Satzungen wandeln. Tut ihr es nicht, so wird das Zorngericht kommen. So wird die Strafe kommen. Die werden gezüchtigt, weil die erstens Gott quasi gesehen haben, durch die Propheten, Gott mit denen richtig redet und zweitens die Herrlichkeit komplett auch noch sieht, durch verschiedene Propheten. Die haben mehr Beweise und wurden immer ständig geholfen und die wollen nicht nach Gottes Wort handeln, sind gegen die Prophezeiungen der Heiligen Schrift, gegen die Blutlinie gegen den Herrn Jesus Christus, der bald kommen wird, darf nicht sein. Israel muss heilig und sauber sein. Und so hat Gott Israel gezüchtigt, immer Propheten geschickt, ihnen das erzählt, gesagt, was passieren wird, hat auch bestraft,
aber hat die auch wieder zurückgeholt, ne? Weil die dann irgendwann gesagt haben, Herr, vergebe uns und so weiter. Und weil seine die Einsicht bekommen haben. Ja, aber die Atheisten. Und, das ist wie ein Vater, der seinen Sohn züchtigt. Und so züchtigt der Vater die ja, Kinder Israels. Keine Gnade walten lassen. Du hast ja keine Gnade. Wenn dein Kind... Nein, hör mir jetzt erstmal zu. Du hörst jetzt erstmal... Stunde mal, Bruder Danny. Hör mir jetzt mal zu. Wenn du ein Vater bist, ne? Und dein Kind Scheiße baut, ja, auf gut Deutsch gesagt, was machst du dann? Was machst du dann? Du züchtigst ihn. Ich töte es aber nicht. Ich züchtige es damit du willst ihn doch bestrafen und sagen, hey, das hast du gemacht, das ist falsch. Du musst jetzt das und das. Jetzt nehme ich dir das und das weg. Ich bestrafe ihn aber nicht. Naja, du bestrafst ihn nicht. Er kann machen, was er will. Wenn er einen Menschen tötet, wenn er einen Menschen tötet, ist okay. Ist okay. Nur Stummeres ein bisschen. Ne? Das war hier echt rechtfertigt. Da drinnen steht, bei Hesekiel steht 1:1, steht drinnen, nach der Lutherbibel steht drinnen, dass man keine Dings, dass man die töten soll, dass man die Halle, also töten, ja, dass stimmt töten. Was nicht, ja? Kann das steht sein? Nicht mit züchtigen. Kann das sein, dass du nicht zuhörst, dass du Gehirn in dem Moment ausgeschaltet hast? Nein, du hörst mir nicht zu. Da steht töten. Da steht 1:1 töten. Und ich verurteile das auch nicht, dass das da drin steht. Das Ding ist nämlich, das war eine ganz andere Zeit damals. Wenn ich ganz nein, das war ganz schon eine andere Zeit. Es galt damals so für diesen Moment an diesen Leuten, weil das ein Zorngericht gegenüber Jerusalem war. Ja, stimmt dir nicht. Das war ein Zorngericht gegenüber Jerusalem. Gott hat Geduld gehabt, die wollten weiter ihre Götzen anbeten, wollten wieder weil sie Ungläubige waren, ja, weil sie Ungläubige waren. Das ist nicht normal. Aber ganz ehrlich, ja. Also ich sage es dir nochmal, also mein Gott, mein Glaube an Gott ist, dass es ein gnädiger Gott ist, ein gut Gott, der liebt und keiner der Leute da abschlachtet. Laut deiner Logik ist das so, ein Kind baut Mist, nein, ein Kind baut Mist und du sagst ihm, ist doch kein Problem, ich bin gnädig, ich bestrafe dich nicht, alles Hallo. Gut, mein Kind, Hallo, mach was du willst, willst du eine Bank überfallen, okay, ist doch verstehst kein Problem. Du? Ich töte es aber nicht, selbst wenn es eine Bank überfallen, töte ich es nicht, selbst wenn es jemand, der mordet, ich das nicht. Du musst erziehen können und du kannst nicht erziehen, du würdest niemals deine Kinder erziehen können mit so einer Moralvorstellung, könntest du nicht. Ja. Könntest du nicht. Genau, deswegen, ich bin ja Dings, also ich... Genau, ich deswegen sehe ich ja die atheistischen Kinder, ne? Von den atheistischen Eltern. Ich sehe, wie die erzogen worden sind. Krank. Ich habe die gesehen, wie die erzogen worden sind. Mit voller Hass, keine Moral, kein Respekt, nichts. Ja, ich habe keine mit Moral. Zunge, also, voller Dreck, nicht mit Seife gewaschen. Also es tut mir leid, ne? Wenn mein Kind Scheiße baut, ich will es niemals töten. Also wenn du das machen willst, ist okay. Was töten, es geht darum. Wenn es Götzen anbietet, wenn es sagt, ich glaube nicht an Gott, kannst du es gerne machen. Ich sag's dir, wie es ist, aber ich werde es nicht tun. Ich werde es nicht tun, weil bei mir sagt, mein Gott sagt, liebe jeden Menschen, Nächstenliebe und alle Menschen sind gleich, alle haben dieselben Welt. Mein Gott, was erzählst du? Und du hast gesagt, du glaubst gar nicht an Gott. Ich habe gesagt, ich glaube an Gott. Ich habe immer gesagt, ich glaube an einen Theisten. Also ich bin Theist. Ich glaube an keine einzige Bibel oder einen Koran oder an sonstiges. Ich bin Theist. Eigene Religion. Ich bin Theist. Das sind Menschen, die waren damals Propheten, die haben auch Geschichten erzählt, die haben ihren Glauben, wie sie an Gott glauben, erzählt, meines Erachtens. Ja, eigene Religion. Und, alles genau, natürlich eine eigene Religion, eine Quelle, die uns alle erschaffen hat. Und jeder ist gleich, jeder ist ein Tropfen davon. Und deswegen, deswegen habe ich auch eine bestimmte Moral anderen Menschen gegenüber. Ich möchte nicht das, was sie, aber ich, das, was ich mir wünsche, wünsche ich auch den anderen. Und deswegen tue ich auch niemandem was an, was mir selber nicht angetan werden soll. Ende aus. Das ist meine Moral. Und wenn ein Kind Scheiße baut, dann züchtige ich es nicht. Dann erkläre ich ihm erstmal, warum er Scheiße gebaut hat, was daran Scheiße war. Wurde doch getan. Und wenn durch die Propheten, da musst du Hesekiel Kapitel 1 schon lesen. Ja, da musst du nur ein bisschen zurücklesen. Schon lesen, dass man, wenn man Götzendienst macht, dann kommt ein Zorngericht und dann tötet der Gott euch. Alle. Wenn die nicht hören, alle. Muss man er schlägt so. Euch alle und füllt seine Hallen mit Blut, macht da alles rot, lasst die Leute auf dem Boden verrecken. Genau das steht da drin. Was willst du erzählen? Genau das steht da drin. Fülle seine Warte mal kurz. Und hab dann nicht mal Sorgen vor Kindern. Bruder, du hast ja einen Gedankenfehler bei der ganzen. Gott ist ein Gott der Liebe, ja, aber er ist auch ein Gott der Gerechtigkeit. Das heißt also, er wird das Böse bestrafen müssen mit Ultrahärte, weil er eben auch gerecht ist und nicht nur Liebe. Ja? Das heißt also Liebe für diejenigen, die die Liebe von Gott in Anspruch nehmen und Zorn für alle Menschen, die das Böse tun. Also Rezer, dann würdest du quasi den George W. Bush rechtfertigen, als er damals den Irak zerbombt hat, 1,4 Millionen Menschen getötet hat. Ist George dieser W. Mann, Bush ein Gott? Weil dieser Mann ist... Pablo, lass mal Rezer reden. Pablo, lass mal Rezer bitte reden.
Ja, weil dieser Mann ist Protestant und hat sich auf Gott berufen. Befehl von Gott erhalten. Der Mann ist nicht Protestant, du musst mal ein bisschen recherchieren. Der Mann ist in einem okkulten satanischen Orden namens Skull and Bones. Und das ist ein Satanist, der sich aber als Christ ausgibt, um diese dummen Christenheit da draußen zu verführen in Amerika. Ja, ja, ja. So, und das weißt du ja, ne? Du weißt ja, dass das Skull and Bones Mitglied ist. George W. Bush gehört zu dieser mainly Protestant, also einer der ältesten Protestantenkirchen. Ist also, du weißt ja, dass George Bush, lieber Sacrifice, ein Mitglied des Skull and Bones Orden ist, oder? Das weißt du, ne? Keine Ahnung, kann auch sein, natürlich. Aber er ist halt auch Mitglied, aber er ist halt auch Mitglied des, der protestantischen Kirche und so einer der ältesten. Und hat sich damals auch Befehl ja. auf Gott berufen. Ja, aber guck mal, wenn jemand Satanist ist im Geheimen und dann kommt raus aus seiner Loge. Und dann sagt, ich bin Christ. Welcher dumme Haufen Müll Christ würde dem das glauben, dass er jetzt ein Christ ist, weil er aus der Loge rausgetreten ist und sagt, ich bin jetzt Christ. Du bist ja nicht so dumm, ne? Lieber Sacrifice, du bist ja schlauer als die dummen Christenheit in Amerika, oder? Ja, ne? Ja, also ich, wie gesagt, mir ist das egal, ne? Ich sag nicht, dass ich schlauer bin. Das soll dir nicht egal sein. Nein, nein, Intelligenz soll dir nicht egal sein. Also Dummheit und Intelligenz sollte wichtig sein dir. Aber jetzt kommen wir zu deiner Frage zurück. Natürlich hat Gott dem George Bush, dem Satanisten, erlaubt, Millionen von Menschen zu killen, weil wir einen Gott haben, der mit den Menschen ins Gericht geht. Unschuldige. Es gibt keine Unschuldige. Bist du unschuldig? Ja, natürlich bin ich unschuldig. Habe ich was gemacht in meinem Leben? Noch nie. Natürlich bin ich unschuldig. Du hast noch nie gelogen, du hast noch nie betrogen, du hast noch nie gelästert, du hast noch nie etwas Ungerechtes getan. Das ist die Definition von deiner Sünde und von deinem Gott. Ich habe noch keine Menschen. Hast du schon mal gelogen, ich hab, ja oder nein? Ich habe noch keine Menschen damit geschadet. Verstehst du? Ach so, du hast noch nie gelogen oder jemandem geschadet. Das ist ein ganz großer Unterschied. Das ist ein ganz großer Unterschied. Selbst wenn du, hast noch nie jemanden angelogen und ihn dadurch geschadet. Ich schicke mal kurz. Zumindest wenn ich jemanden eine Notlüge mache, um in dem Moment quasi dem Typen nicht zu schaden. Notlüge, wer definiert denn, was Notlüge ist und was nicht Notlüge ist? Der beim Nachhinein auflöse, ist das meines Erachtens keine Schädigung an einen Menschen. Gewalt habe ich auch nicht ausgeübt, weil anscheinend ist ja auch Gewalt zu rechtfertigen. Du hast noch nie gehasst in deinem Herzen jemanden? Hä? Du hast noch nie in deinem Herzen, in deinem Geist jemanden den Tod gewünscht? Nein, natürlich nicht. Wünschst du jemanden den Tod? Also ich nicht. Also zuerst mal, lieber Sacrifice, musst du lernen, ehrlich zu sein. Wem soll ich denn den Tod? Ja, aber dann kann ich ja mit einem Schaf reden. Weil wenn du ein Schaf fragst, hast du schon mal irgendwas gemacht. Rezer, tut mir leid. Also wenn es Leute hier gibt, die wirklich so massiv böse sind, dass die Leute den Tod wünschen, weil ich bin ein Mensch, habe sehr schnell Selbstbewusstsein aufgebaut und egal, was mir also jemand du hast noch nie gehasst und in deinem Herzen jemanden töten wollen. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, sicher. Deswegen ist das Gespräch mit dir beendet. Okay, sorry. Ja. Also, du musst lernen, erstmal zur Therapie zu gehen. Du musst zu einem Therapeuten, ganz bevor du hier hinkommst und ein Gespräch über Moral anfängst, du musst dich erstmal therapieren lassen. Ich glaube, du musst zu einem Therapeuten, wenn du echt Gedanken hast, jemanden zu töten. Und dann nimmt er sich auch aus Sacrifice, also Opfer. Ja? Hä? Opfer. Das heißt auch Opfer. Ja, Opfer. Und was willst du dann opfern? Menschen? Nee, ich opfer meine Zeit. Meine Zeit opfer ich. Deswegen heißt es Sacrifice. Ja, klar. Oder ich opfer meine Zeit für meine Liebsten, weißt du? Opferung. Was Positives, eine positive Opferung. Nicht so eine Opferung, deswegen, wie weil du schon mal in deinem Herzen jemanden gehasst hast, ungerechterweise, und du hast ihm den Tod gewünscht, wirst du unter dem Zorngericht Gottes kommen, wenn du seine Gnade nicht in Anspruch nimmst. Da wird der Herr dich vermalen. Den Tod. Verstehst du das? Ich wünsche dir den Tod. Weil du eben 100.000 Mal in deinem Leben gehasst hast, in deinem Herzen, Menschen den Tod gewünscht hast, und weil du ein unehrlicher Typ bist, du bist ein großer Lügner. Paul, deswegen wird Gott mit dir Lügner und Mörder im Geiste mit dir hart ins Gericht gehen, wenn du seine Gnade nicht in Anspruch nimmst. Du hast aber die Möglichkeit, seine Gnade und Liebe in Anspruch zu nehmen, sonst musst du für deine Lügerei, was du hier gerade sagst, gerade stehen. Du machst dich gerade selber schuldig vor Gott. Ja, ich will nur labern. Guck mal, jetzt wie aggressiv du bist. Du bist sogar super aggressiv. Ich ganz natürlich, weil ich hasse das Böse in dir. Bei mir ich hasse das Böse in dir. Genau mit diesem Zorn.
Gottes, das über dich kommen wird, weil du ein Lügner bist und ein bösartiger Mensch, wird der Zorn Gottes über dich kommen, wenn du nicht seine Gnade in Anspruch nimmst und dem Herrn sagst, Herr Jesus, ich bin ein bösartiger Lügner. Ich lüge in aller Öffentlichkeit, dass ich noch nie jemandem was Böses gewünscht habe, dass ich noch nie gelogen habe, nur die ein, zweimal Lüge, was ich gemacht habe, war nur Notlüge. Ja, wenn du so ein bösartiger Lügner bist und verdorben, wird der Gott mit dir und deinesgleichen milliardenfach Leichenhallen füllen. So, jetzt weißt du, mit wem du es zu tun hast. Jetzt kannst du dich selber verarschen mit deinem Gott, dass du dir zusammengebastelt hast. So, das war's von mir. Ja, und ich möchte nur noch was hinzufügen. Warte, Bruder Danny, ich möchte noch was hinzufügen. Hesekiel Kapitel 3, na, steht drinne, Entschuldigung, Hesekiel Kapitel 4 steht drinne, Warnung vor dem Gericht über Jerusalem. Da lesen wir ganz klar, dass Gott sie erst gewarnt hat vor dem Gericht, der kommen wird, wenn die nicht umkehren. Aber ja, die wollten nicht hören. Ja, und dann fingen die an, Götzendienst zu betreiben im Tempel Gottes, was Gott aufgebaut hat, im Bund mit seinem Volk. Und dann fingen die halt, das Volk Gottes, die Israeliten, im Tempel Gottes Götzendienst zu betreiben. Und Götzendienst führt immer auch zur Menschenopferung. Genau. Wunderschönen Tag in die Runde. Reza, wenn das aktuell nicht der beste Zeitpunkt ist, dann muss das nicht sein. Aber wenn du sagst, nee, alles gut, das war ein kurzer Moment mit dem anderen Gesprächspartner, dann würde ich gern ein paar Sachen hier thematisieren, aber das musst du mir dann sagen. Ja, nee, kein Problem. Ich bin da. Ich sag dir auch, warum ich diese Rücksicht nehme, weil es gibt Leute, die regeln ein bisschen auf. Und bislang war das immer so, wenn ich dir Fragen gestellt habe, und nicht, weil du jetzt hier etwas unter den Christen Bekanntes bist, sondern es ist einfach so gewesen. Du erinnerst dich noch an die Frage, wo ich gefragt habe, bezüglich dem Heiligen Geist, wenn jemand die Bibel liest, da hattest du gesagt, ganz einfach, die Person liest die Bibel und während er sie liest, wirkt der Heilige Geist auf ihn. Ich glaube, damit kann jeder was anfangen. Die anderen Antworten, die ich bekommen habe, hatten für mich keinen Sinn ergeben. Die andere Sache, die ich dich auch gefragt hatte, war, wenn doch die Person dem Heiligen Geist lästert, dann kann sie ja nie mehr wieder zurückkommen. Und du hattest auch gesagt, die Person hatte auch nie wirklich den Heiligen Geist. Sie war nie damit versiegelt. Und jetzt hieß es seitens einiger Christen, nein, wenn ich sage, der Heilige Geist ist nicht Gott, dann ist das kein Lästern. Bitte, Reza, ich will das verstehen. Wie kann man sagen, dass das nicht unter dem Lästern des Heiligen Geistes fällt, wenn ich ihm die Göttlichkeit, die Anbetungswürdigkeit abspreche? Bitte schön. Ja, das geht ja nicht. Der Heilige Geist ist ja ein Teil der Trinität, ist ja Gott selbst. Ja, Markus 4, beziehungsweise Johannes 4, ja, das, die Begebenheit mit der Samariterin am Brunnen, da sagt ja der Herr Jesus, Gott ist Geist. Also der Heilige Geist ist Gott. Und wenn du dann dem Heiligen Geist seine Göttlichkeit, seine Gottheit absprichst, dann lästerst du. Dankeschön. Und genau so, wie du es erklärt hast, ab dem Moment, wenn ich Gott, dem Anbetungswürdigen, seine Anbetungswürdigkeit abspreche, seine Göttlichkeit abspreche, wie sehr soll ich denn lästern? Und ich frage das ernsthaft, gibt es eine höhere Steigerung, wie man gegen Gott lästern kann, als zu sagen, nein, Gott ist nicht anbetungswürdig? Also du meinst, ich verstehe jetzt genau deine Frage, du meinst also, weil wir jetzt Christen nicht den Heiligen Geist anbeten, sondern den Vater und den Sohn? Nein, das hat gar nichts mit dir zu tun. Es geht darum, du weißt, eine bestimmte Person, es wurde vor kurzem da thematisiert, ich habe gesagt, ich unterhalte mich mit jedem Menschen, der ein Christ ist. Aber es ist nicht richtig von mir, dass ich einer Person eine Bühne gebe, die dem Heiligen Geist gelästert hat. Und wenn diese Person dem Heiligen Geist gelästert hat, dann kann ich sie nicht ernst nehmen. Ich nehme jeden anderen Christen ernst, der hochkommt, wir tauschen uns aus, aber ich kann einen solchen Menschen nicht ernst nehmen. Nicht mehr ernst nehmen, ja genau, das ist vorbei um den herum, weil er Erkenntnis hatte und ist abgefallen, somit hat er auch den Heiligen Geist gelästert, seine Gottheit ihm abgesprochen. Lieber Reza, ich wurde von einer einzigen Person, das ist Christuskind, hier Maria, sie meinte, da bin ich auf Denk nach seiner Seite. Und die anderen, nur damit die Person nach oben kommt und wieder rumschreit, haben sich alle auf ihre Seite gestellt. Ich frage mich, haben diese Menschen dann nicht mitgelästert, also gegen den Heiligen Geist gelästert, wenn sie sagen, nein, wenn man sagt, der Heilige Geist ist nicht anbetungswürdig? Das ist für mich ein Lästern.
Ja, da muss man einen kleinen Unterschied machen. Also wir dürfen nicht den Heiligen Geist direkt anbeten. Die Anbetung ist nur auf den Sohn und den Vater gerichtet. Wir danken Gott dem Vater und wir rufen Gott den Sohn an. Also diese zwei Personen der Gottheit dürfen wir direkt anbeten. Nicht den Heiligen Geist. Den Heiligen Geist empfangen wir ja und durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir erst zu Gott dem Vater und Gott dem Sohn beten. Aber wir dürfen nicht den Heiligen Geist anbeten direkt. Da haben wir keinen einzigen Vers in der Bibel, der eben das befürwortet. Vor allen Dingen nicht im Neuen Testament. Also das verstehe ich. Mir ist der eine Punkt sehr wichtig gewesen, Lisa. Ja. Wenn, und schau mal, du sagst ja, jemand, der so etwas tut, der hatte nie den Heiligen Geist. Für mich ist das auch sehr, sehr verständlich. Wenn aber jetzt ein anderer kommt und sagt, nein, wenn jemand dem Heiligen Geist auf diese Art und Weise gelästert hat, dann ist das kein Lästern. Dann ist für mich die Person genauso schuldig wie die Person, die gelästert hat. Ja, genau. Man darf auch jetzt nicht Softie werden und versuchen, biblische Wahrheiten einfach umzukehren, nur weil es einem vielleicht zu hart erscheint. Dann bist du auch, irgendwas stimmt da nicht mit dir. Als Christ meine ich jetzt, ne? Ich gebe ein Beispiel. Ja. Sagen wir, ein Muslim kommt auf die Idee und sagt, Allah ist nicht Gott. Und ich sage zu ihm, das ist Kufr. Jetzt kommt ein anderer Muslim und sagt, nein, er hat keinen Kufr ausgesprochen, keinen Unglauben ausgesprochen. Dann sind die beiden ja eins, dann sind die beiden ja gleich. Ja, weil ja klar, natürlich. Genau. Ja. Also habe, liebe Christen, also habe ich richtig gelegen, als ich gesagt habe, ihr seid doch jetzt in diesem Moment genauso wie die Person, die vor vielen Jahren dem Heiligen Geist gelästert hat, indem sie gesagt hat, nein, der Heilige Geist ist nicht Gott, ist nicht anbetungswürdig. Erstmal vielen Dank, dass du so ehrlich bist. Wallahi, das haben die gesagt, der ist nicht Gott. Paulus, ich weiß nicht, ob du aufgeklärt bist. Ich will das nicht namentlich machen. Die Person hatte den Islam angenommen und die andere Person hat dann gesagt, okay, es gibt noch eine wichtige Sache. Leugnest du auch, also lehnst du ab, dass der Heilige Geist Gott ist, dass er anbetungswürdig ist? Die Person meinte daraufhin, ja, der Heilige Geist ist nicht Gott, er ist nicht anbetungswürdig. So, das Ding war durch. Später, und ich fand das richtig von Reza, hatte er sich dazu dann hat er dann Stellung bezogen, hat gemeint, die Person hatte nie den Heiligen Geist und die Person kann auch nie mehr zurückkehren. Jetzt hatte ich diesen Punkt angesprochen, lieber Paulus, und habe gesagt, ich habe kein Problem, mich mit Christen hier auszutauschen, aber ich kann diesen Menschen nicht ernst nehmen. Maria, Christuskind, war die Einzige, die gesagt hat, ey, wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Da bin ich wirklich auf seiner Seite. Alle anderen, die im Raum waren, die gemeint haben, dass sie den Heiligen Geist haben und so weiter und so fort, meinten, nein, dieser Mensch, auch wenn er das gesagt hat, er hat dem Heiligen Geist nicht gelästert. Dann habe ich gesagt, dann seid ihr genauso Lästerer, wenn ihr das nicht als Lästerung anerkennt. Ja, genau. Ja. Da muss man eben treu sein. Ne? Und eben, was die Gottheit betrifft, da darf man eben nicht schwach werden. Das geht gar nicht. Also steht sogar drin in Römer 16 mit dem Gottheit. Wenn wir Gott verlieren, dann haben wir alles verloren. Wenn wir Gott seine Gottheit dann aberkennen, dann haben wir gar nichts, sagt der Apostel Johannes auch. Ne? Seht zu, dass ihr nicht verliert alles, was ihr euch angeeignet habt. Ja. In Bezug, also im Kontext der Gottheit des Herrn Jesus Christus zum Beispiel. Ja? Du kannst alles verlieren, was du dir aufgebaut hast. Alles für die Katz. Da hast du 100.000 Mal die Bibel gelesen, haben alles auswendig gelernt haben. Ja, bist du untreu, was die Gottheit betrifft, ist alles für die Katz. Alles verloren. Ja. Ja. Erstmal vielen Dank, Reza, für die Antworten. Die andere Sache, die mir in den Sinn kommt, ist, es heißt ja im Christentum, dass wir eine Rechenschaft abgeben. Yeah. Und wiederum heißt es ja dann auch, dass aufgrund des Kreuztodes, dass alle unsere Sünden aufgenommen werden. Jetzt hatte ich mit ein paar mich ausgetauscht, ich glaube, das sind Katholiken. Sie meinten, nein, die anderen, die euch sagen, dass Jesu für alle Sünden ans Kreuz gegangen sei, das ist nicht korrekt. Jesu ist ausschließlich für die Erbsünde ans Kreuz gegangen. Für alle anderen Sünden, die du tust, für diese musst du eine Rechenschaft abgeben. Nein, das ist eine falsche Lehre. Das geht in die richtige Richtung, ist aber eine kleine Verdrehung drin. Der Herr Jesus hat für die Erbsünde in uns, also für die Sünde von Grund auf, a priori hat der Herr Jesus für alle Sünden bezahlt, also für die Erbsünde. Auch für die kommenden,
und für die vergangenen Sünden, für die unbewussten Sünden, als auch für die bewussten Sünden. Für alle Sünden hat der Herr Jesus bezahlt und uns reingewaschen. Das heißt, wir sind jetzt vollkommen und gerecht vor Gott, wenn wir das in Anspruch nehmen, dass der Herr Jesus unsere Sünden bezahlt. Genau, das Gerechtwerden vor Gott. Genau. Und die Frage, die mir dann halt natürlich durch die Antwort, die du gegeben hast, in den Sinn kommt, ist, der Mensch begeht einen Fehler, hat logischerweise auch die Grundsünde oder diese Ursünde in sich. Mhm. Und er kann also nur gerecht werden vor Gott, wenn er logischerweise sich dem anschließt, was andere Menschen dann tun. In dem Falle natürlich gegen Jesu vorgehen und ihn kreuzigen. Das heißt, damit wir gerecht werden vor Gott, muss eine weitaus größere Sünde entstehen. Denn Jesus sagt ja am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und aus der emotionalen Perspektive verstehe ich das dann nicht, wieso, wenn man vor Gott rein werden möchte, eine weitaus schlimmere Sünde folgen muss. Und wenn man das dann getan hat und daran festhält, dass man dann erst vor Gott gerecht wird. Da hast du einen Denkfehler, weil... Damals, ne, war es so, das wissen wir auch laut Koran so, bei den Juden mit der Tora, beispielsweise 5. Mose Kapitel 14, steht drin, dass ja gewisse Opferungen getätigt werden müssen, wie zum Beispiel ein Lamm. Ne? Einmal im Jahr in Israel, es gab verschiedene Opferungen. Ich nehme jetzt mal den zum Beispiel. Einmal im Jahr ein Lamm opfern, der makellos ist, dann ist die Sünden der Menschen gesühnt, ja, vergeben. Das hat Gott verlangt, die Opferungen. So, und der hat Gott gewusst, zu welcher Zeit er kommen muss. Er hat gewusst, was die Menschen mit ihm machen werden, wenn er in diesen Zeitraum kommen wird. Deswegen ist er ja in diesen Zeitraum gekommen, damit er sich opfert für die Menschen und dann komplett die Sünden auf sich nimmt. Na, und der Menschensohn hat dann die Sünden auf sich genommen und ist dann gestorben. Nach 3 Tagen reingewaschen, auferstanden und wir sind befreit in neuen Bund. Na, wie es in Lukas 22, Vers 20 steht. Das ist mein Kelch, den Blut, den ich vergießen werde, den neuen Bund, den ich euch geben werde. Blut gibt Leben, also Blut rettet Leben. Und das hat der Herr Jesus getan, wie es immer schon auf den also Alten Testament bezogen war, die Opferungen. Nur es gibt jemanden, der wird sich jetzt für alle opfern. Jesaja 53 lesen, Vers 4 bis 6. Da steht es ja drin, dass der Messias kommen wird für die Missetaten und Übertretungen der Menschen. Er hat einfach nur den Zeitraum gewählt, weil er wusste, in diesem Zeitraum wird er sterben und die Menschen werden ihn da umbringen. Deswegen, aufgrund, weil er gut ist. Wenn die ihn umbringen. Nicht, weil er gut ist, wollen die ihn umbringen. Deshalb hat er diesen Zeitraum gewählt. Er wusste das, dass sie es machen werden. Und hat selbst sogar für diese Menschen gebetet. Aber die den Heiligen Geist verlässert haben, die haben den Sohn Gottes. Ich habe meine Schwierigkeiten, dir zu folgen. Ich möchte ehrlich bleiben. Vielleicht wird es Reza etwas mehr gelingen. Ich wiederhole nochmal vielleicht die Frage. Also der Mensch ist ein Sünder vor Gott. Und der Mensch kann nur frei werden von Sünde und gerecht werden vor Gott, wenn eine weitaus größere Sünde zustande kommt, nämlich, dass ein Unschuldiger stirbt. Nein, da hat der Bruder ja gerade erklärt, was die Grundlage der Sünde, der Sündenreinigung durch das Blut des Herrn Jesus im Alten Testament war. Es ist ja so, dass kein Sünder für einen Sünder sterben darf, kann, weil der Sünder muss ja erstmal seine eigene Sünde in Ordnung bringen. Das geht ja nicht. Du kannst ja nicht sagen, vor Gericht, wenn du vor einem Richter stehst, da hat jemand einen anderen ermordet und dann kommt ein Mörder rein und sagt, lass mich mal anstelle von ihm ins Gefängnis. Dann sagt der Richter, Moment mal, du hast erstmal deine eigene Mord zu sühnen, bevor du den Mord des anderen noch auf dich nehmen. Das geht ja nicht. Geh erstmal weg. Der muss erstmal für seine eigene Sünde gerade stehen. Du hast selber Mord begangen. Und so ist das, dass ein Unschuldiger einen Schuldigen die Sünde und die Schuld auf sich nehmen kann. Ja? Du hast 1 Million Euro Schulden, der andere Mensch ist zum Beispiel, hat keine Schulden, der hat Geld. Der hat diese Schuld, diese Sünde, der Schuld nicht. Also kann er dann mit seiner eigenen, also eine eigene Million, deine Million bezahlen, die du schuldig bist, weil er selber diesen Fehler nicht hat. Kannst du mir folgen? Ja, ich kann dir folgen. Kann dir sehr gut folgen. Sag mir nur, wenn du fertig bist, dass ich dir nicht ins Wort falle. Ach so, ja. Und deswegen muss immer aufgrund der Unschuld die Schuld eines Schuldigen beglichen werden. Weil, wie gesagt, kein Schuldiger kann ja für einen
Schuldigen sterben. Das macht ja keinen Sinn, weil er selber seine eigene Schuld zu tragen hat. Es muss das ein Unschuldiger sein. Und so war das dann im Alten Testament immer ein Tier. Gott hat im Vorausschau ein Tier genutzt, ohne Fehler. Also ein Tier, weißt du, ist ja unschuldig. Tiere sind unschuldig und die wurden dann halt geopfert für das Volk Israel zur Sühnung ihrer Sünden. Also es musste Blut fließen von Unschuldigen, damit eben das Leben des Schuldigen gesichert ist. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das war ja mit Adam und Eva, ja. Die haben gesündigt und deswegen kam der Tod zu ihnen. Die wurden dann sterblich. Das heißt, sie haben ein Gesetz übertreten und als Gesetzesübertretung ist die Todesstrafe, hat Gott das so festgelegt, dass du nicht ewig leben darfst, sondern du musst sterben an dem Zeitpunkt. Du darfst nicht mehr ewig leben. Und um diese Diskrepanz zu lösen, kam die Opferung. Die Opferung in diese Szenario rein, dass eben ein Unschuldiger für einen Schuldigen sterben kann. Und der Herr Jesus hatte sein Leben freiwillig hingegeben als Form für Sühne, damit eben die Sünden gesühnt werden. Aber hat Jesus seinen Willen durchgesetzt oder hat Gott seinen Willen durchgesetzt, indem er Jesus aufgeopfert hat? Beide. Also der Vater hat den Plan festgelegt und der Sohn hat den Plan ausgeführt. Nein, ganz kurz. Meine Frage ist, ganz kurz, verzeih mir, meine Frage ist, wessen Wille wurde nun durchgesetzt? Der Wille des Vaters, dass Jesu ans Kreuz geht, oder der Wille Jesu, dass der Kelch an ihm vorbeizieht? Nein. Beide? Nein, denk nach, meint jetzt, dass wir da einen Widerspruch haben, weil der Herr Jesus hat gesagt, lass nicht meinen Willen geschehen, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Ja, der Sohn Gottes als Gott, der wollte ja diesen Plan ausführen, aber der Sohn Gottes als Mensch, hat Angst bekommen. Der Menschen. Genau, der Menschensohn. Philipper 2, 6 bis 8 dürfen wir auch nicht vergessen. Das wollte ich gerade sagen. Der Menschensohn hat ja natürlich noch freien Willen und hat auch eine gewisse Angst, aber zieht es trotzdem auch durch. Er hat ja gebetet und geredet. Genau. Er hat ja selber gesagt, nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Das meinte der Menschensohn. Der Menschensohn hatte nur die Angst gehabt, durch den Schmerz, den er durchbringt, also durchmachen musste. Ich habe das auch beim ersten Mal verstanden, gar kein Problem. Aber jetzt stellt sich mir die Frage, also war ja dann der Kreuztod etwas Gutes, richtig? Ja, sicher. Okay, ganz kurz. In wessen Sicht... Sonst ist der Kreuztod natürlich nicht was Gutes. Pavlos, können wir das bitte so machen, dass ich mit Theresa sprechen kann? Ich habe das Gefühl, du hörst mir nicht zu. Nicht böse gemeint, bitte. Du kannst gerne dazu was sagen, aber hör mich doch bitte an, um mich zu verstehen. Also wenn ich frage, also ist der Kreuztod etwas Gutes, dann folgt die weitere Frage, aus welcher Sicht? Aus Sicht des Vaters ist das gut? Weil wir sehen aus Sicht Gott, aus Sicht Jesu. Jesu sagt ja, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn aus Sicht Jesu die Kreuzigung an ihm selbst etwas Gutes ist, so würde er seinen Vater nicht darum bitten, ihnen etwas ihnen zu vergeben für das, was sie tun. Weil aus seiner Sicht ist es ja eine falsche Sache. Also aus wessen Sicht ist es gut und aus wessen Sicht ist es schlecht? Bitteschön. Das ist falsch, was du sagst. Das ist keine falsche Sache. Aber erzähl, Bruder Riese. Natürlich ist der Tod in sich etwas Schlechtes. Aber dadurch, dass eben Adam gesündigt hat und der Tod in die Menschheit kam, musste dieser Tod wieder umgestellt werden, rückgängig gemacht werden. Also kommt durch den Tod, durch die Sünde eines Menschen die Sünde in die Welt, in die Menschheit. Und durch den Tod eines Menschen wird die Sünde wieder weggenommen. Der Gott macht das durch dieses Prinzip wieder alles gut. An sich ist der Tod ja nicht gut. Aber wenn es darum geht, dich zu schützen, dann ist der Tod wieder was Gutes. Es kommt darauf an, wie du das sehen willst. Leute, ist es traurig, dass der Herr Jesus für unsere Sünde sterben musste. Das macht uns sehr traurig. Reza. Ja. Guck mal, du siehst, ich rede sehr gerne mit dir, aber können wir uns bitte darauf einigen, dass nur du und ich kurz das Gespräch zu Ende führen. Tiger, ich kenne dich nicht böse gemeint, Pavlos auch nicht böse gemeint, aber es ist sehr schwierig, wenn Reza redet, dann redet ihr dazwischen. Ich weiß am Ende gar nicht, wer was gesagt hat. Nicht böse gemeint. Allmächtig ist, warum muss er seinen Sohn opfern? Der kann doch die Sünden vergeben, ohne seinen Sohn zu opfern. Geh mal raus. Danny, moderier doch mal den Raum, Herr Gott. Du bist doch keine hier. Du hast eine Aufgabe. Dankeschön. So, Reza, verzeih mir. Noch einmal, was ich ja wissen will, ist,
Aus der Perspektive des Vaters ist der Kreuztod positiv. Aus der Perspektive Jesu ist der Kreuztod eine Sünde an Jesu. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie passt das zusammen? Wenn es ein Plan ist, der von beiden schon immer und ewig bekannt war, wieso ist Jesu nun auf der Erde? Und jetzt, wo er gekreuzigt ist, jetzt, wo er gekreuzigt wird, bittet er den Vater darum, dass er ihnen vergeben möge. Aber für was? Dafür, dass sie seinen Willen erfüllen? Seit wann bittet man Gott darum, vergib dieser Person? Warum? Weil sie erfüllt den Willen Gottes. Seit wann ist das Erfüllen Gottes, des Willens, eine negative Sache? Bitte schön. Ich habe jetzt wirklich jetzt deine Frage nicht verstanden. Problem, ich mache es einfach. Also seit wann ist es eine Sünde, wenn ein Mensch den Willen Gottes tut, von dem Gott aber will, dass er erfüllt wird? Das ist keine Sünde. Also ich verstehe es nicht. Also, den Willen Gottes zu tun, ist ja gut. Den Willen Gottes nicht zu tun, das Gesetz zu übertreten, ist ja schlecht. Ja eben, genau. Und deswegen, Jesus sagt ja zum Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also warum soll der Vater ihnen für das vergeben oder das vergeben, was der Vater will, dass sie es an Jesu tun? Ja, weil die Menschen, na Moment, das ist eine spezielle Sache, was der Herr Jesus da am Kreuz ausspricht. Er will, dass die Leute, die ihn gekreuzigt haben, trotzdem zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und trotzdem errettet werden. Weil Gott will ja, dass alle Menschen errettet werden. Aber Reza, verzeih mir, aber wenn sie ihn ja nicht kreuzigen, gibt es ja keine Auferstehung. Wenn es keine Auferstehung gibt, gibt es ja keine Erlösung. Das ist das, was sie tun, ist ja richtig gesagt, das, was sie tun, ist ja notwendig. Das heißt, sie, sie erfüllen den den notwendigen Willen des Vaters. Und jetzt, wo sie dabei sind, den Willen des Vaters zu erfüllen, der notwendig ist, jetzt sagt Jesu zum Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also, was ist nun richtig, was ist falsch? Dass sie den Herrn Jesus gekreuzigt haben, ist böse. Aber dadurch, dass sie eben, Gott kann ja das Böse des Menschen umkehren ins Gute. Das ist ein Beispiel, damit du es verstehst. Verzeih mir, wenn ich ins Wort falle, aber war die Kreuzigung das Erfüllen des Notwendigen? Natürlich ist das Böse, den Sohn Gottes zu töten. Nein. Natürlich ist das Böse. Reza, bitte. Verzeih mir bitte ganz kurz. Ja. Ist es böse, wenn die Menschen den notwendigen Plan Gottes, den Willen Gottes erfüllen? Wenn du jetzt wenn Gott von dir möchte, dass du ihn anbetest, und wenn du ihn nun anbetest, ist das böse? Nein, das ist gut. Okay, wenn Gott, der Vater, möchte, dass die Menschen Jesu kreuzigen, dann ist das ja gut. Wie kann aber der Sohn über diese Sache, dass sie gerade dabei sind, ihn zu kreuzigen, sagen, vergib ihnen, denn das, was sie tun, ist böse. Also was davon ist jetzt gut, was davon ist böse? Ja, das ist eben diese zwei Perspektiven, die du verstehen musst. Wenn zum Beispiel Gott einen Mafiosi durch einen anderen Mafiosi ausschaltet, ist das jetzt gut oder schlecht? Wenn der Mafiosi vorhatte, dich und deine Familie zu ermorden. Du hast es gesagt. Das heißt, zwei schuldige Menschen, aber du hast vorher gesagt, Jesus ist unschuldig. Ja, Moment, aber ich muss ja wissen, ob du jetzt das Gute und Böse als Diskrepanz siehst in dem Werk des Herrn Jesus Christus am Kreuz. Das muss ich genau wissen. Reza, Pavlos, tu mir doch den Gefallen, Bruder. Guck mal, Reza kann für sich sprechen. Ich will nicht deinen Hund bellen hören, ich will hören, was er sagt. Tu mir doch den Gefallen, bitte auf stumm. Nicht bös gemeint, bitte. Warte. Wie hast du mich gerade genannt? Und habe ich jetzt gerade dem was gesagt? Ich habe gesagt, Pavlos, geh doch auf stumm. Nein, mein Lieber. Du musst erst Respekt lernen. Aber möge der Herr dich segnen. Ne? Du beleidigst, du hast wieder Islamwerbung gemacht, weil du nichts anderes kannst. Dein Islam vermittelt dir nur den Hass. Du hast mich Hund betitelt. Ne? Und daran hat man gesehen, dass du ein Heuchler bist. Man sieht jetzt einfach nur den Hass von Islam. Du hast mich einfach beleidigt als Hund und ich habe doch gar nichts gesagt in dem Moment. Eine unehrliche Person. Reza, wenn du ein Mann bist, dann sag die Wahrheit. Ich habe gesagt, darf nicht drauf antworten. Reza, wenn du ein aufrichtiger Mann bist, dann sag, das ist nicht schön. Ich habe gesagt, dein Hund bellt, nicht er. Ich habe gesagt, ich möchte deinen Hund nicht bellen hören, ich möchte hören, was Reza sagt. Es wird doch hier aufgezeichnet. Jetzt bist du beleidigt, jetzt hast du mir Islamwerbung. Da hat doch keiner gebellt, du hast doch schon den Mut. Ich habe einen Hund bellen gehört. Ich weiß nicht, ob es der Hund von Danny oder was auch immer ist. Ich möchte hören, was Reza sagt.
Ach, ich weiß nicht, welche Hundwellen mit. Das hat sich so angehört, als ob du den Bruder als Hund betitelst. Nein, hast ich hier. Schwöre bei Gott, der mich erschaffen hat. Ich habe mich an diesen Gedanken gehabt. Deswegen, Pablos, verzeih mir, ich dachte, es ist dein Hund, der am Bellen ist. Und Danny, moderier doch mal den Raum oder geh auf stumm, Herrgott. Ich möchte hören, was der Mann sagt. Es ist so schwierig. Bitte schön, Lisa. Bitte ganz kurz. Ich bin jetzt hier beim Essen am Tisch. Lass mal den Bruder Pablos mit dir mal ein paar Minuten diskutieren. Ich komme gleich nach dem Essen nochmal rein. Lass dir gut hier einen guten Appetit, gar kein Problem. Du siehst, ich rede sehr gerne mit dir, aber wenn viele Leute auf die Bühne kommen, dann höre ich nicht, was du sagst. Nicht böse gemacht. Ja, ich höre nicht, was Bruder du sagst. Pablos kann jetzt mit dir reden. Ich komme nachher, also nach dem Essen nochmal rein und dann rede ich mit dir weiter, so Gott will. Lass dir Zeit, kein Problem. Bitteschön. Und Pablos, ich habe nicht gesagt, dass du ein Hund bist. Ich habe gesagt, ich möchte keinen Hund bellen hören, während er spricht, weil ich ihn nicht höre. Du kannst dich gerne entstummen. Hörst du mich? Also noch einmal, es hat dich niemand beleidigt. So, folgendes ist ja kein Problem, möge der Herr dich trotzdem segnen. Also, folgendes, die Frage, wie du die gestellt hast, habe ich schon jetzt langsam verstanden. Was ich dir jetzt aber antworten will, ist so, jetzt musst du genau nachdenken. Der Jesus, ja, also Gott, hat extra einen Zeitraum gewählt, weil er wusste, er wird in diesen Tag gekreuzigt. Diese Menschen haben eine Sünde begangen, ihn zu töten. Aber er wusste, dass, wenn er getötet wird, wird es eine Befreiung für die Menschen sein. Aber wir müssen wieder was anderes betrachten. Diese Menschen hätten sowieso jemanden gekreuzigt und getötet. Wie beispielsweise zur Wahrscheinlichkeit Barnabas. Ne? Dem ja sogar Barnabas freigelassen. Und Jesus, den Unschuldigen, zu töten. Jesus hat extra, also Gott hat extra diesen Zeitraum gewählt. Er wusste genau in den Zeitraum, wenn er genauso handelt, wie er handelt, wird er umgebracht. Und das ist eine gute Stelle, weil er muss ja getötet werden. Gott weiß es. Er muss sterben. Ohne das kommt nicht die Gerechtigkeit, beziehungsweise, dass wir gerettet werden. Und deswegen ist er im Kreuzgang. Deswegen sagt er auch zu denen, Vater, vergib ihnen, die wissen nicht, was sie tun. Denn diese Menschen haben ja nicht mal gewusst, warum sie ihn kreuzigen. Die haben ihn einfach getötet, weil der Zar gesagt hat, er soll gekreuzigt werden. Also Entschuldigung, ich sehe es, Pilatus gesagt hat, er soll gekreuzigt werden. Aber Pilatus wollte ihn sogar auch nicht kreuzigen. Letztendlich war es der Druck der Juden, weil die sonst einen Bürgerkrieg quasi gemacht hätten und dem Pilatus den Cäsar überlassen hätten, dass Pilatus sein Volk nicht im Griff hat. Na, und deshalb Pilatus einen Unschuldigen kreuzigen lassen. Pilatus sagte ja selber, nahm seine Finger an diesem Wasser und sagte, dieses Blut ist nicht an mir, sondern an euch. Aber trotzdem okay. Soll er dann gekreuzigt werden. Die Menschen, jetzt erkläre ich es zusammengefasst. Die Menschen, ich erkläre es kurz zusammengefasst. Die Menschen, lass mich doch kurz aussehen. Ich gebe dir jetzt auch die Antwort. Die Menschen. Ich will doch jetzt zusammenfassen. Die Menschen haben die Sünde begangen, ihn zu töten. Aber Gott wusste, er muss sterben. Deswegen hat er diesen Zeitraum gewählt, genau in diesen Epoche der Zeit, der römischen Zeit. Lass mich doch ausreden. Mein Gott. Pablos, 2 Sekunden. Ich versuche dir zu folgen, aber du bringst zum Beispiel 5 Punkte und du lässt nicht darauf eingehen, sodass ich dir beim 2., 3., 4. Punkt folgen kann. Wie soll es mir gelingen, dir zu folgen? Bitteschön. Guck mal, da musst du mich ausreden lassen. Und zweitens ist es ein einziger Punkt. Denn die Menschen haben die Sünde begangen, ihn zu töten. Weil die nicht wissen, warum die ihn sogar töten. Die haben einfach mit dem Gedanken gehabt, wir töten ihn, weil Pilatus es gesagt hat, auch wenn er unschuldig ist. Nein, jetzt lässt du mich ausreden, nach. Langsam musst du Respekt bekommen. Jetzt ausreden lassen. Nein, du lässt mich jetzt ausreden. So, die haben ihn getötet, weil die ihn nicht kannten. Dessen sagte Jesus, Vater, vergib ihnen, die wissen nicht, was sie tun. Die wissen noch nicht mal, warum die ihn töten. Die haben ihn getötet, weil die dachten, ja, Pilatus hat es gesagt, weil sonst die Juden so einen Bürgerkrieg machen, der ist ein Unschuldiger, trotzdem töten wir ihn. Ist unser Job. Das ist eine Sünde. Die haben nicht gewusst, warum die ihn töten. Einfach einen Unschuldigen töten. Und das ist Sünde. Aber Jesus hat sogar für die gebetet, damit selbst das vergeben wird. Weil die wissen nicht, was sie tun. Okay, Pablos, können wir das so machen, dass wir miteinander reden und nicht, dass du beispielsweise wie in der Kirche einen Vortrag hältst, wo ich gar kein Problem habe. Ganz kurz, bitte. Kannst du auf stumm gehen, dass ich jetzt bitte auch normal reden kann, Pablos, bitte. Ja, bitteschön.
Dankeschön. Also, du kannst meinetwegen 10 Punkte aufzählen. Und wenn sie aufeinander aufgebaut werden von dir, habe ich auch kein Problem. Aber dann müssen wir nochmal zusammen zurückkommen zu dem ersten Punkt. Und dann muss ich die Möglichkeit haben, zu deinem ersten Statement etwas dazu zu sagen. Du sagst, jetzt korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Du sagst, der Kreuztod ist notwendig, um ewiges Leben erlangen zu können. Das bedeutet, eine Sünde wurde getan von Adam und Eva, so kam die Sünde über alle Menschen, Römerbrief 5, Vers 18. Nun braucht es einen Gerechten. Und nur durch den Tod an diesem unschuldigen, gerechten Menschen erlangen wir Gerechtigkeit, werden vor Gott gerecht. Und das ist dann die Rechtfertigung zum Leben, Römerbrief 5, Vers 18. Jetzt frage ich dich, die Menschen, die dafür Sorge tragen, die dazu beitragen, dass alle Menschen vor Gott gerecht werden, haben diese Menschen den Willen des Vaters getan? Falls die Antwort ja lautet, dann haben sie etwas Gutes getan. Aber wenn sie etwas Gutes getan haben, dann sind sie gut. Seit wann ist ein Mensch, der etwas Gutes tut, der das tut, was Gott von ihm will, böse? Seit wann ist das so? Bitteschön. Du denkst nach Menschenweise, du musst nach Gottesweise denken, du philosophierst. Denn ich erkläre es dir jetzt noch einmal. Die Menschen haben das getan, was Gott vorhergesehen hat. Denn Gott kennt die Zukunft. Denn Gott wusste, dass wenn er in diese Epoche geht, na, als Mensch, wird er gekreuzigt. Und er wusste es, dass sie einen Unschuldigen sogar kreuzigen werden. Aber er hat es getan für uns. Deswegen hat er diese Epoche ja gewählt, weil er muss ja sterben. Ein Bruder hat genau, 1. Korinther 2, Vers 7 bis 8, dann lese ich das mal vor, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat. Genau das, was ich sagte. Die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie es erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Amen. Genau, das, was ich erklärt habe, ist jetzt dank einem Bruder im Glaube, hat er das in eine Bibelstelle sofort hergeholt. Okay, du lässt mich ausreden, du stummst dich. Du stummst dich. Ich habe dich nur gefragt. Nein, du stummst dich jetzt. Ich bin nicht fertig. Du stummst dich. Ich sagte schon, wenn ich fertig bin. So, wir sehen jetzt anhand der Heiligen Schrift Quelle, die Bibel hat es sogar, meine Erklärung sogar bestätigt. Weil wenn die erkannt hätten, dass er Gott ist, hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Aber weil sie nicht wussten, wer er ist, haben die ihn gekreuzigt. Deswegen sagte Jesus Christus, Herr, also Vater, vergib ihnen. Die wissen nicht, was sie tun. Und jetzt ist deine Frage beantwortet. Okay, also noch einmal. Ich werde jetzt kurz wiederholen, was du gesagt hast. Und danach gehen wir auf die Punkte ein, die du jetzt erwähnt hast. Hast du gerade wortwörtlich zu mir gesagt, nein, du denkst so menschlich, ich muss denken wie Gott? Kannst du denken wie eine Frau? Nein, kannst du nicht. Kann eine Frau denken wie ein Mann? Nein, kann sie nicht. Wenn ich nicht denken kann wie ein Mann, wie eine Frau, und eine Frau nicht denken kann wie ein Mann, wie sollen dann Mann und Frau denken, wie Gott denkt? Wie ist das möglich? Das musst du später bitte erläutern. Und ich komme nochmal zurück zu deiner Aussage. Wenn der Kreuztod notwendig ist, dann muss er umgesetzt werden. Wieso aber, wenn er doch notwendig ist und wenn er der Wille Gottes ist, der Plan Gottes ist, wieso erfüllen das nicht die Anhänger Jesu? Wieso kreuzigen sie ihn nicht? Sie wollen doch das Heil, sie wollen doch das ewige Leben. Wieso überlässt Gott, Achtung, den Menschen das Allerwichtigste zu tun, also ihm gottgefällig zu handeln, und die anderen, die eigentlich genau das versuchen, sie versuchen, den Willen Gottes zu leben, weswegen sie ja Jesu folgen. Das heißt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das heißt, für sie ist verbindlich, dass sie den Willen Gottes tun. Jetzt, wo es um den allerwichtigsten Willen Gottes geht, Jesu zu kreuzigen, da verweigern sie sich, das überlassen sie dann den Kindern des Fürsten dieser Welt. Das bedeutet, der Wille des himmlischen Vaters ist der Wille des Fürsten dieser Welt und seinen Kindern. Das heißt, Gott, der Teufel und die Kinder des Teufels sind d'accord, sie sind eins, dass Jesu ans Kreuz geschlagen wird. Wie ist das möglich? Bitte schön, geh darauf ein. Ich habe es gerade erklärt, aber du hast angefangen, dein Gehirn auszuschalten. Und ich sage es jetzt ein letztes Mal.
Der Herr hat die Epoche gewählt, weil er weiß, in dieser Epoche wird er gekreuzigt, als unschuldiger Mensch gekreuzigt. Einfach so, weil der unschuldig ist und gut ist. Aber du willst es wieder nicht verstehen. Du willst jetzt eine Taktik machen und emotional ein bisschen werden und die Menschen so fischen mit deiner komischen Philosophie. Du willst dann sagen, warum haben das die Jünger nicht getan? Weil erstens, ein Umbringen ist eine Sünde. Schon mal das Erste. Das Zweite, weil der Petrus sagt dir zum Beispiel, Petrus sagte zum Beispiel, Herr, schone dich, ne? Oder Herr, ne? Ich werde dich beschützen und so weiter. Da hat der Herr Jesus gesagt, weiche von mir, Satan, geh hinter mir. Weil der Sohn des Menschen, der Sohn Gottes, beziehungsweise Gott selbst, der Menschensohn, der muss gekreuzigt werden. Der Menschensohn aber muss gekreuzigt werden. Und das hat er getan. Und dass du jetzt verstehst, der Wille ist, dass jemand geopfert wird, ein Unschuldiger. Und das andere Sache ist, er soll aber nicht einfach durch Zwang, dass jemand kommt und ihn umbringt. Nein, Gott wusste, in dieser Epoche, genau in diesem Zeitraum, werden die Menschen ihn umbringen, obwohl er unschuldig ist. Und diese Epoche hat er gewählt, weil er kennt die Zukunft. Und das ist die Antwort. Wir brauchen nicht mehr darauf weiter eingehen. Du willst nicht mehr zuhören. Du hast einfach ausgeschaltet. Es war dir einfach egal, was ich dir gesagt habe. Ich habe es dir, glaube ich, dreimal erklärt. Bruder Reza hat es dir öfters sogar noch erklärt. Wie oft noch? Ich brauche es nicht 100-mal erklären. Titus 3, Vers 10 sagt, 2 bis 3 Mal, weise den Sektierer hin. Hört er nicht zu, weise ihn ab. Und jetzt bin ich schon fertig mit dir. Ja. Also ich habe aktiv zugehört, ich habe dir auch gerne zugehört, ich habe dir auch die Frage sehr, sehr verständlich geäußert, habe auch die Konsequenzen nochmal genannt. Jetzt will ich dich aber fragen, und sei mir nicht böse, was diesen Punkt anbetrifft, schau, ich erkenne für mich, dass du diesbezüglich da überfragt bist, ist auch nicht schlimm, aber wenn du sagst, Jesus sagt zu seinem Jünger, weiche von mir, Satan, hat Jesus hier die Wahrheit gesprochen? Oder hat er hier die Unwahrheit gesprochen? Denn wie kann sein Jünger, der auf der Wahrheit ist, weil Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, wie kann jemand, der auf der Wahrheit ist, der Jesus folgt, plötzlich ein Satan sein oder der Satan sein? Geh bitte darauf ein. Mein Bester, ich bin nicht überfragt. Ich habe es dir 1000-mal erklärt. Ich brauche dir nichts mehr erklären. Wie dein Name es schon sagt, denk nach, du bist so am Philosophieren. Die Bibel sagt, wir sollen nicht mehr mit diesen Philosophen diskutieren, weil die Philosophien der Philosophie von der Philosophie tätigen, und das hat keinen Sinn. Deswegen, ich brauche dir keine Antwort mehr stellen. Ich habe dir alle Antworten gegeben. Wenn du nicht verstehen willst, dann ist es dein Problem. Ich habe dir schon längst darauf geantwortet. Jetzt kannst du gerne warten, wenn du möchtest, auf Bruder Reza, wenn er dir noch antworten möchte. Ja, aber ich brauche dir nicht mehr antworten, denn ich habe dir alle Antworten gegeben. Pavlos, ich schmeiße meine Perlen nicht vor die Säue. Ja, das ist in Ordnung. Du kannst mich 100-mal beleidigen, das ändert nichts an der Sache. Aber schau mal, eine Sache. Wenn Jesus zu seinem Jünger sagt, weiche von mir, Satan, spricht Jesus hier die Wahrheit, dass sein Jünger, der auf der Wahrheit ist, ihm folgt, dass er dann Satan ist? Hat Jesus hier, ganz einfache Frage, hat Jesus hier die Wahrheit gesprochen oder hat er die Unwahrheit gesprochen? Der Bruder Pavlos, erklären, warum der Petrus damals noch nicht wiedergeboren war und deswegen Satan ihn benutzen konnte. Bitte die Heilzeitalter unterscheiden. Ich komme gleich, denk nach. Ja, dann wegen Bruder Reza werde ich das nochmal drauf eingehen. War er auf der Wahrheit? Ja, da. Wie bitte? War dieser Jünger zu diesem Moment von Jesu auserwählt und ist dieser Jünger Jesu gefolgt? Wenn er ihm gefolgt ist, dann war er auf der Wahrheit. Wie kann jemand, der auf der Wahrheit ist, Satan sein? Ich antworte dir. Komm. Bruder, um Bruder Rezas willen tue ich das. Ich hole gleich einen neuen rein. Okay. Um Bruder Reza willen tue ich das jetzt einmal, um den Zuschauer willen genauso. Ihr könnt Hunderte hochholen. Die Frage bleibt dieselbe. Ja, ich will jetzt darauf antworten. Hör zu. Das war die Zeit, wo der Heilige Geist noch nicht ausgegossen war, bedeutet, die waren auch nicht versiegelt damit, ja. Deswegen können die auch abfallen. Deswegen hat der Jesus Christus auch an den Abend, bevor er gekreuzigt worden ist, für die Jünger stark gebetet, damit die nicht verführt werden. Na, und wir sehen ganz klar, die Apostelgeschichte 2, da war die Heilige Geist-Ausgießung, da war die Befestigung des Heiligen Geistes, und da sehen wir ganz klar, wenn der das in dieser Zeit gemacht hätte, beziehungsweise wo der Heilige Geist gefestigt war, ne?
beziehungsweise wenn einer teilhaftig des Heiligen Geistes wäre, und das war in dem Zeitraum laut Apostelgeschichte 2, hätten die sogar den Heiligen Geist verlässert, wenn die 100% die Wahrheit kennen und 100% es ablehnen, laut Hebräer 6, Vers 4. Aber den Punkt, den du angesetzt hast, das war vor Apostelgeschichte 2, bedeutet, da ist der Heilige Geist auch nicht ausgegossen worden. Bedeutet, die Jünger könnten auch verführt werden, wie Judas zum Beispiel, der war ein Beispiel dafür. Er wollte nicht hören, obwohl er hören könnte. Aber die anderen haben gehört, sind noch standhaft geblieben. Erst Apostelgeschichte 2 waren die komplett gefestigt. Denn wo Jesus sogar gestorben ist, an den Tag, wollten die so quasi schon zu ihrer alten Weltzeiten wieder zurück und wussten nicht mehr weiter. Die waren voll depressiv, wo der Herr Jesus auferstanden ist. So haben die Herrlichkeit gesehen und haben gesehen, boah, alles ist richtig. Und dann, wo er emporgestiegen ist, der Jesus, dann haben die den Heiligen Geist bekommen, der Heilige Geist wurde ausgegossen, die waren alle befestigt und drinnen und standhaft. Das war's. Okay. Das ist die Antwort. Okay, das heißt also, die Jünger wussten bis zu dem Abend, also bevor er gekreuzigt wurde, nicht von dem wirklichen Errettungsplan? Darf ich antworten? Oder bist du fertig? Bitteschön. Okay, natürlich wissen die die Wahrheit, haben aber einiges noch nicht ganz verstanden, aber wussten schon, dass er Jesus Christus die Wahrheit ist. Es ist nur eine andere Sache, Alte Testament, denn das waren noch Juden, denn es war noch nicht der neue Bund, ne? Der war ja noch nicht komplett vollbracht, weil der Heilige Geist war noch nicht ausgegossen. Die konnten sogar ihr Heil, also mit anderen Worten, die konnten sogar abfallen vom Glauben. Ohne dass der Heilige Geist heißt, die konnten noch abfallen. Und der Jesus Christus hat sogar für die gebetet. Es war noch nicht der Heilige Geist da, damit man befestigt ist, versiegelt nennt man das, damit es keiner mehr brechen kann. Die konnten noch abfallen. Deswegen sind im Alten Testament viele sogar abgefallen. Die hatten teilweise den Heiligen Geist und dann ist der Heilige Geist wieder weggegangen. Abfallung war das. Ne? Okay. Die sind dann abgefallen. Das geht heute im Neuen Testament nicht mehr. Nur wenn du teilhaftig des Heiligen Geistes bist. Das bedeutet, du schmeckst ihn, aber bist noch nicht versiegelt. Du bist nur wie bei der Eiche. Du bist vor der Eiche, aber nicht in der Eiche. Wenn die Sintflut kommt, bist du tot, wenn du vor der Eiche bist. Nur in der Eiche bist du gerettet. Du musst das verstehen. Okay, versuch doch bitte, mir Antworten zu geben, sie einmal zusammenzufassen, weil wenn du die Inhalte fünfmal wiederholst, das zieht sich in die Länge. Ich habe dich übrigens nach einer spezifischen Sache gefragt. Ich habe dich gefragt, wussten die Jünger also eine Nacht davor erst, was geschehen muss, also der Kreuztod von diesem Erlösungswerk. Über 3 Jahre unterrichtete Jesus sie bezüglich der Wahrheit. Er ist die Wahrheit, er ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Jetzt habe ich ja eine ganz simple Frage gestellt. Wieso wartet Jesu ganze 3 Jahre? Hallo, bitte. Ich möchte doch ganz kurz die Frage stellen. Also wieso unterrichtet Jesus sie nicht von Anfang an, dass er für ihre Sünden sterben muss, weswegen dann auch eine Das bringt nichts, Leute. Tut mir leid. Pablos, ich muss raus. Der stellt jetzt stundenlang die Frage. Wo er die Antwort bekommen hat und der Antwort immer wieder. Er versteht nicht, dass man abfallen kann, aber in einem Testament, ne, weil der Heilige Geist noch nicht ausgegossen worden versiegelt war. Das will ich nicht verstehen. Hast du den jetzt rausgeworfen, Bruder? Ja, weil er die ganze Zeit, Bruder Reza. Das macht er auch bei den anderen Streams. Kommen wir gar nicht weiter. Das ist wirklich, ehrlich, das ist Zeitverschwendung, Bruder. Ja, gut, das macht er. Wenn er Fragen stellt und die Fragen kompliziert sind, dann darf man jemanden ähnlich rausschmeißen. Ne? Man muss aber ich sag dir, Bruder, Bruder Reza, es bringt nichts, weil das macht er wirklich Stream zu Stream. Und ja, wahrscheinlich beantworten die Geschwister ihm nicht das so befriedigen. Wenn das sein wirklicher Wunsch ist, die Wahrheit zu erfahren, müssen wir 10 Stunden dem Antwort stehen. So wie Apostel Petrus das sagt. Seid jederzeit Rechenschaft schuldig jedem Mann, der euch nach der Hoffnung in euch fragt. Jederzeit. Wenn man merkt, okay, man sagt ihm zum Beispiel, ich habe eine Frage, wie wird bei euch errettet im Christentum? Ja, durch den Kreuzeslos, den Jesus Christus annehmen für dich, bist du errettet. Und er sagt, okay, und wie wird man jetzt errettet im Christentum? Ja, habe ich dir doch gerade gesagt. Aber Bruder Risa, dann habe ich eine Frage an dich. Ja, okay, und wie wird man jetzt gerettet mit Jesus? Verstehst du, dann weißt du, okay, das ist ein bekloppter Typ. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Jetzt musst du aber mir zustimmen. Stell dir mal vor, ich gehe wirklich Stream zu Stream, mach das Jahr für Jahr, nicht Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und das macht er.
Ja, dann frage ich mich, ob ich hier es mit einem Geistesgestörten in der Psychiatrie zu tun habe. Ja, aber der macht das ja wirklich. Solange der macht das bei jedem Tweet. Nein, solange er Dinge befragt, die nach Dingen fragt, die er noch nicht versteht, wir wissen ja nicht, was in seinem Herzen ist. Wenn er die Dinge versteht und er möchte einfach Leute Falle stellen, das ist was anderes. Das will er ja, das ist es ja. Das aber ich habe das Gefühl noch nicht. Ich habe das Gefühl noch nicht, dass er Falle, ich habe das Gefühl, dass er wirklich diese Dinge verstehen will, weil er sieht diese vermeintlichen Widersprüche. Oder wenn du mit ihm reden willst, du kannst gerne mit ihm reden, aber... Okay. Ich halte mich da raus. Also ich weiß ja, ne, was dabei rauskommt. Wenn du willst, du kannst gerne mit ihm reden. Ja, seine Fragen sind kompliziert. Seine Fragen sind kompliziert. Ich gebe es ja zu. Der muss das eben beantwortet bekommen. Ich verstehe sogar seine Intention dahinter. Ich verstehe das. Ich kenne, also seine Frage ist eigentlich ganz leicht. Verschlüsselt es gerne, aber ich verstehe wirklich seine Fragen. Das tatsächlich. Ich weiß, worauf er hinausgehen möchte. Das verstehe ich. Ja, das sind diese vermeintlichen Widersprüche. Das ist seine Frage. Ja, wahrscheinlich, weil er das nicht beantwortet bekommt, so wie er das haben möchte. Das ist ja was anderes. Man muss versuchen, eben so lange wie möglich eben nach seiner Befriedigung die Fragen zu beantworten. Das ist unsere Pflicht. Ja, okay. Ja. Also denk nach. Entschuldigung für den Rauswurf. Erzähl bitte. So, nochmal, also hast du es verstanden, denk nach, warum Apostel Petrus vom Satan benutzt werden konnte, weil der Herr Jesus eben noch nicht ans Kreuz gegangen ist, der ist noch nicht auferstanden, der Heilige Geist war noch nicht auf der Erde, somit war jeder Jünger in dieser Zeitepoche in Gefahr abzufallen, so wie der Bruder Paulus dir das erklärt hat, und vom Satan eben benutzt zu werden. Siehe Judas, der Satan hat ihn ja benutzt, der ist ja in Judas reingefahren und hat dann eben den Verrat ermöglicht. Aber nach der Apostelgeschichte 2, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, nach der Wiedergeburt, als Apostel Petrus wiedergeboren wurde, dann war er gefestigt durch die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Und deswegen konnte der Satan ab dem Zeitpunkt ihn nicht mehr für seine Machenschaften benutzen. Hast du das verstanden? Denk nach. Also, bevor ich die antworte, ich möchte kurz etwas sagen. Ja. Ich habe hier einige Jahre mich mit Leuten ausgetauscht. Und ich habe für mich erkannt, als ich hier die ersten Fragen gestellt habe bezüglich dem Heiligen Geist, ob man das dann, ne, du kennst die Frage, habe ich für mich erkannt, okay, wenn ich dir Fragen stelle, ich merke, dass du kurz darüber nachdenkst und dir erstmal sicher bist, okay, habe ich seine Frage überhaupt verstanden? Wenn ich aber anderen Menschen die Frage stelle oder irgendeine Frage stelle, sie springen einfach drauf los, sie erzählen mir etwas und es ist genauso, wenn ich sage, lieber Reza, wo ist der Bahnhof? Und du sagst mir, der Dönerladen ist dort um die Ecke. Das mag ja sein, aber ich hab keinen Hunger nach einem Döner, ich habe Hunger nach dem Zug, ich will den Zug erreichen. Und ich will nichts gegen Unbeschützt sagen, aber ich werde für mich, für die Zukunft, das einfach so machen, wenn du die Zeit hast, du bist herzlich eingeladen, wir können uns gemeinsam in meinem Stream austauschen, ich möchte nicht in euren Stream kommen und ständig als ein Teufel an die Wand gemalt werden, warum meine Fragen in den Ohren vieler Menschen einfach komplex sind, philosophisch sind. Ich bin kein Philosoph, ich glaube, ich bediene mich an einer präzisen, klaren Sprache. Wenn ich aber Schlussfolgerungen wiedergebe, weil die Antwort, die ich bekommen habe, eben die ist, die das zulässt, dann hat das nichts mit Philosophie zu tun, das ist reine Logik, reine Argumentationslehre. Und lieber Paulus, du bist ja vielleicht ein bisschen jünger als Reza und ich, wahrscheinlich ist das der Grund, warum ich ihn besser verstehe, warum er mich vielleicht besser versteht, wenn ich meine Fragen stelle. Und Reza, mein Neffe ist gleich da, ich werde mit ihm gleich das Gebet verrichten, das heißt, wenn er da ist, gehe ich auf Stumm, dann werde ich wieder zurückkommen und ich möchte ganz kurz einfach, dass wenn du mir etwas sagst, ich werde dich immer fragen, okay, habe ich das so und so verstanden, dass du dir auch sicher bist, du wurdest von mir verstanden, nur so kann eine Unterhaltung ja fruchten, stimmst du mir zu? Ja, ich verstehe dich schon, man muss schon geduldig die Fragen beantworten. Nur eine Sache, warum der Bruder dich rausgeschmissen hat, das ist ja eben diese Problematik, was wir haben. Wir wissen, dass ein Mensch eben von Satan geleitet werden kann. Und dieser Mensch kann Zerstörung anbringen, auch in diesem Chat, dass da zum Beispiel unbefestigte Geschwister sein können, die eben durch solche Sachen, was du da tust, eventuell auf eine falsche Bahn geraten. Und da muss eben der Bruder hingehen und dich auscutten, wenn er das Gefühl hat, du hast eigentlich die Fragen beantwortet bekommen, aber du willst das nicht, du bist hier nur, um zu zerstören. Und dann hat er sogar die Pflicht, dich zu cutten. Aber das war nach meinem Gutdünken nicht der Fall bei dir, weil ich habe gemerkt,
Du möchtest wirklich die Fragen beantworten, weil du das nicht verstehst. Nicht, weil du das verstehst und du möchtest trotzdem Schaden anrichten hier bei den Geschwistern. Das Gefühl hatte ich nicht bei dir. Das ist ein wichtiger Punkt und ich danke dir, dass du nochmal drauf eingegangen bist. Es schauen uns über 230 Leute zu. Für mich persönlich, diese Unterhaltungen, die auch tief theologisch sind, das Allerbeste ist, diese Unterhaltungen finden in einem geschlossenen Kreis statt. Zum Beispiel die Menschen, die mit der Thematik vertraut sind. Alle anderen Menschen, die vielleicht einfach nur zu Gott wollen und durch diese Unterhaltung dann total durcheinander sind, weil es für sie sehr komplex und kompliziert wirkt, das ist nicht gut. Da bin ich zu 100% auf deiner Seite. Gilt auch logischerweise für die Streams, die geführt werden von Muslimen, wo dann Themen thematisiert werden, wo man einfach erkennt, diese Menschen haben sich selber nicht mit der Thematik beschäftigt, weil wenn sie es getan hätten, dann würden sie in einen privaten Raum reingehen. Genauso die Christen, die untereinander streiten. Ich höre da manchmal zu, ich sage dir ganz ehrlich, es ist sehr, sehr schwer, diesen Menschen zu folgen. Ja. Ja, ich verstehe das. Also die Unterhaltung zwischen dir und mir, mir persönlich, es ist mir noch nicht mal lieb, und ich finde das gut, was du gesagt hast, dass das öffentlich stattfindet, weil es kann sein, dass einer, der vielleicht wirklich zu Gott kommen wollte, denkt, okay, diese Fragen von Denk nach, die verwirren mich, die Antworten von Reza, der andere sagt, das hat mich jetzt noch mehr verwirrt. Und dann sind du und ich aufgrund dieser Unterhaltung Menschen geworden, die diese Menschen vielleicht völlig von Gott ferngehalten haben. Ja, ja. Ja, das ist eben ein Hirtendienst, was er jetzt, der Bruder, du bist ja in seinem Stream. Er hat ja auch die Verantwortung gegenüber dem Herrn Jesus, seine Schafe nicht durcheinander bringen zu lassen. Ne? Und deswegen muss er immer jonglieren. Wie weit lasse ich den einen zu? Weil wir können ja nicht in dein Herz schauen. Wir wissen ja nicht, ob du wirklich diese Fragen ja auch wirklich beantwortet haben möchtest oder ob du hier bist, obwohl du die Antworten kennst und du möchtest einfach verwirren. Das ist das Problem, damit du verstehst, warum der Bruder zum Beispiel ab einer gewissen Grenze dich rausgekickt hat. Weil ab einer gewissen Grenze ist nur noch Zerstörung da. Und deswegen, aber ich war eben anderer Meinung, weil ich gedacht habe, du möchtest wirklich die Sachen wissen. Deswegen ist das so schwierig, weil man nicht in das Herz des Menschen schauen kann, aus welcher Intention er agiert. Aber Reza, du sagst zum Beispiel sehr, sehr oft, und man sieht ja, dass du da sehr bescheiden und rücksichtsvoll bist und sagst, hey, was das Herz des Menschen anbetrifft, ich habe nicht den Zugang zu seinem Herzen, deswegen bin ich da sehr, sehr zurückhaltend. Aber ich sage dir etwas, jedes Mal, wenn ich zu einer Unterhaltung kam, und ich gesagt habe, okay, dann versuche ich es noch einmal, ich formuliere die Frage etwas einfacher. Dann hieß es, warum stellst du dich über uns? Wieso gibst du uns das Gefühl, dass wir dumm sind? Das will ich ja gar nicht, aber ich stelle einfache Fragen, die noch nicht mal aufgenommen werden, aber dennoch versucht man sich diesen Fragen zu widmen. Das ergibt keinen Sinn, ihr macht den Fehler, nicht ich mache den Fehler. Die andere Sache ist die, sobald dann die Person vor den Zuschauern das Gefühl hatte, sie steht blöd da, dann wurde ich attackiert, ich sei der Böse, ich sei unrein in meiner Absicht, ich hätte ein böses Herz. Du kennst doch gar nicht mein Inneres. Stell dir vor, irgendein Christ kommt in ein Gespräch mit einem Muslim und der Muslim, er muss einfach ehrlich sein, aber er ist nicht ehrlich, er sagt nicht, lieber Thomas, lieber Philipp, was auch immer, das weiß ich nicht, dann musst du zu einem anderen Muslim gehen. Weil er sich aber zu hochmütig ist, sich einzugestehen, er weiß das nicht, versucht er krampfhaft irgendwelche Antworten zu geben und dann bist du gezwungen als Reza, als Army, als Elia oder wer auch immer oder hier Danny, gezwungen ihn runterzukicken und dann heißt es, du hast ihn gekickt. Aber was sollst du denn machen? Du brauchst doch einen Gesprächspartner, der in der Lage ist, wenigstens dein Deutsch zu verstehen. Stimmst du mir dazu? Ja. Also wenn ich kann ich meine Meinung einmal dazu kurz geben, denk nach, bitte, bitte. Was ich sagen wollte, ich habe jede Frage von dir verstanden, nur du bist öfters auch mein Stream gewesen, ich habe auch öfters mit dir geredet, es ist nur so, laut meiner Meinung weiß ich, also ich kenne dein Herz sowieso nicht, das weiß ja nur Gott, aber laut meiner Meinung, ich gebe dir die Antwort dreimal, viermal, fünfmal. Ich gebe sie dir immer wieder, versuche es auch anders zu erklären. Ich bin auch einer, ich sage dann auch manchmal auch bei anderen, nicht nur bei dir, sage ich dann auch, Bruder Reza, kannst du das erklären? Vielleicht habe ich ein bisschen schlechter erklärt. Ne? Vielleicht kann eine andere Erklärung besser sein. Aber ich habe gemerkt, du bist so einer, egal wie oft man dir die Antwort gibt, ich hab das Gefühl, dich interessiert gar nicht die Antwort. Mein Gefühl ist wirklich, du willst Verwirrung stiften. Pablos. Schau, ich gebe dir ein Beispiel, woran du erkennen kannst, ob ich ehrlich war. Ich bin zu Flawless gegangen. Ich bin zu Marcel gegangen. Ich bin zu so vielen gegangen, die gesagt haben, sie sind schon seit so vielen Jahren fest im Glauben, sie haben den Heiligen Geist und. Ich habe ihnen immer wieder diese Frage sehr, sehr verständlich gegeben.
Brauche ich als ein Nichtchrist den Heiligen Geist vorher schon, damit ich die Bibel als das Wort Gottes erkennen kann, nicht anerkennen, erkennen kann? Sie haben gesagt, ja, ich muss den Heiligen Geist bereits verinnerlicht haben, damit ich erkennen kann und logischerweise dann anerkennen kann, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Ich habe diese Frage Resa gestellt. Er hat sich einmal angehört, dann hat er mich nochmal gefragt, ich soll das nochmal verständlicher artikulieren, das habe ich auch gemacht. Dann hat er gesagt, okay, jetzt verstehe ich deine Frage. Da habe ich gemerkt, okay, er versteht überhaupt im Tiefen, im Kern meine Frage. Dann hat er mir eine Antwort gegeben, die sinngemäß lautet, korrigiere mich, Resa, wenn ich das Falsche sage, wenn du die Bibel in die Hand nimmst und ehrlich bist, also das heißt, die Voraussetzung ist, dass du sehr, sehr neutral ehrlich bist, also keine Vorurteile hast. Und nun liest du die Schrift, die Bibel, jetzt wirkt der Heilige Geist in dir und nun erkennst du, dass es das Wort Gottes ist und logischerweise, wenn du das dann möchtest, dann anerkennst du das auch. Mit dieser Antwort kann jeder Mensch arbeiten, weil das für mich absolut schlüssig ist. Ich bin 2 Tage danach zu denselben Menschen gegangen und habe gesagt, ich habe diese Antwort bekommen und ich kann diese Antwort nirgendwo attackieren, kritisieren. Sie ist für mich absolut schlüssig. Dann wurde gesagt, wer? Resa? Das ist ein hier Sektenanhänger, bla bla bla. Dann habe ich gesagt, okay, wie ist es möglich, dass ein Sektenanhänger mir eine Antwort gibt, die so schlüssig ist, aber ihr habt den Heiligen Geist, ihr gehört der katholisch-orthodoxen, was auch immer, für eine Theologie, Konfession an, aber ihr gebt mir eine Antwort, das ist wie wenn ich einem Menschen einen Vertrag auf den Tisch lege und sage, unterzeichne den Vertrag. Bevor du ihn liest, sollst du ihn unterzeichnen. Nein, du liest den Vertrag durch, du hast Fragen, du bist ehrlich und wenn du dann dem zustimmst, dann unterzeichnest du. Das heißt, dann tust du ja auch anerkennen, dann erkennst du an, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Aber du musst doch vorher eine Möglichkeit haben, du musst eine Natur haben, dass du erkennen kannst, ob es das Wort Gottes ist. Und wenn du hier den Heiligen Geist brauchst, während du das Buch liest, macht diese Antwort für mich Sinn. Das heißt, Resa hat mich nicht verurteilt als einen bösen Menschen, einen Dämon. Diese anderen, die keine Antwort hatten, die haben das getan, weil sie sich geschämt haben vor dem Publikum, sich einzugestehen, dass sie keine zufriedenstellende Antwort haben, Paulus. Bitteschön. Ja, Bruder, du hast recht. Also, man braucht den Heiligen Geist, um die Schrift zu verstehen. Und der eine, wenn einer da mehr Fragen hat, wortwörtlich sogar wirklich mehr Fragen hat, dann muss er natürlich dann eine. Er könnte 2 Optionen. Der könnte ja wirklich so auf die Suche gehen, die Schrift lesen und dann quasi wie teilhaftig des Heiligen Geistes werden. Oder der fragt einen, der den Heiligen Geist hat und fragt ihn, jede Frage, die er hat, wo er denkt, das ist ein Widerspruch, das vielleicht nicht und so weiter. Und da wird der Bruder dann auch Antwort stehen. Und wenn es dann eine zufriedenstellende Antwort für diese Person ist und schlüssig ist, klar, dann hat er Einsicht bekommen, also Weisheit bekommen. Na, und diese Weisheit hätte man nur bekommen, wenn man eigentlich diesen Heiligen Geist hat. Und so hat er die Antwort bekommen, durch eigentlich einen Heiligen Geist. Und so kann er dann auch zum Glauben kommen, indem er dann jetzt merkt, okay, jetzt kann ich doch den Herrn Jesus annehmen. Es ergibt alles einen Sinn. Aber Pablos, ich habe dir diese Frage auch gestellt und du hattest mir dieselbe Antwort gegeben wie alle anderen. Ich habe dir versucht zu erklären, dass ich diese Antwort, dass es für mich nicht schlüssig ist. Als ich die Antwort von Resa bekommen habe, war ich überrascht und dachte mir so, okay, das ist zum ersten Mal die Antwort, die absolut schlüssig ist. Du nimmst eine Quelle in die Hand. Du hast die nötigen Deutschkenntnisse. Sagen wir, und ich habe zu Resa gesagt, stell dir vor, da ist ein Germanistikstudent, einer der besten Studenten. Das heißt, keiner kann sagen, du hast nicht die nötigen Deutschkenntnisse. Doch, doch, die hat er. Jetzt ist er aufrichtig, nimmt sich die Bibel zur Hand und während er die Bibel liest, wirkt der Heilige Geist auf ihn und nun erkennt er, versteht er, dass es das Wort Gottes ist und jetzt entscheidet er. Das heißt, jetzt kommt die Anerkennung. Will ich oder will ich nicht? Das war seine Antwort. Aber die anderen und Paulus, das warst auch du, ihr habt mir noch nicht mal zugehört. Am Ende habt ihr mich runtergekickt und gesagt, ich bin der Böse. Ich kann mich schon immer mehr so erinnern, ich habe aber ein paar Gespräche mit dir geführt, aber ich finde es schön, wenn du die Antwort durch einen anderen dann schlüssiger gefunden hast, finde ich super. Weil für Fakt ist und wichtig ist,
dass du das Wort verstehst und eines Tages zum Herrn Jesus kommst. Das ist für mich wichtig, denn ich rühme mich nicht laut meine Person, denn wir sollen uns rühmen an der Person, die am Kreuz gegangen ist, der Herr Jesus Christus. Hast du die Antwort durch einen anderen Bruder in Glaube bekommen? Und ich weiß, das ist ein Bruder in Glaube in gesunde Lehre, nicht ungesunde Lehre. Finde ich das super. Ich finde das schön, ich freue mich. Pavlos, wenn ich diese Antwort, die ich von Reza erhalten habe, dieses Verständnis, einem anderen Christen als ein Muslim wiedergeben würde, würde ich ja wieder als ein manipulativer, böser Muslim dastehen. Aber Moment mal ganz kurz. Es ist doch die eine und dieselbe Antwort, die ich auch von Reza bekommen habe. Wenn ich also manipulativ bin, weil ich diese Antwort mit anderen Christen teile auf diese gestellte Frage, dann heißt das, dass auch Reza manipulativ sei. Ich habe das Gefühl, sobald jemand dem anderen etwas überlegen ist an Rhetorik, an Logik, an Argumentationslehre, heißt es, man zieht die Karte, Achtung, der Philosophie. Der andere wird sofort als ein Philosoph dargestellt. Schau mal, logisch denken, Schlüsse zusammenziehen, das hat mit Philosophie nichts zu tun. Dass das auch in der Philosophie so stattfindet, unter anderem, ja, aber was ist hier eigentlich draus geworden? Jeder zweite Christ-Muslim, der überführt ist, sagt, oh, du philosophierst. Für mich ist das nichts anderes als die Person, die das dem anderen vorwirft, hat kapituliert, Pavlos. Nee, das kannst du nicht auf mich beziehen. Aufgrund dessen, weil ich deine Frage verstehe, deine Frage öfters beantworte und laut meiner Meinung, das ist meine Meinung, sehe und durch die Erfahrungen, die ich mit dir gesammelt habe, dass du Verwirrung stiften möchtest und gar nicht das Wort Gottes eigentlich annehmen möchtest. Das ist meine Meinung. Das ist schon, das habe ich irgendwann dann rausgefunden in meinem Stream, wo ich dann gemerkt habe, ich antworte ihn tausendmal immer. Ich gebe ihm die Antwort so, ich gebe ihm die Antwort so, die andere Antwort so. Bruder Reza war sogar an diesem Tag dabei, hat dir die Antwort auch gegeben. Es war da auch egal. Wir haben dann auch zum Islam dann auch noch gewechselt, da auch die Fragen gestellt. Und dann hast du einfach philosophiert. Du hast gar nicht mehr auf meine Fragen sogar geantwortet. Da habe ich gemerkt, alles klar. Der will gar nicht die Antwort wissen. Er will einfach nur Verwirrung stiften. Und so würde ich dich dann auch dann nach 1000 Antworten dann irgendwann auch rausschmeißen. Laut meiner Meinung willst du Unheil stiften. Also mit anderen Worten Verwirrung stiften. Ich verstehe jede Einzelfrage von dir. Du verstehst nur meine Antwort in dem Fall dann nicht. Das ist meine Meinung. Aber ich finde es trotzdem schön, wenn du vom Bruder Reza die Antwort hörst und dann doch irgendwann verstehst. Und das finde ich super. Das ist perfekt. Weil für mich ist wichtig, jeder soll zum Herrn Jesus Christus kommen. Nicht, es ist wichtig, nur wenn Pavlos erklärt und nur Pavlos Erklärung ist die richtige Erklärung. Nein. Hauptsache, der Heilige Geist hat geantwortet, Bruder Reza hat dann andere Wortwahl benutzt mit derselben Message, aber konnte die Leute besser erreichen. Perfekt. Danke, besser geht's doch gar nicht. Dafür sind wir doch da. Wir sind alle Werkzeuge des Herrn. Danke, Pavlos. Und genau so ist es. Schönen guten Mittag an alle. Denk nach, ich habe dir schon mal ein paar Takte gesagt, ja, auch wenn die total unfreundlich sind. Das Einzige, was du willst und kannst, ist sticheln, heucheln, Unfrieden stiften und das war's. Du willst gar nichts von Gott oder Jesus erfahren. Du willst einfach nur als der Stärkere, Besserwissende dastehen. Du bist nichts anderes wie ein Klugscheißer und Philosoph. Was anderes bist du nicht. Sorry. Ja, Sekunde. Wir waren jetzt in einem Gespräch. Das bringt jetzt nicht, wenn man jetzt den Denkt nach, da jetzt auf diese Art und Weise begegnet. Das ist ja nicht im Sinne des Herrn. Tut mir leid, aber was anderes kann ich zu dem nicht sagen. Da muss man ihn beantworten. Wenn er das versteht und man hat das Gefühl, er hat das verstanden, es gefällt ihm aber nicht, die Antwort, er möchte immer weiter sticheln, dann ist unsere Aufgabe erledigt. Was dann anderes macht er in der Regel nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass er diese Dinge wirklich in der Tiefe nicht beantwortet bekommt von den Geschwistern. Das ist mein Problem, was ich hier habe. Und deswegen habe ich das Gefühl, denke ich, dass wir noch in Schuld sind, in der Verantwortung, ihm auf alle seine Fragen zu antworten, bis er das versteht. Weil ich glaube nicht, dass sein Herz insofern verhärtet ist, er will noch verstehen. Und solange müssen wir nach 1. Petrus 3 jederzeit, alle Zeit, sagt der Apostel Petrus, Menschen Rechenschaft ablegen, die Hoffnung in uns eben erfragen wollen. Reza, ich gebe dir ja recht, aber bei so einer Person wie Denk nach, irgendwann ist die Geduld echt erschöpft. Ja gut, dann musst du, wenn du die Erfahrung gemacht hast mit dem Denk nach, dann musst du dich zurückziehen, dann hat sich da erledigt. Ne? Dann weißt du für dich selber, okay, das bringt nichts mehr, ich habe ihm auch schon geantwortet oder so, dann bringt nichts, okay, dann ziehst du dich zurück. So wie der Bruder Pavlos zum Beispiel jetzt, wenn er das Gefühl hat, der hat die Fragen von ihm beantwortet und das bringt nichts, dann muss Pavlos, so wie ich das manchmal mache. Ich rede mit Menschen und ich sehe, okay,
der ist wirklich total zugeschlossen in seinem Geist und in seinem Herz. Das heißt, der fragt eine Sache A, ich antworte auf die Frage A, dann kommt er nach 3 Stunden wieder mit der Frage A. Dann weiß ich, ah, okay, der hat die Frage A gar nicht verstanden, der hat nur so getan. Und so ein Schießt mich auch zurück. Jetzt habe ich auch Rieser ja zugewiesen, ne? Und habe ja auch gesagt, gut, ich werde mich jetzt schon, wenn der Bruder Reza noch Geduld und Zeit hat, soll er darauf antworten. Deshalb habe ich mich ja schon, nur auf Bruder Reza willen, habe ich jetzt nochmal auf Petro geantwortet. Pavlos, schau mal, diese Regel gilt, denke ich, für alle Menschen. Es kann nicht sein, dass zum Beispiel ein Christ nach oben kommt und dann ist da eine Horde Muslime oben und der Christ hat, sagen wir, Fragen. Es ist völlig egal, ob er die Fragen stellt oder nicht stellt, es muss eine Sache klar sein. Wer antwortet ihm? Logischerweise muss derjenige von allen anderen auserwählt werden, der am meisten weiß und der auch am besten weiß, das verständlich wiederzugeben. Das bedeutet, der Christ muss einen einzigen Ansprechpartner haben. Ich sehe Christen, die kommen nach oben, die stellen Fragen, die werden von den Muslimen dann attackiert. Er stellt eine Frage zum Koran, er bekommt 100 Fragen zur Bibel. Der Arme, der dachte sich auch so, ich wollte eigentlich was über Islam lernen, die attackieren mich, wenn ich doch etwas über die Bibel lernen möchte, gehe ich zu Reza, zu Pavlos oder zu anderen Christen. Okay, das Gleiche, ich gehe zum Beispiel nach oben, ich stelle 1-2 Fragen, wenn die Person merkt, okay, ich habe diese Frage noch nie gehört, ich habe einfach Angst, etwas Falsches zu sagen über Jesus oder sonst was, dann sei doch bitte ehrlich, jetzt nicht du im Allgemeinen, sag einfach, das weiß ich nicht. Oder sag, pass auf, in 1-2 Stunden kommt Reza online oder wie auch immer, schreib mir die Frage privat, ich leite das weiter. Wenn er die Zeit hat und wenn er das Wissen hat, dann könnt ihr gerne ins Gespräch gehen. Diese Bescheidenheit, diese Ehrlichkeit zu haben, das muss sein. Ich habe vor 1100 Leuten in einem Stream von Ben Fresh und was auch immer, ich habe mein Bestes gegeben. Dann wurde mir eine Frage gestellt bezüglich einer Sache, bezüglich einem Hadith. Davon habe ich noch nie was gehört. Da muss ich aber genauso ehrlich sein und sagen, das weiß ich nicht, schick mir das bitte im Privaten. Ich nehme mir das an und gebe das weiter. Und wenn ich die Antwort bekommen habe, dann ist es meine Pflicht, zurückzukehren und dir die Antwort zu geben. Dann hieß es, warum weißt du das nicht? Ganz einfach, weil ich nicht Gott bin. Mein Wissen ist begrenzt. Also wenn die Leute nach oben kommen, ob Muslim, Christ, und einen auf, zwar in geheim, aber einen auf allwissend machen, dann nehme ich nichts von einem Muslim an und ich nehme auch nichts von einem Christen an. Ich schätze es aber sehr, wenn ein Christ sagt, auch wenn es Reza oder egal wer ist, der etwas erfahren ist und sagt, schau mal, diesbezüglich bin ich gerade, ich habe nicht die Antwort. Du wirst von mir, wenn du mich bezüglich Islam was fragst, sehr, sehr oft hören, das weiß ich nicht. Das ist ehrlich. Und ich wünsche mir diese Ehrlichkeit auch von anderen Christen oder auch von anderen Muslimen. Mein Neffe ist da, Reza. Wir verrichten unser Gebet. Ich schließe mich eurem Gespräch dann gleich an. In Ordnung? Ja, okay, kein Problem. Komm wieder, wenn du aber, dass man bei dir eben ganz oft ja nicht die Antwort kriegt, ich weiß es nicht, sondern irgendeine Gegenfrage und umschweifen und philosophieren und dann irgendwie auf die Bibel zu sprechen kommt. Tja. Ja gut, wenn du das Gefühl hast, dann kann es sein. Ne? Für den Subjektiv kann sein, dass der denkt nach eben schon verhärtet ist und er eigentlich die Fragen, also die Antworten gar nicht mehr haben will. Also er will nur mit den Fragen Verwirrung stiften, so wie der Bruder Pavlos gesagt hat. Wenn das für dich subjektiv so ist, ja gut, dann zieh dich zurück. Dann musst du dich mit dem Denk nach nicht mehr so befassen. Das mache ich auch. Wenn ich sehe, dass jemand eben verhärtet ist, dann ziehe ich mich zurück. Dann rede ich auch nicht mehr mit ihm. Da kann er 1000 Mal Fragen stellen. Ja, dann sage ich, nein, zum Beispiel mein Bruder, schmeiß ihn raus. Der hat schon 1000 Mal dieselbe Frage gestellt, 1000 Mal hat man ihm geantwortet. Es bringt nichts mehr, das ist nur noch hier Zeitverschwendung bzw. Verwirrung für die Leute, die die Wahrheit suchen im Chat. Und da muss man an andere Leute denken. Ich meine, die sind an diesenjenigen. Aber bei Denk nach hatte ich nicht das Gefühl, deswegen antworte ich so gut ich kann auf alle seine Fragen. Und die sind auch wirklich gut, also die haben Tiefgang. Man muss auch wissen, wie man ihm antworten kann, so wie er das haben möchte. Ne? Nicht wie es uns gefällt, sondern man muss schauen, was ist das für ein Mensch? Was will er bewirken? Was ist seine Intention? Es ist schwierig, die Intention eines Menschen in seinem Herzen so zu erkennen auf Anhieb, aber man kann das ein bisschen erhaschen. Und dann kann man hingehen und die Antwort genau passend zu seiner Intention formulieren, sodass nicht nur die Frage beantwortet wird, sondern auch seine Intention in dem Moment auch von uns aufgegriffen wird. Ja, Reza, ich gebe dir voll und ganz recht. Der Denk nach ist wahnsinnig belesen, wissend und so weiter. Ich habe es wirklich
noch nie erlebten, wenn man sich so die Kommentare hier im Chat anschaut. Ja. Es ist definitiv so, es soll einfach nur ihm dienen, die anderen bloßzustellen. Was anderes ist es nicht. Okay, dann weißt du für dich subjektiv, okay, na, es hat keinen Sinn, dann ziehst du dich zurück und dann redest du auch nicht mehr mit ihm. Ne? So, dann mache ich das auch. Wenn ich das Gefühl habe, mit demjenigen geht's nicht, dann ziehe ich mich zurück, ich rede auch nicht mehr mit ihm. Aber solange, wie ich das Gefühl habe, dass er das wirklich verstehen möchte, dann sind wir nach 1. Petrus 3, Vers 15 alle Zeit Rechenschaft schuldig vor allen Menschen. So ist das leider. Was ist leider? Es ist gut, vielleicht können wir den Mann gewinnen für den Herrn. Na, wenn er das wirklich verstehen will, dann muss man antworten. Wenn man keine Antwort hat, dann sagt man, ich kann das nicht antworten. So wie der das gerade gesagt hat. Hast du keine Antwort, zieh dich zurück. Hast du eine Antwort, dann antworte, aber, ne, aber beleidige nicht. Auch wenn jetzt die Geschwister im Chat sagen, ja, dass der denkt nach, hier mein Bruder A mir beleidigt und bedroht hat. Ja, das gehört dazu. Der Herr Jesus hat gesagt, ihr werdet gehasst werden, die Menschen werden euch verfolgen, beleidigen um des Namens willen. Das müssen wir ertragen. Der Apostel Paulus, was war denn vorher? Der hat nicht nur die Christen beleidigt, der wollte die kalt machen. Also er ist ein bisschen schlimmer als der Kollege denkt nach, der Apostel Paulus, als er Saulus hieß und die Gemeinde Gottes verfolgt hat, die Christen. Und der Herr hat Gnade mit ihm gehabt. So müssen wir immer schauen, dass wir auch mit den Menschen Gnade haben und so wie der Herr Jesus auch mit uns Gnade hatte, als wir noch Feinde waren ihm, als wir noch in der Welt waren. Deswegen Geduld und Fragen beantworten. So gut es in unserer Macht steht. Ja, ja, dass der Bruder Amir halt von ihm beleidigt und bedroht wird, das ist so. Da musste Amir dem denkt nach, das verzeihen. So einfach ist das, so wie der Herr Jesus uns das beigebracht hat. Der Denk nach darf Amir beleidigen und bedrohen, weil der Herr Jesus es vorausgesagt hat. Ihr werdet gehasst werden, verachtet werden, getötet werden, geschlagen werden, um meines Namens willen. Das wissen wir. Wir haben uns darauf eingelassen, als wir zum Herrn Jesus kamen. Wir wussten es. Jetzt können wir uns nicht beschweren. Oh, ja, okay, ich habe das nicht berechnet, als ich zu dir kam. Was es mich kosten würde, deine Nachfolge. Nein, so können wir nicht vorgehen. Berechne die Kosten vorher und dann komm rein. Und mach den Vertrag. Wenn du aber reingekommen bist, dann musst du auch bereit sein zu zahlen. Und nicht auf einmal, wenn es dir nicht gefällt, oh nee, ich möchte den Vertrag nicht. Nein, geht nicht, du bist gebunden in den Vertrag. Also muss man uns benehmen. Auch ein Amir hat eben dementsprechend, wenn er beleidigt wird, für den anderen zu beten, ihn zu segnen und ihm zu vergeben. Das sind wir Christen. Das unterscheidet uns von den Menschen da draußen. Das sagt der Herr Jesus ja auch, ihr sollt ja Licht und Salz sein für die Welt, damit die Menschen sehen, dass sie zu mir gehört. Daran kann man ja uns erkennen vor der Welt. Wenn wir aber genauso handeln wie die Menschen da draußen, wo sind wir denn Salz und Licht? Da sind wir ja überhaupt, wie sollen wir denn vor den Menschen Salz und Licht sein, die Nachfolger des Herrn Jesus Christus sein? Ein Licht für die Menschen. Wenn wir uns genauso verhalten wie die anderen. Ah, okay, der hat mich beleidigt, ich beleidige den auch zurück. Der hat mich bedroht, ich bedrohe den auch zurück. Nein, ich sage aber auch nicht, dass wir jetzt nicht fleischlich werden dürfen. Natürlich sind wir im Fleisch. Mit uns kann auch unsere Nerven durchgehen, dass wir auch mal einmal zurück beleidigen oder so. Aber da müssen wir sofort Buße tun. Es ist nicht so, dass du zurück beleidigst und denkst, ja, das ist in Ordnung so. Nein, wenn dir ein Malheur passiert ist, musst du Buße tun. Sag, Herr Jesus, ich habe dein Gebot gerade gebrochen, ich habe zurückbeleidigt, verzeih mir, steh es auf, lässt dich reinigen und versuchst es dann besser zu machen beim nächsten Mal. Aber darauf loszusündigen und das Gesetz Mose Auge um Auge, Zahn um Zahn zu vollziehen, nein, da bist du gar nicht im neuen Bund. Ja, Amen. Vollkommen richtig gesagt. Ja, ihr Lieben, also wie gesagt, ne, wir müssen immer mehr an andere denken als an uns. Ne? Wir müssen Liebe walten lassen, damit die Menschen auch sehen, dass wir wahrhaftig die Liebe Gottes auch in uns haben. Wenn wir sagen, Gott ist Liebe, aber wir strahlen seine Liebe und sein Licht nicht durch uns in die Welt hinein, dann
Wie können wir dann Gott repräsentieren? Wenn wir sagen, wir wandeln mit Gott, der Liebe ist und Licht ist, und selber sind wir Licht, Licht und Liebe. Wie wollen wir ihn repräsentieren? Das geht nicht. Also Geduld, Liebe und immer wieder die Schrift lesen, damit wir nicht fleischlich werden. Ne? Dafür ist das ja da, dass der Herr sagt, ihr müsst in mir die ganze Zeit bleiben. Das heißt also, die Schrift lesen, im Wort Gottes bleiben, in der Lese der Schrift. Sobald wir das aber vernachlässigen, ja, dann geschieht das. Jemand sagt hier im Chat, du bist ein Idiot, und dann sagt man, ja, du bist selber voll der Idiot. Ja, vorbei. Fleischlich. Sünde. Aber wenn wir die Schrift vorher studiert haben, wir haben gebetet den Tag, dann fällt es uns auch viel, viel leichter, im Geist zu wandeln und nicht im Fleisch. Sehr, sehr wichtig, ihr Lieben. Gerade weil wir auch hier in online hier den Herrn Jesus repräsentieren, wir alle, ich stelle mich ja auch genauso dazu, nicht nur ihr, ich kann nicht mit dem Finger auf euch zeigen, nein, auf mich selber. Wir alle, wir repräsentieren Gott, den Herrn Jesus Christus, vor den Menschen, und deswegen müssen wir aufpassen, wie wir ihn repräsentieren. Ne? Das ist sehr, sehr wichtig. Amen, Bruder Reis, Amen. Schöne Worte, starke Worte. Ja, danke, danke, ihr Lieben. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Genau, Amen. Ja, sehr, sehr, sehr schön, ja. Sehr wichtig. Weil Taten predigen ja auch, Bruder Reza, ne? Das habe ich auch schon mal gedacht. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Vielleicht kann man viel reden, aber die Person kann man dann nicht ziehen. Aber vielleicht durch diese Taten kann man die Person ziehen. Natürlich. Weil die dann sehen, er handelt so, weil er den Herrn Jesus hat. Ja, das stimmt. Absolut. Durch unsere Taten, wie du schon sagst, nicht durch unsere Worte, sondern wenn die Menschen sehen, dass unsere Taten unseren Worten nachfolgen und nicht einfach alles nur so Lippenbekenntnis ist, dann erst wirkt es bei den Menschen. Weil reden kann jeder. Das wissen die Menschen da draußen auch. Es gibt Großmäuler da draußen genug, die irgendwas sagen, aber sich nicht dran halten. Ja, Wasser predigen und Wein saufen, ja. Und deswegen schauen die Menschen sofort, wenn du sagst, du wandelst mit dem lebendigen Gott Jesus Christus, dann achten die sofort auf deine Taten und wollen sehen, ob du auch wirklich heilig wandelst und nicht nur heilig gesprochen bist. Ja, wir sollen uns vorbildlich verhalten, obwohl die Menschen uns nicht als Vorbild nehmen sollen, aber die kennen doch Gott nicht, die wissen doch nicht, wen die als Vorbild nehmen. Deswegen gucken die uns als erstes an, weil wir Jesus repräsentieren. Genau, wir müssen das Licht des Herrn Jesus reflektieren. Weil wir es ja in uns aufgenommen haben, müssen wir auch scheinen in der Finsternis. Was ist die Aufgabe des Mondes? Warum hat der Herr den Mond so erschaffen und die Sonne so? Die Sonne, das Licht der Welt, ist der Herr Jesus, hatte die Sonne erschaffen nach seinem Ebenbild, der uns Leben gibt durch die Photosynthese, durch das Licht, durch die Wärme. Die Sonne bringt das Leben hier in diese Welt. Der erhält das Leben hier auf der Erde. Ohne Sonne wäre alles sofort tot. Deswegen ist die Sonne das solare, männliche, das den Herrn Jesus Christus repräsentiert. Und was ist mit dem Licht des Mondes? Was ist der Mond? Der leuchtet in der Finsternis, aber es hat kein eigenes Licht, der Mond. Der Mond reflektiert nur das Licht, was es von der Sonne bekommen hat, aber es hat kein eigenes Licht. So ist das genau. So, hat Gott auch die Gestirne erschaffen, dass wir, die Braut Christi, deswegen ist das Lunare auch das weibliche Prinzip. Die Sonne ist ein männliches Prinzip. Wir als Braut Christi, die den Mond repräsentieren, die in der Finsternis das Licht des Sohnes Gottes in der Finsternis verbreiten. Amen. Ja, Amen. Da wollte ich was sagen. Gottes Segen erstmal. Ja, ich wollte, Shalom, Gottes Segen, ich wollte vorhin schon was sagen. Und zwar, ich habe es erkannt, also der Heilige Geist hat es mir auch gezeigt, dass dieser eine, wo da im Live drin war, 100% uns nur ausgefragt hat, 100% ein Räuber der Zeit war, irreführend auf das hin, was ein oder der andere sagen tut. Er hat uns sehr wohl verstanden. Unsere Brüder haben ihm auch alles sehr, sehr gut erklärt. Ja, also da kann man schon wieder mal sehen, wie der Feind sich in einige Lives einschleicht und auch so eine Menschen gebraucht, um Falschaussagen und ihre vierwandige Meinungen
und Fragen stellt, ja, da kann man es wieder sehen. Aber eins weiß ich ganz genau, dass ohne Jesus jeder verloren geht. Das einzig Wahre, was wir Christen immer wieder haben, ist unser Glaube zu dem Herrn Jesus Christus. Denn nur er allein rettet und nichts anderes. Das wollte ich auch sagen. Und dann habe ich auch zu Bruder Reza noch mal eine Frage, Bruder. Gott hat die Sonne erschaffen. Gott hat den Mond erschaffen. Gott hat die Natur, alles, was in der Natur lebt, Tiere, uns auch erschaffen. Aber das Einzige, was er nach seinem Ebenbild erschaffen hat, waren wir Menschen. Na? Und wir Menschen sind was ganz Besonderes. Und Gott liebt uns auch, also Jesus Christus hat uns auch besonders lieb. Das ist mit einer Liebe, die kann keiner verstehen, der den Heiligen Geist in Jesus nicht kennt. Ja? Die Liebe Gottes hält uns eigentlich auch am Leben. Das wissen auch viele nicht. Die Liebe Gottes hält uns Christen, also die Menschen, am Leben, auch die Nichtchristen, weil wir haben einen Gott der Liebe, einen Gott der Gnade. Er ging für uns ans Kreuz, er ging für uns in den Tod. Ja. Jesus hat den Tod besiegt, ja. Der Tod hat keine Hände, weil Jesus hat Macht über den Tod und über alles. Und die Sonne, absolut, die Sonne. Ist gar nichts im Gegensatz, im Vergleich zu Jesus Christus. So ungefähr wie die Sonne scheint und uns die Wärme und Kraft gibt, um damit vieles gedeiht. So kann man Jesus Christus erkennen, wenn man ihn als Retter annimmt. So wie die Sonne uns den Tag bringt, die Wärme, das Licht, das Leben. So viel mehr, wie viel mehr wird uns Jesus Christus geben, wie viel mehr? Und das wissen viele nicht. Ja, absolut. Die erkennen es gar nicht, in was für eine Zeit wir jetzt auch momentan leben. Wenn man sich das Ganze so anschaut, ja, dann sieht man doch, dass Gottes Worte haben sich erfüllt und sie erfüllen sich immer mehr. Ja. Und dann verstehe ich manchmal nicht, ne, also Bruder Danny, du hattest da völlig recht, muss Bruder Danny jetzt auch nochmal ein Lob. Ne? War 100% richtig, Danny. Raus mit dem Typen, Bruder. Ja. Du hast gleich reagiert. Ich habe es auch nicht mehr aushalten können, weil ich die Gegenwart seiner bösen Geister, Dämonen gespürt habe. Sorry, ist so. Wenn ich was falsch sage, soll der liebe Gott mir verzeihen. Ich tue mich aber selten täuschen oder irren. Ja. Weil der Heilige Geist zeigt uns das auch, was falsch und richtig ist. Ja, gut. Es ist ja so, dass auch seine Fragen eben auch für Leute hier, die im Chat sind, auch interessant sind, weil sie wahrscheinlich auch in ihrem eigenen Leben solche Fragen hatten. Die hat uns zwischenzeitlich vielleicht vergessen. Und dann kommt der und dann bringt er diese Fragen und dann kann man dem darauf antworten und auch den Leuten im Chat geht dann das Licht auf, ja, weil sie hatten ja auch schon mal diese Fragen und dann, deswegen. Und durch die Antwort kommt auch wieder Erkenntnis, auch in den Menschen. Man muss immer jonglieren. Ist der Mensch, der jetzt da in unsere Mitte getreten ist, ist er vom Satan geleitet, damit er Verwirrung stiftet, Zerstörung anbringt? Oder ist das ein Mensch, der wirklich die Fragen beantwortet haben möchte, der die Wahrheit sucht? Und da müsste man eben sehr feinfühlig jonglieren. Natürlich, wir müssen ja auch eingehen auf das, was gefragt wird. Ja. Genau. Und da kann man demjenigen im Unrecht antun, der die Wahrheit gesucht hat. Ich kenne ja zum Beispiel jemanden, der hat lange Zeit auf Facebook die ganze Zeit Fragen gestellt. Und da kamen einige Geschwister zu mir und dann meinten, ach komm, du siehst doch, dass du die monatelang, jahrelang dem immer die Fragen beantwortest und der hört immer nicht damit auf. Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe das Gefühl, dass er wirklich nach der Wahrheit sucht und nicht Verwirrung stiften möchte. Ja, und dann eines Tages hat er sich bekehrt. Wunderbar, wunderbar. Ja. Ne? Das spürt man ja aber auch, ne? Was dann nicht mehr aufhört zu fragen, ne? Ja. Und das was immer nur rumbohrt. Aber Petrus sagt ja, jederzeit, 24 Stunden müsst ihr bereit sein, Leuten die Fragen zu beantworten. Amen. Oder Danny, kannst du bitte hochholen?
Der ist wieder da, bei der deinem Kampf oder Reden. Ich wollte mal den anderen ganz kurz hochholen. Schwester, ich tu dich mal ganz kurz raus, ja? Ja, danke. Okay, dann Gottes Segen dir. Danke, dass du hier warst. Dankeschön. Ja, tu mal, denk nach. Ja, warte gleich. Wieder hoch, weil der ist ja wieder da. Ich muss noch mal ganz schnell hochholen. Weil die warten auch die ganze Zeit. Ja, hallo? Okay. Otto, was liegt dir auf den Herzen? Gottes Segen. Okay, der wollte nicht. Dann tu mal bitte, denk nach, wieder hoch. Ne? Weil vielleicht hat der Herr es so gemacht, ne? Dass der Bruder Reza in dem Fall der beste Werkzeug ist für seine Fragen und dann beantworten soll. Und der es dann auch versteht, aufgrund dessen, wie Reza dann antwortet. Genau, deswegen müssen wir diese Chance geben. Und deshalb habe ich mich auch zurückgezogen. Deshalb habe ich auch gesagt, ich will auf Bruder Reza zurückgehen. Und ich ziehe mich dann zurück, weil ich verstehe seine Fragen. Nur mir kommt es rüber, er will meine Antwort nicht verstehen. Deswegen wollte ich Bruder Reza verweisen. Nur auf Bruder Reza bin, habe ich einmal noch geantwortet. Das war ja mein Ziel. Hast du, der Herr benutzt uns ja alle. Wir sind ja alle verschieden. Auch im, der Heilige Geist. Der macht uns ja nicht alle gleich. Ja, der Heilige Geist also respektiert ja unser Verschiedensein. Und Gott hat uns ja auch als individuell erschaffen, damit wir auch eben, der eine Bruder ist eben besser, eben, zum Beispiel jemanden zu aufzubauen. Der andere Bruder ist eben sehr, sehr gut in Sachen das Evangelium gut zu predigen. Ja, so sind wir verschiedens eben tätig im Reich des Herrn, im Tempel. Und sind wir auch verschiedens eingesetzt. Ne? Und wir sind noch nicht alle gleich sein, wie eine Brei. Eine Sinnessein, was den Herrn betrifft, ja, aber trotzdem sind wir nicht alle gleich. Ne? Wir sind nicht ein Brei zusammengetrommelt zu einem Brei. Ne? Das ist immer verschieden individuell. Ja, genau. Ne? Ich bin mehr wirklich eingesetzt, habe ich ja gemerkt, mit Katholiken, Orthodox kann ich gut reden, kann die gut ziehen. Ja. Ne? Und der Herr hat den anderen mit den anderen Punkten mehr eingesetzt. Jeder hat seine Gaben. Charisma, ne? Der Herr nutzt ja die Menschen individuell, aber jeder hat tatsächlich dieselbe Message. Ja, genau. Das ist so, lieber denk nach. Vielen Dank fürs Warten. Schau mal, lieber Paulus. Ich habe ja gar nichts gegen dich persönlich und ich glaube auch nicht, dass du was gegen mich persönlich hast. Ich kenne jetzt Reza schon wahrscheinlich aus 2014, 15 und ich habe ihn einige Male auf YouTube gesehen. Für mich war das immer so, das war einer der wenigen, der einfach versucht hat, das, wovon er überzeugt ist, anderen Menschen verständlich zu machen. Ob es jetzt Muslime waren, Christen waren, ich habe jetzt nie irgendwie gesehen, dass er da an seiner Methodik irgendwas verändert hat. Also derselbe Ton, den er verwendet hat gegenüber Muslimen, den hat er auch verwendet, wenn er mit Christen gesprochen hat. Vielleicht sogar ein bisschen härter mit den Christen, weil sie da immer versucht haben, irgendwie so komische Sachen aufzustellen, nach meinem Empfinden nach. Die andere Sache ist doch die. Du sagst mir, du verstehst meine Fragen. Dann antwortest du mir, ich zitiere, ja, aber du denkst ja als ein Mensch, du musst ja wie Gott denken. Lieber Bruder in Adam, ich kann nicht denken wie eine Frau, ich bin ein Mann. Eine Frau kann nicht denken wie ein Mann, sie ist kein Mann. Ich kann nicht denken wie ein Stein, ich bin kein Stein. Ich kann nicht denken wie ein Mond, Stern. Ich kann auch nicht denken wie der Schöpfer. Wenn du mir meine Fähigkeit, die Gott mir gegeben hat, die ich anwenden muss, absprichst, dann heißt das für mich, du hast mir nicht zugehört oder du hast dir selber nicht zugehört. Deswegen, sei mir nicht böse, wie habe ich diese Antwort zu verstehen, wenn du mir sagst, ja, aber du denkst ja wie ein Mensch. Was soll ich denn tun? Soll ich denken wie mein Tisch, der vor mir steht, Bruder? Nicht böse gemeint, bitteschön. Ja, segne die Flüge der Reza-Antwort nicht. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich halte mich zurück, weil meines Erachtens anders, aber Bruder Reza ist vielleicht eingesetzt. Ja, genau, lieber denk nach. Kommen wir nochmal zu deiner Frage, was du auf den Herzen hattest. Mit der Notwendigkeit der gerne. Kreuzigung. Gerne. Bevor du da vielleicht drauf eingehst, ich will das kurz festhalten. Mir ist bewusst, dass du kein Gelehrter bist. Und dir ist bewusst, ich bin auch kein Gelehrter. Das heißt, wenn ich als ein aufrichtiger Mensch Fragen stelle zu einer Glaubenslehre, dann muss es ausschließlich die Kernlehre betreffen, das Herz dieser Glaubenslehre. Alle anderen Inhalte wie gewaltverherrlichende Verse in der Bibel oder irgendwelche Jurisprudenz in der Bibel, das darf mich nicht interessieren. Ich muss verstehen, zu was ruft diese Lehre auf. Und deswegen hörst du von mir auch nur Fragen, die sich um die Kernlehre drehen. Zum Beispiel,
die Trinitätslehre, die Zwei-Naturen-Lehre, der Kreuztod und die Auferstehung. Alle anderen Themen sind ausschließlich für Christen, die das, die die Kernlehre akzeptiert haben. Wenn ich Fragen stellen würde zu Inhalten, Kirchenväter hier oder einer bestimmten Thematik im Alten Testament oder im Neuen Testament, würde das würde beweisen, dass es mir nicht um die Kernlehre geht. Aber mir geht es um die Kernlehre, deswegen bleibe ich nur bei der Kernlehre. Einverstanden? Ja, genau. Einverstanden. Genau, und da habe ich zum Beispiel für mich erkannt, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, 4 Punkte. Wir könnten auch sagen 4 Säulen. Egal, es sind 4 Punkte, die elementar wichtig sind. Wer ist Gott? Gott ist der dreieinige Gott. Der Vater ist eine eigenständige Person. Der Sohn ist eine eigenständige Person und auch der Heilige Geist ist eine eigenständige Person. Er ist nicht ein Attribut des Vaters, wie manche Christen das immer gerne sagen. Das ist mir auch bekannt. Also, wir haben 3 Personen. Diese 3 Personen sind ein Wesen. Sie ergeben also ein Wesen. Sie haben dieselbe, nicht die gleiche. Es gibt nur eine Essenz. Sie haben dieselbe Essenz Gottes. Was der Vater weiß, weiß auch der Sohn. Was die beiden wissen, weiß auch der Heilige Geist. Die Aufgaben sind unterschiedlich. Der Sohn wird vom Vater entsandt und der Heilige Geist, wie du vorhin gesagt hast, unterstützt beim Erkennen der Schrift, dass sie vom Schöpfer ist. Nun wird die 2. Person in der Dreieinigkeitslehre von der 1. Person, dem Vater, auf die Welt geschickt. Dort kommt er auf die Welt, also als ein junger Mann, als ein Kind, predigt er zu den Menschen. Sie sollen ihn erkennen als den Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, zu Gott, außer durch ihn. Und wenn nun die Menschen das tun, erlangen wir ewiges Leben. Aber jetzt kommt, und jetzt hier ist ja dann der Punkt. Jetzt aber erfüllen nicht diejenigen das, was zu erfüllen ist, also den Kreuztod, sondern diejenigen, die Jesus nicht folgen, diejenigen, die Jesu also ablehnen, erfüllen den wichtigsten Punkt, nämlich die Kreuzigung Jesu, die Kernthematik, die Mission Jesu auf der Erde. Und jetzt kommt meine Frage, lieber Reza, und ich stelle das nicht, um zu provozieren, ich denke, das hast du schon längst herausgehört. Wenn der Vater, also wenn Gott sagt für die Menschen, wenn der Schöpfer von seiner Schöpfung möchte, dass sie ihn als ihren Schöpfer erkennen und anerkennen und infolgedessen anbeten, und daran ändert sich niemals etwas, und nun möchte der ein und derselbe Schöpfer auf die Welt kommen, und auf der Erde angekommen, möchte er auf der Erde weiterhin, dass das erste Gebot ihn anzubeten, weiterhin von ihnen erfüllt wird. Zeitgleich heißt es aber auch, es gibt keine Erlösung, trotz dessen, dass sie ihn weiterhin anbeten, wenn sie ihn nicht kreuzigen. Also dieselben Menschen, oder besser gesagt, die Schöpfung, die Gott als ihren Schöpfer erkennen und anerkennen soll und anbeten soll, muss aber auch ihren Schöpfer verfehlen, anzuerkennen als ihren Schöpfer und dann berechtigt kreuzigen, um so Erlösung erlangen zu können. Das nennt sich in allen Sprachen, nicht böse gemeint, Reza, das nennt sich ein Konfliktziel. Welchen Willen sollen die Geschöpfe Gottes erfüllen? Den ersten Willen, Gott immer anzubeten, oder den zweiten Willen, Gott in einer bestimmten Form als Mensch, als einen Gotteslästerer anzuerkennen, zu erkennen und anzuerkennen und hierfür ihn kreuzigen. Und das ist für mich ein Konfliktziel. Aber bitteschön. Ja, also du hast da ein Problem, da ist eine Diskrepanz, beziehungsweise ein Widerspruch, den du erkennst, in dem Falle, was notwendig ist, dass der Herr Jesus gekreuzigt werden ja muss, damit wir errettet sind. Aber gleichzeitig ist es ja schlimm, dass er getötet wird. Das ist ja dieser Widerspruch, den du ja siehst, richtig? Wie kann etwas Schlechtes gleichzeitig gut sein? Ist das, worauf du hinaus willst bei deiner Frage? Soll die Schöpfung den ersten Willen Gottes erfüllen oder sollen sie den zweiten Willen Gottes erfüllen? Ich möchte dir ganz kurz ein Beispiel nennen. In der jesidischen Lehre heißt es, die 7 Engel haben von Gott befohlen bekommen, sich vor niemandem niederzuwerfen. Dann erschuf Gott Adam und sagte ihnen, werft euch nieder vor ihm. Alle 6 Engel erfüllten das 2. Gebot, den 2. Willen Gottes. Ein Engel blieb aber dem 1. Gebot treu und konnte somit nicht das 2. Gebot erfüllen. Das nennt sich ein Konfliktziel. Wenn Gott in der Christologie, der Schöpfer, der von den Schöpfung
angebetet werden möchte, beschließt, ja, Mensch zu werden und nun von seiner Schöpfung erwartet, verlangt, also es ist ja notwendig, ans Kreuz geschlagen zu werden, dann muss dieselbe Schöpfung den ersten Willen aufgeben, Gott anzuerkennen, anzubeten, damit sie den zweiten Willen erfüllen kann. Und genau das nennt sich Konfliktziel. Bitteschön. Nein, das ist ja nicht so, dass Gott es von Anfang an wollte, dass er den Tod über seinen Sohn bringt. Nein, der Gott, der Vater, liebt ja seinen Sohn. Er möchte auch nicht, dass dem Sohn etwas passiert, also dass der Sohn stirbt. Das war nicht das Ziel Gottes. Gott hat alles vollkommen erschaffen mit Adam und Eva, ohne Tod. Der Tod kam erst durch die Sünde von Adam und Eva, beziehungsweise durch die Sünde von Satan in die Schöpfung hinein. Vorher gab es keinen Tod. Vorher gab es keinen Schmerz. So, nachdem aber schon die Ursünde geschehen ist und das Böse, der Tod, in die Schöpfung gekommen ist, nun muss Gott dieses Prinzip beibehalten und die Menschen durch das Böse, was sie tun, trotzdem zum Guten bringen. Ein Beispiel, das habe ich dir vorhin gebracht, mit dem Mafiosi. Ein Mafiosi-Typ will dir und deiner Familie etwas antun, weil du ihm was schuldest. Aber Gott, weil er barmherzig ist und dich und deine Familie schützen will, benutzt einen anderen Mafiosi, um diesen ersten Mafiosi, der dir was antun will, vorher zu töten, auszuschalten. Nun würdest du aber sagen, Moment mal, diese Sache ist ja notwendig gewesen, damit er dich schützt, aber die Sache an sich, das Töten, dass ein Mafiosi einen anderen Menschen tötet, ist doch böse. Ja, das stimmt. Aber Gott benutzt das Böse, um etwas Gutes hervorzubringen. Und dann ist die Notwendigkeit auch in der Hinsicht erklärt. Weil wenn man dich fragen würde, würdest du gerne, dass der Mafiosi dir was antut, oder soll ein anderer Mafiosi den Mafiosi ausschalten müssen? Ja, Gott sei Dank hat der Gott diesen Mafiosi ausgeschaltet, damit ich und meine Familie unversehrt rauskommen. Verstehst du? Das Gute kann auch ein Resultat sein von etwas Bösem. Aber Gott wollte in Ursprungssinne niemals etwas Böses, nie etwas Schlechtes. Nun ist aber die Schöpfung gefallen. Und deswegen benutzt der Herr innerhalb dieser gefallenen Schöpfung, dass sich Böses antut, das Böse von dem einen, um das Gute gegenüber dem anderen zu vollbringen. Der Herr Jesus nennt das ja so. In Lukas 22 sagt der Herr, Vers 22, das kannst du auch sehr gut merken und nachschlagen, Lukas 22:22. Und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es bestimmt ist, also wie es notwendig ist, aber wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Verstehst du? Da haben wir diese Diskrepanz, die du ja fragst. Wie kann etwas Gutes gleichzeitig böse sein? Das erklärt der Jesus. Der Sohn des Menschen muss zwar sterben, aber wehe, durch dessen Hand es geschieht. Und das ist etwas schwierig. Da musst du wirklich in der Tiefe ein bisschen nachdenken. Und das geht eben, indem du dich mit dem Gott der Bibel beschäftigst, wirklich mit der Bibel dich beschäftigst und verstehst, warum Gott diesen Weg durch den Tod und durch Sünde und Blutvergießen gewählt hat. Es hat Gott nicht gefallen, seinen Sohn zu zerschlagen. Das mag Gott nicht. Gott mag nicht zerschlagen, Schmerzen, Tod, Leiden. Aber in Jesaja 53, mein lieber, denk nach, sagt Gott, es gefiel dem Herrn, seinen Sohn zu zerschlagen. Also es hat nicht gefallen, dem Gott, dem Vater, seinen Sohn zu zerschlagen, damit ihm Schmerzen zufügt und ihn tötet. Nein, es gefiel Gott, seinen Sohn für die Menschen hinzugeben als Opfer, als Sühneopfer. Das hat Gott gefallen. Nicht aber, dass der Sohn Schmerzen und den Tod auf sich nahm. Das wollte Gott niemals. Aber es ist nun mal jetzt notwendig. Und das muss man in der Tiefe verstehen. Okay. Wenn ich dich hier unterbreche, dann nur, weil ich denke, dass du eine Sprechpause gemacht hast. Also ich habe dir aufmerksam zugehört. Und du wirst auch anhand meiner Worte erkennen, ob ich dir aufmerksam zugehört habe. Yeah. Wenn das, was du sagst, wenn das das bedeuten soll, dass Gott dann logischerweise, um eine Notwendigkeit erfüllen zu können, angewiesen war auf jemanden, der sein Feind ist, also der Teufel, dann heißt das, der Teufel ist wertvoller, wichtiger
für den Errettungsplan als jene Menschen, die also Jesu gefolgt sind. Wenn Jesu sterben muss, weil es eine Vorherbestimmung ist, würde die Kreuzigung eine Vorhersehung sein, dann wäre dem anders. Wieso? Wenn ich sage, Reza, wenn du da hingehst, dann wirst du sterben. Wenn ich dir aber sage, du musst dahin gehen, du musst sterben, dann gibt es hier Dinge, wie zum Beispiel, du musst hingehen, der Ort, wo du hingehst, muss existieren und die Person, die dich umbringt, muss existieren, damit sie dich umbringen kann. Das bedeutet, wenn diese Welt hier, wenn der Kreuztod eine Vorherbestimmung ist, dann muss diese Welt existieren, dann muss zum Beispiel das Werkzeug, das Kreuz existieren, die Nägel, der Hammer und es muss mindestens einen Menschen geben, der Jesu verwerfen muss, er kann nicht, er muss Jesu verwerfen, er muss ihn kreuzigen. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann Gott dann den Ort, das Kreuz und den Mörder, der Mörder sein muss, strafen? Wie kann er sie strafen? Wenn sie keinen freien Willen hatten, wenn du sagst, es ist eine Vorhersehung, dann wäre dem anders. Aber du sagst, es ist eine Vorherbestimmung. Sehr, sehr gute Frage. Nein, du siehst schon, dass da eine Vorherbestimmung ist. Ja, das stimmt. Aber diese Vorherbestimmung hat Gott in der Ewigkeit vorher festgelegt aufgrund des freien Willen des Menschen. Hat er jetzt diese Welt so programmiert, wie sie ist? Das nennt sich Reza. Wusste, wie die Menschen freiwillig Reza, entscheiden das, werden, Reza. Aber er hat diesen freien Willen auch benutzt, in Reza. Der Ewigkeit, das so programmiert, diese Welt, dass es sich alles so kommen würde, wie Gott das bestimmt hat. Reza, und genau das nennt sich Vorhersehung und nicht Vorherbestimmung. Weil wenn es sich Vorherbestimmung nennt, dann haben die Menschen keinen Willen, keinen freien Willen. Wenn es eine Vorhersehung ist, dann heißt es, dass Gott in der Ewigkeit ihren Willen zugelassen hat. Das nennt sich Vorhersehung. Aber wenn du sagst, der Kreuztod ist eine Notwendigkeit, dann nur, weil er eine Vorherbestimmung ist. Wenn er eine Notwendigkeit natürlich gibt es eine Vorherbestimmung. Wenn er eine Notwendigkeit ist, dann ist er eine Vorherbestimmung. Wenn er eine Vorherbestimmung ist, dann kann niemand verurteilt werden, wenn er etwas, was notwendig ist, erfüllt. Das heißt, die Menschen, die die Notwendigkeit erfüllen, sind diejenigen, die gottgefällig gehandelt haben und das sind keine Gottesverweigerer. Aber jene Menschen, die behaupten, Gott gefolgt zu sein und nicht die Notwendigkeit, den notwendigen Willen umgesetzt haben, genau diese Menschen sind Gottes Verweigerer. Genau das sind die Ungläubigen. Die Jünger, ganz kurz, die Jünger sind demnach die Ungläubigen und die, die Jesu geholfen haben, seinen notwendigen Plan umzusetzen, sind demnach die Glaubens diejenigen, die den Glauben verinnerlicht haben. Und das kann nicht sein. Das ist zum Beispiel nicht schlüssig. Ja, nein, du musst jetzt genau auf meine Antwort. Ich habe schon verstanden, das ist ein vermeintlicher Widerspruch. Aber jetzt musst du wirklich auf meine Antwort Acht geben. Es ist eine Vorherbestimmung. Gott hat bestimmt, dass du als Mann auf die Erde kommst und nicht als Frau. Das wurde über dich bestimmt. Das ist Gottes Souveränität. Du kannst Gott nicht fragen, ey, warum hast du das getan? Ich will lieber eine Frau sein. Nein, das geht nicht. Denn Gott hat für dich bestimmte Dinge bestimmt, nicht vorhergesehen. Sowohl vorhergesehen, als auch für dich bestimmt. Gott hat für dich bestimmt, dass du als Mann hier auf die Erde kommen musst. Aber Gott hat nicht bestimmt, dass du etwas Böses tust. Das hast du mit deinem freien Willen getan. Und weil Gott das alles im Voraus gesehen hat, dass die Menschheit kommen wird, dass die Menschheit sündigen wird, dass der Herr Jesus kommen muss, dass er sterben muss, weil er das alles gesehen hat, hat er schon von vornherein alles so perfekt installiert, dass diejenigen, die freiwillig Böses tun wollen, dass der Herr Jesus die benutzt hat, also das ist Gott der Vater, damit du das ein bisschen besser verstehst, Gott der Vater hat diese Menschen benutzt in Jerusalem vor 2000 Jahren, damit sie durch ihren freien Willen Böses tun wollen, das seinem Sohn antun, damit durch diese böse Tat das Gute kommt. Das ist jetzt ein bisschen tricky. Lieber Denkner. Nein, überhaupt nicht. Ich wollte das vorhin nicht erwähnen, weil genau das ist Vorherbestimmung. Es ist Vorherbestimmung. Es ist Vorherbestimmung. Ganz kurz. Es ist Vorherbestimmung. Reza, bitte, ich habe dir zugehört. Es ist vorherbestimmt, wann du geboren wirst. Es ist vorherbestimmt, wer deine Mutter ist. Es ist vorherbestimmt, ob du ein Auge, zwei Augen hast. Aber vorhergesehen sind deine Handlungen, die da sind. Gott gefällig oder
das Gegenteil. Und genau das unterscheidest du nicht. Das heißt, wenn der Kreuztod eine Notwendigkeit ist, dann ist alles, was damit verknüpft ist, eine Vorherbestimmung, keine Vorhersehung mehr. Alle Menschen, die das Notwendige erfüllen, müssen es erfüllen. Sie haben keinen freien Willen diesbezüglich. Demzufolge, jeder, der die Notwendigkeit des Willen Gottes erfüllt, ist demnach jemand, der Gott gefällig handelt. Aber Jesu nennt genau diese Menschen die Kinder des Satans. Seit wann erfüllen Satan und seine Kinder den notwendigen Plan Gottes? Immer. Gott benutzt die Dämonen. Gott benutzt Satan. Wenn er bestimmte Dinge hier auf der Erde vollziehen möchte, benutzt er auch Satan und seine Dämonen, um die Menschen zum Beispiel, manchmal benutzt er Satan, um einen Menschen auszuschalten. Zum Beispiel Apostel Paulus hat in 1. Korinther 5 einen Menschen, der in der Gemeinde schlimme Unzucht begangen hat mit der Frau seines Vaters, hat er dem Satan übergeben, dass der Satan ihn tötet. Du musst verstehen, dass etwas Böses, was in deinen Augen oder in unseren Augen Böses ist, es notwendig ist, damit etwas Gutes herauskommt. Und dann relativiert sich Gut und Böse vor Gott. Okay. Aus einer subjektiven Art. Du willst immer das Böse ausschalten, bei Gott ist es aber nicht so. Gott erlaubt in dieser gefallenen bösen Welt, dass das Böse einem etwas tut, damit am Ende etwas Gutes bei rauskommt. Gott benutzt das Böse. Also Satan und seine Diener und seine Dämonen sind in den Händen des Herrn ein Werkzeug. Mhm. Okay. Aber Gott hat es nicht vorherbestimmt, dass du etwas Böses tust. Nein, Gott hat aufgrund deines freien Willens, dass du jemanden zum Beispiel jetzt demnächst töten willst, der geht nicht dazwischen, der Herr. Okay. Der erlaubt das, dass du durch deinen freien Willen jemandem wehtust, weil Gott was gesehen hat, was durch deine Tat Gutes später herauskommt. Und deswegen erlaubt er das. Aber der geht nicht dahin und macht das Böse durch dich. Reza, ich habe das schon seit 2 Minuten verstanden. Noch einmal. Die Konsequenzen müssen wir festhalten, nicht böse gemeint. Ja. Das bedeutet, die Existenz des Bösen ist wertvoller, wichtiger für die Erfüllung des Plan Gottes als diejenige, also als die Seite, die gottgefährlich handelt. Und deswegen noch mal meine Frage. Wer ist wichtiger in der Umsetzung dieses Planes? Ja. Der Satan oder jene Menschen, die mit Jesu den Weg gehen, zu dem er sie logischerweise aufgefordert hat? Also Moment, also die Menschen, die damals den Herrn Jesus gekreuzigt haben, natürlich haben sie aufgrund ihrer sündigen Natur, die Juden damals, wussten es besser eigentlich, weil sie ja die Schrift kannten, Jesaja 53, die wussten, dass der Messias kommen wird, der eben sich opfert und die Sünden der Menschheit auf sich nehmen wird. Aber das hat ihnen nicht gefallen, das zuzulassen, weil die Pharisäer wollten ihre Macht nicht verlieren. Reza. Und die Macht an den Herrn Jesus abtreten. Reza, ich versuche. Dieses, ja? Verzeih mir bitte, Bruder, schau mal. Ja. Ich versuche das sehr, sehr simpel zu gestalten. Es gibt einen Schöpfer und es gibt eine Schöpfung. Ja. Der Schöpfer möchte, dass seine Schöpfung ins Heil gelangt. Hierfür opfert er seinen Sohn. Ja. Aber die ihn opfern, damit sie Erlösung erlangen, kommen in die ewige Hölle. Die nicht bereit sind, ihn ans Kreuz zu schlagen, erlangen nur deshalb Erlösung, weil die anderen bereit waren, sich aufzuopfern, Feinde zu werden. Aber ganz kurz. Ja. Aber das ist doch nicht schlüssig. Also wenn Gott doch, will. Das ist schlüssig. Weil du das Prinzip, das Böse in ist. Sprache? Nein, du musst verstehen, dass Gott das Böse benutzt, um noch Gutes einmal hervorzubringen in dieser Welt. Aber schau doch mal ganz kurz. Es ist nicht möglich, dass Gott die Tat desjenigen straft, die notwendig war, dass Gott seinen Willen erfüllen kann, damit die Menschen ins Paradies gehen können. Und die Menschen, die also Gott gefährlich gehandelt haben, sich aber verweigert haben,
Achtung, zum Werkzeug Gottes zu werden. Seit wann wirst du, wenn du Gottes Gebote erfüllst, ein Gottesverweigerer? Und seit wann wirst du, wenn du dich den Geboten Gottes hier fernhältst, seit wann bleibst du trotzdem ein Gläubiger? Seit wann? Das ist nicht schlüssig, nicht bös gemeint, Reza. Also Moment, David, das wird sonst kompliziert. Ich glaube dann, was ist passiert? Bruder Reza, bist du wieder da, oder? Ja, jetzt bin ich wieder da, ja. Lass dir Zeit, wenn wir Schritt für Schritt vorgehen und auch wirklich die Dinge Schritt für Schritt definieren, damit wir wirklich auf die einzelnen Schritte eingehen können. Das wird sonst zu kompliziert. Dann würdest du meine Antwort nicht verstehen. Nochmal, der Herr Jesus sagt in Lukas 22, es ist so bestimmt, dass ich getötet werde, aber wehe demjenigen, durch dessen Hand es geschieht. Verstehst du? Das ist ein vermeintlicher Widerspruch, aber den du dann verstehen musst. Und dazu, denke ich mal, benötigst du den Heiligen Geist. Aber ich denke, du bist intelligent genug, um das zu verstehen, wie ich dir das jetzt gerade erklärt habe. Es ist nicht der Wille Gottes. Es ist nicht der Wille Gottes, dass ein Mensch den anderen tötet. Okay. Weil der Mensch vorhat, den anderen Menschen zu töten, und Gott weiß, dass da. Bitte hör mir zu, ich antworte dir nicht umsonst. Du musst wirklich mir folgen, sonst verstehst du es nicht. Lieber, denk nach. Das Notwendige muss geschehen, und Gott kann das Böse dazu bringen, das Notwendige zu vollziehen. Und damit hast du ein Problem. Richtig? Ja. Schau mal, sag mir, wenn du fertig bist, ich will dir nicht ins Wort fallen. Ja, ich möchte nur, dass du genau weißt, dass ich deine Frage richtig verstanden habe und darauf eben antworte. Ist das richtig, so wie ich dir das antworte? Ist das deine Frage? Meine Frage, ich versuche sehr, sehr einfach zu sprechen. Also wir haben Schöpfer und wir haben Geschöpfe. Ja. Und der Schöpfer möchte, dass seine Geschöpfe ihn als ihren Schöpfer anerkennen, damit sie ins Paradies gelangen. Ja. Plötzlich ändert der Schöpfer aber das Ganze und fügt einen zweiten Willen hinzu. Der Schöpfer möchte nun von seiner Schöpfung als ein Gotteslästerer erkannt werden und hierfür gekreuzigt werden. Wenn sie das nicht tun, bringt es nicht, Gott anzubeten, sie müssen auch den zweiten Willen tun. Das heißt, die Schöpfung muss darin fehlgehen, ihren Schöpfer als ihren Schöpfer zu erkennen, anzuerkennen. Und gleichzeitig müssen sie ihn kreuzigen, nur dann erlangen sie ewiges Leben. Das sind zwei Willenserklärungen, die einander gegensätzlich sind, und das nennt sich Konfliktziel, Reza. Nein. Ja, natürlich, für dich wirkt das so, als ob da ein Widerspruch drin ist. Aber du gehst immer von dem ersten und dem zweiten Gotteswillen aus. Nein, es ist der einzige und der erste Wille Gottes gewesen. Du sollst ja Gott anbeten, indem du den Herrn Jesus ja anbetest. Wir beten ja den Herrn Jesus ja an, das ist ja Gott. Es gibt keinen anderen Gott, dieser Gott. Nein, es ist derselbe Gott. Nur dieser Gott ist auch gleichzeitig unser Retter. Der Herr Jesus ist Gott und unser Retter zugleich. Nun muss aber die Sache mit der Sünde geklärt werden. Gott, der Herr Jesus, kann nicht einfach so deine Sünden vergeben, weil es ungerecht ist, Sünden, Gesetzesübertretungen einfach so zu vergeben. Das hat er bei Adam und Eva auch nicht gemacht, einfach so vergeben. Er hat die rausgeschmissen und ihnen das ewige Leben entzogen. Einfache Sündenvergebung, so wie du das haben willst, wie im Islam der Fall ist, der Gott des Islams vergibt einfach nur so. Aber das macht ja keinen Sinn, weil der hat ja bei Adam und Eva auch nicht einfach so vergeben, sondern er hat die rausgeschmissen. Aufgrund der Übertretung. Einfache, das ist das. Die Muslime haben noch nie über das Allerwichtigste und Erste nachgedacht, nämlich warum sind Adam und Eva aus dem Paradies verbannt worden? Warum? Aber lass uns doch beim Thema bleiben, Christentum, Kreuz, nicht böse gemacht. Ja, nein, um das Thema zu behandeln, lieber Dingner, müssen wir ganz zurückgehen an den Ursprung. Aber dann lass uns doch so machen, dass wir ausschließlich über eine Quelle sprechen. Ja. Also die Sache ist die, ich will nicht ins Wort fallen, du bist ein paar Jahre älter und du siehst, ich bemühe mich sehr, dir nicht ins Wort zu fallen. Ich glaube, das muss man mir auch anerkennen. Schau mal, Bruder Reza. Ich halte das noch einmal fest. Es ist ein Konfliktziel, wenn Gott sieben Engeln sagt, betet euch vor niemanden an, laut dem, was du verstehst und was ich verstehe. Ja. Und nun erschafft er einen Menschen, Adam, und sagt zu diesen sieben Engeln, werft euch nieder vor ihm. Wenn die Anbetung vor Adam, wenn die Niederwerfung vor Adam eine Anbetung darstellt, da bist du damit einverstanden, ich damit einverstanden, das ist falsch, denn die Engel dürfen nur Gott anbeten. Aber wenn diese sieben Engel
den Willen erfüllen sollen. Der ja lautete, betet euch nicht, werft euch nicht nieder vor keinem, außer vor mir. Und nun sagt Gott zu diesen Engeln, werft euch nieder vor Adam. Sechs Engel geben das erste Gebot auf und erfüllen das zweite Gebot. Sie können ja nicht beide Gebote erfüllen. Der siebte Engel sagt, nein, das zweite Gebot erfülle ich nicht. Dafür erfülle ich aber noch weiterhin das erste Gebot. Genau das nennt sich Konfliktziel. Und jetzt komme ich nochmal zurück. Wenn Gott sagt im alten Bund, also in der Tora, nehmt euch keine Götter neben mir, macht euch kein Bildnis von mir, nicht was im Himmel ist, nicht was auf Erde ist und nicht was auf der Erde ist und nicht was im Meer ist. Betet sie nicht an. Fazit, wo sollen wir nichts anbeten? Wir sollen nichts anbeten, das im Himmel ist. Kein Mond, keine Sterne, keine Sonne. Wir sollen nichts anbeten, was auf der Erde ist. Keine goldene Kuh, kein Menschen, keinen Stein, keinen Baum. Und wir sollen auch nichts anbeten, was im Meer ist. Jetzt plötzlich, vor 2000 Jahren, heißt es, Gott inkarnierte in seine Schöpfung und will von diesen Menschen, die er einst aufgeklärt hat, niemanden auf der Erde anzubeten, sehr wohl auf der Erde angebetet werden. Welchen Willen sollen nun die Kinder Israels erfüllen? Sollen sie den ersten Willen erfüllen, niemanden auf der Erde anzubeten, oder sollen sie sehr wohl Jesus auf der Erde anbeten? Das ist ein Konfliktziel. Nein, du hast recht. Mit dem ersten Teil, was du gesagt hast, Gott hat gesagt, du sollst keinen anderen Götter neben mir haben. Das stimmt. Kein Menschen anbeten, kein Stein, keine Kuh, was weiß ich was. Da hast du recht. Aber jetzt kommt der zweite Teil, was du auslässt. Gott hat es angekündigt, dass er Mensch werden wird. In Jesaja 9, Vers 5. Das ist der Unterschied, was du jetzt nicht verstehst. Gott hat gesagt, ihr sollt keinen Menschen anbeten, aber eines Tages werde ich zu euch kommen, ich werde Mensch werden und euch erlösen. Und dann ist das sein Wille. Dass die Juden das nicht annehmen wollen, das ist ihr Problem. Weil eben solche Stellen wie Jesaja 9, Vers 5 und Jesaja 53 ihnen ein Dorn im Auge ist, weil sie eben nicht verstehen, dass Gottes Wille so ist, wie er das da sagt in seiner Schrift. Aber wir müssen das akzeptieren. Wenn Gott sagt, ihr sollt keinen anbeten außer mich, aber ich werde eines Tages Menschen, ein Mensch werden, und dann musst du mich anbeten, dann musst du das machen. Willst du gegen Gott streiten, wenn Gott zu Abraham sagt, du sollst mir deinen Sohn opfern, willst du mit dem streiten und sagen, Moment mal, ich habe noch ein Tier da im Gartenlaube, willst du den nicht haben? Dann würde Gott sagen, was habe ich gerade gesagt? Ich möchte nicht mit dir diskutieren, ich habe nicht gesagt, du geh und opfer mir dein Tier auf dem Feld. Ich habe dir was anderes gerade gesagt, was redest du mit mir? Kein Problem. Du musst Gott gehorchen und Gott, wenn der Gott vorher ankündigt, dass er Mensch wird, dann musst du es verstehen lassen. Dann musst du ihn anbeten als Mensch. Aber Reza, das erste Gebot, nehmt euch keine Götter neben mir, macht euch kein Bildnis von mir, nicht im Himmel, nicht auf der Erde, nicht im Meer, betet sie nicht. Reza, kannst du kurz auf Stumm gehen, das ist ein bisschen laut. Lass mich kurz den Satz sagen, dann kannst du recht Wort haben, nicht fürs gemeint. Ja. So, das erste Gebot lautet, nehmt euch keine Götter neben mir, macht euch kein Bildnis von mir, nicht was im Himmel ist, nicht was auf der Erde ist und nicht was im Meer ist, betet sie nicht an. Das heißt, dieses Gebot ist ja für Ewigkeit. Das heißt, daran ändert sich nichts. Das bedeutet, die Kinder Israels wissen, dieses Gebot ist klar und daran ändert sich nichts. Wenn du jetzt nun sagst, dass ein weiterer Vers dieses Gebot abrogiert, dann bin ich ehrlich gesagt, da stehe ich im Konflikt mit meinem Verstand, weil Gott will, dass ich auch Dinge verstehe. Ja. Der Schöpfer, dessen Existenz notwendig ist, wird zu einem Geschöpf, dessen Existenz eine Möglichkeit ist. Du und ich sind uns einig, dass es gibt die notwendige Existenz, das ist der Schöpfer, und er ist nicht verursacht worden von einem anderen, ansonsten wäre er nur eine mögliche Existenz, er muss nicht existieren, er kann existieren. Wenn wir aber sagen, der Schöpfer ist der unverursachte Verursacher, der ewiglich ist, keinen Anfang, kein Ende hat, dann kann dieser absolut perfekte Schöpfer, dessen Existenz notwendig ist, nicht zu einer möglichen Existenz werden. Das ist absolut gegen die Schrift und gegen den Verstand, so wie Gott uns erschaffen hat. Das heißt, wenn Gott sagt, ich werde kommen, dann spricht er also von einem Menschen, den er entsenden wird. Weil wenn dieser Mensch kommt und diese Worte sagt, die Gott ihm eingegeben hat, dann sind das nicht seine
meine Worte, es sind die Worte Gottes. Das heißt, Gott ist logischerweise gekommen mit einem Gesandten, der also die Worte Gottes den Menschen nahelegt, den Willen Gottes den Menschen zu verstehen gibt. Und genau so haben wir plötzlich keinen Konflikt mehr zwischen dem ersten Gebot und zwischen diesem Vers, den du gerade herangezogen hast. Bitteschön. Das Problem ist, du musst verstehen, dass es eine andere Zeit gab im Paradies in der Ewigkeit als diese Zeit, worin wir jetzt existieren. Wir müssen mit der zweiten Ebene gehen, nicht mit der, weil wir die erste Ebene verloren haben. Wir haben ja das Paradies verloren. Das heißt, es herrschen jetzt andere Bedingungen. Und Gott geht auch mit den neuen Bedingungen mit uns eben auch wieder neu um. Deswegen macht er einen neuen Bund. Wir sind zum Beispiel nicht in demselben Bund wie mit Abraham, sondern wir sind in einem anderen Bund, weil eben Gott in verschiedenen Heilszeitalter verschiedene Bünde eingeht. Zum Beispiel, Deutschland hat vor 60 Jahren ganz andere Gesetze gehabt. Du musstest dich gar nicht anschnallen beim Autofahren. Aber heute ist es Gesetz. Ja, das heißt also, es gibt verschiedene Zeiten und da müsste das Gesetz dementsprechend auch geändert werden, wegen der Notwendigkeit der Zeiten. Weil es keine Autos gab vor 150 Jahren, deswegen gab es auch keine Anschnallpflicht. Aber weil jetzt nun mal das Auto da ist, müssen sich die Menschen anschnallen. Verstehst du? Also es sind verschiedene Heilszeitalter und verschiedene Gesetze. Nun aber zurück zu dem Ursprung. Ich weiß, dass du sagst, das Erste, dass der Gott sagt, ihr sollt nichts anderes neben mir als Götter. Kein Menschen und so weiter. Und jetzt wird er selber Mensch. Und dann heißt es ja, der hat sein ersten Gebot abrogiert. Es ist so, wie es ist. Wenn er das so bestimmt, dass du keinen anderen Menschen, Gott, Stein, außer ihm anbetest, auch wenn er sich vorgenommen hat, ein Stein zu werden und das voraussagt, dass ich eines Tages ein Stein werde, ein Glas, ein Messer, und ihr habt mich dann anzubeten. Wer sind wir, dass wir sagen, nein, ich möchte dich nicht als Messer anbeten? Aber wenn also es geht Schöpfer, nicht in meinen Kopf rein. Moment. Darf ich dich auch bestimmen, Leser? Ich versuche dich zu bestimmen. Denk nach. Ich bin noch nicht fertig, bitte. Wenn der Herr Jesus, wenn Gott des Himmels, der Abraham und dich und mich erschaffen hat, sagt, ich werde eines Tages ein Brötchen werden und ich möchte, dass du mich anbetest als Brötchen, würdest du sagen, ich will das nicht? Ich will einen anderen Gott? Ja, darf ich jetzt reden? Ja, aber bitte antworte erstmal darauf. Ja, würdest du sagen, genau. Nein, ich bete dich nicht an, genau, oder ich bete dich trotzdem an? Reza, wir haben eine wunderschöne Kommunikationskultur. Lass uns sie nicht kaputt machen. Und du, Danny, geh doch bitte auf Sturm. Es ist schön, du hast leckere Bananen, du lebst gesund, mashallah, sehr schön. Lass uns kurz nochmal weitersprechen. Ich habe lecker mit der Bruder Reza antworten. Nein, danke. Aber geh doch bitte, nein, hey, diese Nebengeräusche, geh doch auf Sturm, dass ich ihn besser hören kann. Trink dein Wasser, alles gut. Geh doch bitte auf Sturm, diese Nebengeräusche sind doch ein bisschen störend. Ich meinst du gar nicht böse, mein Gott. Keine Geräusche, ja, dann rede doch einfach. Okay, Reza, also. Ich als ein Geschöpf muss für mich erkennen, wer ist der Verursacher des Universums? Alles, was er erschaffen hat. Wenn ich logischerweise geschlussfolgert habe, dass der einzige Verursacher ist, der unverursacht ist, dann weiß ich, okay, er ist absolut erhaben. Er ist nicht etwas Beschränktes. Und ich kann nicht, nachdem ich das erkannt habe, dass er absolut perfekt ist, erhaben ist, nicht eingeschränkt ist, gleichzeitig sagen, der Nicht-Eingeschränkte ist beschränkt. Das ergibt keinen Sinn. Deswegen die Artikulation, wenn, und das versuchst du ja aufzustellen, wenn, dann, ansonsten, funktioniert nicht. Wir können nicht ausgehen, wenn, wir müssen ausgehen von dem, was ist. Was ist gegeben? Ja. Es ist gegeben, dass ein unverursachter Verursacher alles verursacht hat. Er in seiner Existenz ist eine Notwendigkeit. Das Brötchen, das du erwähnt hast, ein Brötchen in seiner Existenz ist eine mögliche Existenz. Das heißt, der Notwendige in seiner Existenz notwendig kann nicht zu einer möglichen Existenz werden, zu einem Brötchen. Wer so etwas sagt, hat nicht verstanden, wer der Verursacher des Universums ist. Das heißt, die Fragestellung von dir ist genauso, wie wenn jemand sagt, Gott ist allmächtig, kann Gott einen Stein erschaffen, den er selber nicht heben kann. Wenn Gott allmächtig ist, dann hat er Macht über alles und jeden. Wenn Gott den Stein erschaffen hat, dann hat er auch Macht, ihn zu heben. Demzufolge ist deine Aufstellung, wenn dann sonst, absolut fern jeglicher Theologie. Das muss ich dir sagen, bitteschön. Aber Moment, ich habe ja gesagt, dass er es angekündigt hat, dass er ein Mensch wird.
Und deswegen müssen wir mit dem gehen, was er sich vorgestellt hat, was er vorgenommen hat. Wir können nicht unsere eigene Vorstellung über Gottes Vorstellung stellen, weil sonst würde jeder kommen und sagen, nein, das gefällt mir nicht. Ja, der hat gesagt, du sollst nicht lügen, das gefällt mir nicht. Ich muss schon mal lügen vor Finanzamt. Nein, das geht nicht. Wir müssen uns unterordnen, ob es uns gefällt oder nicht. Du darfst nicht rebellieren. Wenn Gott gesagt hat, ich werde ein Mensch, dann musst du es so stehen lassen. Wenn Gott zu dir sagt, opfere mir deinen Sohn, und du sagst, nee, das ist mir zu heftig, ich kann dir, was weiß ich, einen Huhn opfern, dann bist du, da kannst du dich nicht Gott unterordnen. Das heißt also, du wirst niemals mit diesem Gott in eine Beziehung treten, weil du dich nach seinen Wünschen nicht unterordnen kannst, sondern nach deinen Wünschen. Es gibt Leute, lieber denk nach, innerhalb der Christenheit, die haben ein Problem mit der Gottheit Jesu. Die können sich nicht unterordnen, also Johannes 1,1, im Anfang war das Wort war Gott und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch, ganz einfach. Jesus, das Wort Gottes, ist Fleisch geworden. Schluss aus, Herr Jesus ist Gott. Da haben die ein Problem mit. Und die können sich nicht unterordnen. Warum? Weil in ihrem Herzen Gott nicht Mensch werden kann. Das ist nicht nur dein Problem, was du jetzt hast. Das gibt innerhalb der Christenheit genauso falsche 50er. Entschuldigung, also nicht wie du falsche 50er, sondern es gibt innerhalb der Christenheit genauso falsche 50er, die sich dem Willen Gottes nicht unterordnen können und wollen. Und die gehen verloren. Weil sie sich einen anderen Gott wünschen, lieber denk nach. Du darfst jetzt nicht in diesem Fettnäpfchen treten und sagen, das gefällt mir nicht. Ja, okay, wenn er so ist, dann will ich ihn nicht. Nein, er ist so und du musst dich unterordnen. So musst du denken. Reza. Ja. Ja. Du und ich sind erwachsen. Das hören wir beide heraus, wenn ich rede, wenn du redest. Jetzt noch einmal. Ich erkenne nun, wo das Problem liegt. Ja. Das Problem liegt also in der Definition Schöpfer und Geschöpf. Deswegen machen wir es doch einfacher. Gib mir doch bitte eine Definition für Schöpfer und für Schöpfung, dass wir uns da einig werden, dann können wir vielleicht auch auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Bitte schön. Der Schöpfer ist allmächtig, die Schöpfung ist nicht allmächtig. Der Schöpfer ist ewig, der Schöpfer lebt ewig von der Ewigkeit. Der Mensch hat einen Anfang, der ist nicht ewig. Und so weiter, da kann ich jetzt tausend Sachen dir zeigen. Aber ne, damit du weißt, was Sache ist. So. Weiter? Bist du fertig, dass ich dann dran bin? Ja, genau. Weiter. Okay. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Der Schöpfer ist der Nichtverursachte, der alles Verursachende, ewig Seiende. Bitte kannst du aufstumm gehen. Du sagst immer alles 30 Mal. Ich weiß, du weißt nicht böse. Das ist ein bisschen störend, nicht böse gemeint. Also nochmal. Der Schöpfer oder besser gesagt, es gibt nur einen unverursachten Verursacher, der ewig ist, der unabhängig ist, von dem alles abhängt, von dem alles kommt und zu dem alles zurückkehrt. Er hört alles, er sieht alles, er weiß alles. Er ist der Unbezwingbare, der alles Bezwingende. Er ist der Allmächtige. Alles, was er erschafft, darüber hat er Macht. Er ist erhaben in irgendwelchen Einschränkungen wie Ort, Zeit oder wie auch immer. Wenn wir das einmal festgehalten haben, dass seine Existenz notwendig ist und wenn er etwas ins Leben bringt, dann ist die Existenz dessen, was er ins Leben gebracht hat, eine mögliche Existenz. Kann existieren, wenn er will, dass es existiert, muss nicht existieren, wenn er nicht will, dass es existiert. Ein Brötchen ist in seiner Existenz eine mögliche Existenz. Ein Mensch ist in seiner Existenz eine mögliche Existenz. Ab dem Moment, und jetzt bitte genau zuhören, wenn wir sagen, die Existenz des absolut Notwendigen ist zeitgleich auch eine Möglichkeit. Der Schöpfer kann auch zum Geschöpf werden, dann hat die Person weder verstanden, was der Schöpfer ist, was seine Attribute sind, noch hat sie verstanden, was ein Geschöpf ist und was die Attribute eines Geschöpfes sind. Und wenn wir jetzt uns hier einig werden, dass der Schöpfer in seiner Existenz absolut notwendig ist, erhaben ist, dann kann der Schöpfer logischerweise nicht zu einem Geschöpf werden, weil das
nicht logisch ist. Das hat nichts mit, es gefällt mir nichts zu tun, es ist nicht schlüssig, es ist widersetzlich, es ist widersprüchlich. Und genauso ist es widersprüchlich zu sagen, ein Teil des Ganzen ist größer als sein Ganzes. Noch einmal, ein Teil des Ganzen ist größer als das Ganze. Das ist nicht möglich. Das Ganze ist größer als jedes Teilchen. Wenn wir also sagen, der Schöpfer ist in seiner Existenz notwendig, dann kann nicht der Schöpfer, dessen Existenz notwendig ist, zu einer möglichen Existenz werden wie der Mensch, Stein, Baum oder sonst etwas. Sind wir uns wenigstens hier einig? Wenn wir hier uns nicht einig sind, dann hat jegliche Unterhaltung, ehrlich gesagt, dann ist sie zum Scheitern verurteilt, nicht böse gemeint. Das ist das Problem. Ich befürchte, dass das so sein wird, dass die Antworten, die nicht gefallen werden, und da kann ich nichts machen. Also ich kann dir alles schlüssig erklären, warum Gott Mensch werden musste. Das kann ich dir erklären. Aber wenn die Antwort nicht gefällt und du bleibst immer noch bei diesem Erhabenen und er hat das nicht nötig und so weiter, egal was ich dir antworte, dann hat es wirklich keinen Sinn mehr. Weil dir die Antwort nicht gefällt. Okay, Reza, eine Frage an dich. Lehnst du Buddhismus, Hinduismus ab, weil sie dir nicht gefallen, oder lehnst du sie ab aufgrund... Nee, weil sie nicht schlüssig sind. Ganz kurz, ihr Dankeschön, ja. Aufgrund... Ja. Bitte, lass mich doch kurz mein... Reza, ja. Ich meine es nicht böse. Man nennt das Interjektion... Reza, hallo. Man nennt das Interjektion. Wenn die andere Person spricht, ist man immer sagt, mach das bitte nicht, es ist ein bisschen störend. Nicht böse gemeint. Ich mache es auch nicht bei dir. Nicht böse gemeint. Ich respektiere dich, das machst du auch, deswegen gefällt mir die Unterhaltung. Wenn wir sagen, Hinduismus, Buddhismus, Agnosticismus, Atheismus, das ist alles falsch aufgrund dessen, weil sie nicht schlüssig sind, dann ist es nicht so, dass wir sie ablehnen, weil sie uns nicht gefallen, weil sie unserem Ego nicht gefallen. Sie sind in sich widersprüchlich, sie sind nicht schlüssig. Jetzt nochmal die Frage, wenn wir das erkannt haben und wenn wir dabei bleiben, dann müssen wir dieses Kriterium der Schlüssigkeit übertragen auf logischerweise unsere aktuelle Thematik, nämlich der Schöpfer, der in seiner Existenz notwendig ist, kann nicht zu einem Geschöpf werden, dessen Existenz eine Möglichkeit ist. Das ist ehrlich gesagt sehr, sehr schlüssig. Und wenn du sagst, es erschließt sich dir nicht, dann werde ich beten, bete du für mich und dann schauen wir, wie es weitergeht. Schön. Okay, danke, das hast du jetzt gerade gesagt und damit hast du dein Allah selber vernichtet. Weißt du auch wieso? Weil Allah selber Körperteile besitzt und sie in der Schöpfung drinne sind. Und nach deiner Logik her kann er dann Gott, dein Gott ja auch nicht mehr Gott sein. Der hat also zwei rechte Hände, ein Schienbein, ein Fuß, ein lächelndes Gesicht. Das willst du uns dann verkaufen als Schöpfer? Wo du noch gerade noch voll so gesagt hast, der ist erhaben, der kommt nicht, der kann das nicht und so. Hast du überhaupt selber mal zugehört? Du hast dich mit fast jedem Satz selber demoliert. Du bist ein Atheist durch und durch und du glaubst nicht an Gott. Du wirst auch niemals an Gott glauben. Ja? Das ist das Problem bei dir. Du hast eine Denkstörung in deinem Kopf. Du schränkst Gott die ganze Zeit ein in deinem Verstand. Wie willst du denn ein unbegrenztes Wesen mit deinem begrenzten Verstand erklären? Ja, Allah kann man erklären. Mit seinen Beinen, mit seinem Fuß, mit seinen zwei rechten Händen, ein Lego-Baustein. Aber dass Gott sich selber im Alten Testament ankündigt, Mensch zu werden in Zacharia 12,10 und sie werden auf mich schauen, den sie durchbohrt haben, so spricht Gott der Herr. Wer bist du, kleiner Mensch? Der sagt, nein, das gefällt mir nicht. Das möchte ich so nicht. Ich will rumphilosophieren. Ich will ein bisschen Verwirrung stiften. Merkst du? Merkst du, wie du Amen. Am Ende bist mit Amen. Deinem Latein? Das ist das Problem. Und Jezza, der Typ ist ein ganz, ganz mieser Dämon, ist das. Ein ganz, ganz mieser Dämon. Mit dem brauchst du überhaupt nicht zu reden. Er ist nur hier oben, um nur Verwirrung zu stiften. Ich bin noch lange nicht fertig. Ich bin noch lange nicht fertig. Noch gar nicht. Ich habe noch ganz viel vor. Ja? Also die ganzen Argumente kann man alle gegen dich verwenden. Sofort den Spiegel vorhalten. Gott, dein Allah, hat Adam befohlen, dass er in den Apfel beißt. Es war nicht mal der freie Wille, den Gott ihm gelassen hat, sondern das, was er schon ihm gesagt hat, dass er machen muss. Und du kennst den Hadith, dass Musa und Adam miteinander argumentiert haben und gesagt haben, ja, wegen dir, sagt der Musa zum Adam, wegen dir sind wir aus dem Paradies geschmissen worden. Da sagt auf einmal Adam zu Musa, warum machst du mich für etwas an, was Allah für mich vorherbestimmt hat, dass ich machen muss?
Siehst du? Dein Gott ist der Teufel. Wahrhaftig. Gott hat den Menschen, unser Gott hat den Menschen den freien Willen gelassen. Deswegen hat Adam und Eva nach ihrem freien Willen gesündigt und sie wurden aus dem Paradies geschmissen. Und solltest du ohne den Herrn Jesus Christus in den Tod gehen, wirst du für alle Ewigkeiten in den Feuersee kommen. Da, wo dein Prophet ist, der ein 6-jähriges Kind angefasst hat und mit 9 Jahren ihre Unschuld genommen hat, die noch nicht menstruiert hat. So ein Müllhaufen. Okay. Hast du das kapiert? Hast du das kapiert? Und du bist der größte Götzendiener, den es gibt. Du pilgerst nach Mekka, um 7-mal einen Stein zu umrunden, dorthin zu laufen, diese riesen Vagina zu küssen, einen riesen Stein, und kommst hin und erzählst über Götzendienst. Schämst du dich gar nicht? Islam ist der größte Götzendienst, den es gibt. Wenn du ein Mann bist. Komm in mein Stream. Leute, ja. Wisst ihr, was der gesagt hat? Der will aus dieser Gesellschaft irgendwann mal so angreifen, wenn es soweit ist. Leute, der Typ, wenn es irgendwann soweit ist, sagt er, sei mal ruhig, Mann, sei mal ruhig, du Dämon, Mann, ehrlich. Ich habe für solche Leute wie dich null Respekt. Ich habe für Leute wie dich null Respekt. Du bist für mich der allerschlimmste, niedrigste Kreatur. Hast du das kapiert? Als du gesagt hast, dass du Frauen, Sexsklavinnen aus ihnen macht, lass mich deine Mama aus Sexsklavin machen. Lass mich deine Schwester Sexsklavin machen. Lass mich deine Cousine Sexsklavin machen. Lass mich das antun, was dein Prophet getan hat. Lass mich das antun, was dein Prophet getan hat. Ekelhafter Typ bist du. Ekelhafter Typ bist du. Kommst hier rein mit deiner Verwirrung. Du bist kein Mann. Du bist kein Mann. Du bist kein Mann. Was, Mann? Willst du jetzt hier auf Duell machen oder was? Du bist geistig verwirrt, Mann. Das ist das Problem. Du verteidigst Finsternis, Mann. Okay, wenn du ein Mann bist, komm in mein Stream. Ich diskutiere, was diskutiere ich überhaupt mit dir? Du bist noch nicht mal in der Lage, meinem Bruder 2 Minuten zuzuhören. Deine Gehirnzellen sind nicht in der Lage, 1 Minute meinem Bruder zuzuhören, um das Prinzip des Gottes der Bibel zu verstehen. Wie willst du komplexe Themen mit meinem Bruder durchgehen? Das ist ja krank. Da ist zu viel Kamelurin schon wieder drin. Das ist das Problem. Kamelurin ist das Gift, was ihr die ganze Zeit zu euch nehmt. Ich empfehle euch, Mohammed als Propheten abzulehnen. So ein Vorbild braucht niemand. Und ihr müsst zum wahren Vorbild kommen, Jesus Christus, für den ihr euch auch nicht schämen braucht. Das ist das. So schnell macht man das. Mit so einem Dämon muss man nur so verfahren. Ja. Ganz schlimm. Mein Bruder, da wisst ihr, was das Problem ist? Jetzt habe ich eine Verstoßverwarnung bekommen wegen Lästerung, wegen Mobbing. Du musst raus und wieder rein. Ah, nee, Danny muss den Stream beenden. Du kannst nicht mehr wieder rein. Habt ihr gesehen, wenn ich einmal reinkomme, wie auf einmal sein ganzes Kartenhaus zusammenbricht, weil er selber gegen seinen Gott argumentiert? Weil der Gott des Islams schuld ist, dass Adam gesündigt hat. Der Gott der Bibel sagt, nein, sie haben einen freien Willen gehabt. Aber der Gott des Islams nimmt den Menschen ihr freien Willen. Das ist das Problem, was wir haben. Und die Muslime das nicht raffen. Deswegen bin ich hier und deswegen hat der Herr mich eingesetzt, dass ich tausende Muslime aus dem Islam rausgeholt habe. Halleluja! Amen. Ja. So ja, läuft genau. Das ab. So geht das. Ich wollte, dass er nur das wirklich versteht, das Prinzip des Gottes. Reza, er hat es verstanden. Er hat es verstanden. Als du ihm das alles erklärt hast, hat er dann nur noch gesagt, jetzt lass mich kurz aussehen. Dann kommt er mit seinem islamischen Blödsinn von Sure so und so. Der ist der Allerhabene, der keinen Teilhabe hat, der sich nicht so... Hast du gesehen? Der hat das gerafft, was du ihm gesagt hast. Der ist ja nicht dumm. Der weiß ganz genau, was der Gott der Bibel ist. Ja gut, also weil das ist die Geisteskrankheit. Ich weiß, du bist ein lieber Kerl, ja, das ist das Problem, aber das ist ein Dämon verkleidet, das ist ein Wolf im Schafspelz. Das habe ich schon sehr oft beobachtet bei ihm. Sehr oft, man muss ihn nur Knockouts verpassen. Ich wollte was sagen, Reza, lass mich das kurz erklären. Der Typ, der gerade hier drinnen war, hat einmal zu einer Schwester gesagt, eine christliche Schwester, die einfach nur etwas kommentiert hat mit 72 Jungfrauen, was nach seiner Theologie ja auch dementsprechend richtig ist. Da sagt er, du willst über 72 Jungfrauen reden, regt er sich voll auf. Sagt er, eines Tages, wenn wir die Oberhand haben hier in Deutschland, werden wir Deutschland dann dementsprechend angreifen nach unserer islamischen Lehre und dann werde ich aus dir meine SEX-Sklavin machen und ich werde es dir sehr gut besorgen, sodass du mich am Ende noch lieben wirst. Schaut euch diese Drecksgesinnung an von ihm.
Problem. Deswegen sage ich immer wieder, lass mich dir das antun, was Mohammed und die Sahaba getan haben. Lass mich doch ein wenig die Sure 4, Vers 24 an dir und deiner Familie praktizieren. Du Teufel, du. Lass mich das mal machen, komm. Ich komme zu dir nach Hause, werde dich fesseln und vor deinen Augen werde ich deine Frau auseinandernehmen. Das, was Mohammed und die Sahaba getan haben, weil du preist das ja, du findest das ja gut. Ich finde, dass das das Allerletzte ist. Aber du bist ein Muslim, der Sure 4,24 prüft und sagt, ja, alles, was mein Gott mir befohlen hat, werde ich machen. Dann lass mich einmal die islamischen Schriften an dir praktizieren, damit du sagst, das ist der letzte Drecksgott, von dem ich je gehört habe. Das war's. Ende aus. Ja. So muss man verfahren. So muss man verfahren mit Dämonen. Ja, der hat ja auch gesagt. Der Herr Jesus Christus hat Menschen schon längst bereit gemacht fürs Gericht. Das ist das. Und da habt ihr das beste Beispiel von ihm, den Albaner, dessen Vorfahren alle gekillt wurden und er heute Muslim ist. Schande, 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 dass sie nicht ihr Gehirn da anmachen. Philosophieren bis zum geht nicht mehr, aber die Geschichte von Albanien sich mal durchzunehmen, was passiert ist, warum sie Muslime sind, nein, das machen 99% nicht. Da haben wir das Problem. Genau. Ja, lass mich mal einmal kurz. Fünf Minuten. Fünf Minuten gebe ich den Leuten. Fünf Minuten, Tarine. Also ich sag mal so, der hat mir damals gesagt, aus deinem Mund werde ich einen Essen mit Essen machen, ne? Ja, genau, ganz genau, ja. Ich hab den gesagt, der Herr segnet, ne? Und hat er gesagt, ja. Dann werde ich einen Essen mit Essen machen, wenn ich dann auf dir einen Essen mit Essen schlafen lasse. Ja. Mhm. Ja. Das ist das, habt ihr das gesehen? Er argumentiert also eindeutig gegen seine eigene Religion und seine eigene Religion ist in sich selbst die Katastrophe. Das ist das Problem. Der Gott der Bibel sagt, dass Adam und Eva den freien Willen hatten und dass die Schlange die Eva verführt hat. Ja, aber dann sehen wir auf einmal auf der anderen Seite, dass der Gott des Islams sagt, nee, ich habe Adam gesagt, er soll das tun. Ja, wer denn jetzt? Die Bibel sagt, die Schlange war's und dann sehen wir auf einmal, dass der sagt, nein, Allah war's. Also Allah ist die Schlange. Ende aus. Genau. Das weiß ich ja, Ami. Ich weiß es ja, das Konzept des Islams ist das, ja. Das Gegenteil vom das, Konzept. Du hättest ihm sofort diese Fragen stellen müssen. Ich wollte bewusst nicht auf seine Religion eingehen. Bewusst nicht. Ich wollte ihm ganz, ganz freien Raum lassen, damit er alle Fragen. Der Typ. Nein. Ja, ich weiß, der Typ hat schon tausende Antworten bekommen. Ich kenne ihn, der hat tausende Antworten bekommen. So wie die Geschwister gesagt haben, er will nicht. Er will rumphilosophieren, der Typ. Er hat so einen auf intellektuellen. Schönen guten Tag, Gottes Segen, Brüder. Gottes Segen. Aber das meine ich, Bruder Riese auch. Das meine ich auch. Der meint ja nur so viel. Ja, mein Bruder hat richtig gehandelt. Mein Bruder hat richtig gehandelt. Der wollte natürlich dem die passenden Antworten geben. Und mein Bruder hat ihm die passenden Antworten gegeben. Und irgendwann mal war mein Geduldsfaden gerissen, wo ich gesagt habe, der Typ hat es gerade verstanden und will immer noch weitermachen. Und da habe ich gesagt, warte, jetzt komme ich mal hoch. Jetzt ist vorbei. Mein Bruder ist ein netter Typ. Er versucht, so gut es geht, mit diesen Leuten zu verfahren. Aber irgendwann mal flippe ich aus und ich habe einen ganz, ganz kleinen Geduldsfaden bei sowas. Ganz, ganz klein. Amir, ganz, ganz klein. Amir, mein Bruder, wie geht's dir? Danke. Ich wollte ganz kurz was sagen, dann geht's wieder raus. Ja. Amir, so wie du dich verhalten hast, sehr wenige Christen verhalten. Normalerweise müssen wir gegen die Dämonen genau so mit dem zweischneidigen Schwert, müssen wir gegen die anderen. So, wir machen das viel zu wenig. Ja, das Problem ist, viele Christen haben Angst. Das ist das Problem. Deswegen sage ich ihnen und spreche ihnen immer wieder Mut. Habt keine Angst. Furcht ist nicht in der Liebe. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Ihr seid durch Jesus Christus gerettet worden. Macht euer Mund auf. Unsere Geschwister werden verfolgt in den islamischen Ländern. Wenn ihr euren Mund hält, hier in der Freiheit, ja, was soll das denn? Ja, was machen die denn, wenn sie in Gefangenschaft sind? Das ist das ja. Und wir dürfen nie vergessen, der Herr Jesus Christus hat uns gezeigt in seinem Wort, wie er mit den Dämonen umgeht. Der hat ihn noch nicht mal sprechen lassen. Ja. Er wusste, dass sie wissen, wer das ist. Gut, wir müssen aufpassen, nochmal, damit die Menschen zu Dämonen erklären. Ne? Leute. Nochmal. Nein, das hat mein Bruder recht. Wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die finsteren Mächte. Er kommt mit einer Religion, die absolut bösartig ist. Richtig. Und deswegen expose ich das Ganze. Und damit die Leute eine Chance haben, ihre geistliche Freiheit wieder zurückzubekommen, die sie durch ihre Imame und Schiuchs weggenommen wurde. Weil sie hängen da in ihren Moscheen auf Predigten und dann hängen die alle da und dann hören die dem XYZ
Zit, Sheikh oder Imam zu und dann geht eine Predigt rein, eine Predigt raus und der Imam labert den voll den Wolf an die Backe oder so, versteht ihr, was ich meine? Ja. Und diese Leute raffen von vorne bis hinten nicht, wo diese Religion herkommt, wer Mohammed war, was genau geschehen ist, wie das Ganze sich entwickelt hat. Und da ist das große Problem. Was meinst du, warum die mich umbringen wollten? Weil ich den gesamten Islam auseinandergenommen habe. Ich habe allen Leuten gezeigt, dass der Islam überhaupt nicht von Gott ist, dass es einen menschlichen Ursprung hat und dass Mohammed diese Religion ins Leben gerufen hat, um seine Triebe zu erfüllen. Sehr gut. Ja, der Geist Gottes, der leitet uns immer weiter. Trotzdem in Liebe bleiben, mein Bruder. Der Herr Jesus, nochmal. Der Herr Jesus Christus sagt, was Bruder gemacht hat, das war vollkommene Liebe. Antworte den Herrn auf seine Nachhalt, damit er sich nicht beweist. So sieht's aus. Der Herr Jesus Christus warnt uns vor falschen Propheten. Sie kommen in Schafskleidern zu euch. Inwendig sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und genau das ist das Prinzip, was der Herr Jesus Christus uns sagt. Prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten rausgegangen. Und wenn ein Christ zu mir sagt, Amir, warum beschäftigst du dich mit dem Islam? Leute, der Islam behauptet, von Gott, dem Allmächtigen zu sein. Seid ihr wahnsinnig oder was? Wie kann man sowas noch außer Acht lassen? Die ganzen Gemeinden sind am Pennen, das ist das Problem. Ja, das ist das große Problem. Schande auf die ganzen Gemeinden hier in Deutschland. Auf alle, die sich nicht damit beschäftigen wollen und herausfinden, was ist das für ein Buch? Wie, der allmächtige Gott hat noch eine Botschaft rausgehauen? Wie, was ist das denn? Sofort auseinandernehmen, was ist das für ein Buch? Woher kommt das? Wer war Mohammed? Dazu ruft uns die Bibel auf. Prüfe die Geister, ob sie aus Gott sind. Was ist los mit euch, Mann? Amen, mein Bruder, Amen, mach weiter so. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Ja. Ob es sich dabei um Geschwister handelt, das ist die nächste Frage. Ne? Das ist das Problem, was wir haben. Das ist das Problem, sehr gut, ja. Und ich möchte euch Mut zusprechen. Ja. Ja, ja. Deswegen, wir sind im Krieg, ob du willst oder nicht. Ein wiedergeborener Diener des Herrn Jesus Christus ist im Krieg, ob er will oder nicht. Das ist so. Du musst standhalten davon. Natürlich sind wir friedvolle Krieger. Wir kriegen nicht Menschen, sondern die geistigen Mächte der Bosheit, der Finsternis. Aber trotzdem sind wir im Krieg. Ja, dass der Herr uns auch mal Ruhezeiten erlaubt, ist seine Gnade. Aber normalerweise, sobald du zum Herrn Jesus kommst, beginnt der Krieg gegen das Böse. Und wie der Bruder Ami gerade gesagt hat, die ganzen Gemeinden, die eingeschlafen sind, die sind doch gar nicht so im Krieg. Die sind im Krieg gegen Kaffee. Die sind im Krieg, den besten Kaffeepreis herauszufinden. Das ist ihr Krieg. Ja, das ist eine Schande, ist das, Mann. Ja, genau. Und bloß nicht, wir wollen die Leute nicht verletzen, bloß nicht, lasst uns nicht über andere Religionen sprechen. Leute, seid ihr Wahnsinn oder was? Was ist denn los mit euch? Da behauptet ein Buch von Gott zu kommen, der Koran, und dass Allah eigentlich der Gott, euer Gott ist. Seid ihr des Wahnsinns? Wovon reden wir hier eigentlich? Sowas gibt's gar nicht. Und wir dürfen eins nicht vergessen. Und zum Herrn ist der schmal. Und wir haben den schmalen Weg gewählt. Und deshalb müssen wir so gegen die Dämonen kämpfen. Hast du recht? Ich bedanke mich. So sieht's aus. Gottes Segen, Bilal, alles klar. Amir, diese ganze Masche von den ganzen sogenannten Christen, die sagen, du sollst dich nicht mit der Finsternis beschäftigen, das ist alles dieselbe Geleier. Wenn die Gemeinde zum Beispiel, okay, alles klar, die sagen, du sollst dich nicht mit dem Islam beschäftigen und so weiter, alles klar. Aber tun die denn selber das Evangelium verbreiten? Ja. Das kommt auch noch dazu. Ja. Das kommt auch noch dazu. Die wollen selber nichts tun und die wollen auch dich aufhalten, damit du auch nichts tust. Und du einfach nur ganz normal in der Gemeinde rumsitzt, sonntags und dann nach Hause gehst. Das soll Christentum sein. Wahnsinn. Ich könnte heulen ja, über den Zustand. Aber das hat der Herr Jesus Christus vorher gesagt. Genau, das ist die Laodicea. Sie lassen das alles zu, dass die Menschen mit ihren Religionen und alles Mögliche hier hinkommen und die Leute ihnen keine frohe Botschaft verkündigen oder gar die Religion auseinandernehmen, demontieren und herausfinden, woher kommen diese ganzen Religionen? Was hat das auf sich? Wer war Mohammed? Wer ist Allah? Was hat das auf sich mit dem Islam? Was ist das? Das sind einfach christliche Sekten, die damals in Saudi-Arabien publik waren und Mohammed von diesen Leuten sich ernährt hat. Ganz einfache Kiste. Das kann jeder in 2-5 Minuten googeln. Das ist überhaupt nicht schwer und das mit seinen Leuten teilen. Da brauchst du nicht mal Theologe sein. Gott segne alle. Ja.
Gottes Segen auch dir, Mensa. Ja, Leute, stark macht ihr das. Ich hab genau richtig gehandelt, Bruder. Das war genau so. Das sind Dämonen. Ich kenne diese Leute. Wisst ihr, was der für eine Gesinnung hat in sich? Und dann ist mir irgendwann der Geduldsfaden geplatzt, weil mein Bruder ist ein lieber Kerl. Er versucht ihm auf die beste Art und Weise das zu erklären. Und er hat das gerafft. Und dann versucht er weiterhin das Ganze zu drehen und sagt, nein, das gefällt mir immer noch nicht, wie du mir geantwortet hast. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt reicht's. Jetzt mache ich die Dämonen platt. Heute Morgen genau bei mir rein und hat genau das gleiche versucht und er hat immer dieses Philosophieren und so weiter, ne? Der ist sehr, sehr manipulativ. Deswegen, du hast genau perfekt gehandelt, Bruder. Ja. Ja. Einfach mal den Spiegel vorhalten. Okay, du beschwerst dich über den Gott der Bibel. Was denn mit deinem Gott, den du auf einmal so voll am Preisen bist und am Ehren bist? Der ist ja noch schlimmer als alles andere. Versteht ihr? Das ist ja das Problem. Das Problem wird aber sein, Amir, der könnte bei einer Diskussion sagen, okay, diese Dinge, dass der Gott des Islams Hände hat und Schienbein hat, das könnte man metaphorisch verstehen. Er könnte das immer noch auf dieser Ebene, verstehst du? Deswegen habe ich mich gar nicht darauf eingelassen, auf dieses Duell auf deinem Gott, sondern ich wollte wirklich, wirklich alles ausklammern und nur den Gott der Bibel ihm erklären. Ich weiß. Du hast es ihm alles erklärt. Du hast es ihm alles erklärt, Cesar. Alles hast du ihm perfekt erklärt. Ich war am Staunen, wirklich. Mit Ruhe, mit Geduld, alles. Der ist schon wieder hier. Was machst du oder nicht, das ist dann seine Sache. Ne? So, also. Wenn ihr. Geht mal kurz auf Sturm und vor allem auch du, die LKW-Fahrer. Reza, du bist ein erwachsener Mann. Fängst du schon wieder an? Die LKW-Fahrer, die deine Eltern beliefern, damit sie Essen haben, du Dämon. Beschwerst dich über LKW-Fahrer, die damit du Essen in deinem Supermarkt hast. Wie krank muss ein Mensch sein? Da fängt das schon an. Wie kann man mit so einem widerwärtigen Menschen diskutieren? Ein Dämon vom Allerfeinsten. Der beschwert sich darüber, dass jemand LKW fährt. Das ist für ihn eine Beleidigung. Zigtausende von Muslime fahren LKW. Der beleidigt alle Muslime. Okay. Nein, bei sowas verliere ich meine Geduld. Bei sowas verliere ich meine Geduld. So ein Teufel habe ich in meinem Leben nicht gesehen, Mann. Okay, Reza, dir zuliebe, ich nehme das Geduld, LKW-Fahrer war von mir unüberlegt, verzeih mir, du bist kein LKW-Fahrer, du bist, was auch immer du bist, Gott sei Dank. Reza, wir hatten eine sehr schöne Unterhaltung, die war sehr, sehr sachlich. Wollen wir diese Unterhaltung in meinem Stream weiterführen, dann kannst du hier Ex-Muslim mitnehmen, dann muss er sich aber an die Regel halten. Reza, stell ihm auch Fragen über seinen Glauben. Alles, was er dir vorwirft, stell ihm auch direkt die gleichen Fragen. Warum bist du so frei? Ich habe keine Geduld für dich. Was für Ängste? Ich habe weder Angst vor dir physisch noch geistig, okay? Ich habe keine Lust mit Menschen zu. Ich kenne dich. Wir alle kennen dich. Dir geht es nicht darum, den Gott der Bibel zu folgen. Dir geht es nicht darum, den Gott der Bibel zu folgen. Ich kenne dich. Raffst du es nicht? Hallo. Du willst Jesus Christus nicht, sonst hättest du schon längst herausgefunden, durch Eigenrecherche, was das Ganze auf sich hat. Keine Angst, Mann. Ich rede deinem Bruder. Dein Bruder Wer hat denn Angst vor so einem Philosophen wie dir? Fahr doch einfach weiter, guck auf die Straße, was mit deinem Bruder redet. Also, Reza, können wir das so machen, bitte? Wir hatten eine sehr schöne Unterhaltung. Die war für alle nützlich. Lieber Bruder, ich bleibe lieber hier mit den Geschwistern zusammen. Ich gehe ungerne ab. Ich bleibe auch hier. Reza. Hey, Danny, stumm ihn mal ganz kurz. Stummer Ex-Muslim. Hey, Danny, du bist keine Marionette. Du kannst ihn kurz stumm, dass ich Reza verstehe, was er sagt. Wie der redet, der Typ. Ne? Geh mal bitte raus. Geh mal bitte in deinen Stream. Mach mal Entspannung. Kannst du bei dir machen. Du kannst Allahs Schienbein massieren von mir aus. Du kannst Macht reinnehmen. Kannst du ein bisschen rasieren gegen den Strich. Du kannst gerne Allahs Schienbein mal ein bisschen rasieren. Ist doch gar kein Problem. Du hast eine Beschwerde. Hab doch keine Angst. Warum hat Allah ein 30 Meter hohes Schienbein? Warum hast du Angst? Genau. Ich bin ängstlich. Nicht, du bist doch ängstlich, du bist doch verzweifelt. Ich bin gar nicht am Fahren. Dann mach deine Arbeit, was auch immer du machst. Dein Bruder, wie sollst du Angst? Ich muss deiner Familie Essen ranbringen, damit die was zu essen haben. Mein Album. Oh, ich schieb weg. Oh,
weiß warum nicht. Hast du Angst, deinen Bruder reden zu lassen? Alle mein Bruder hat es doch schon gerade. Mein Bruder hat dir doch gerade alles erklärt. Lass doch mal andere ausreden. Dann lass doch deinen Bruder anders sprechen. Mein Bruder hat dir doch gerade alles erklärt. Du hast doch gar du hast das verstanden. Und dann warum bist du so ängstlich? Okay, alles klar, alles klar. Ich rede mit dir nicht mehr. Ich rede ja, alles klar. Danke schön. Endlich kommst du zur Vernunft, Reza. Wir haben noch eine sehr, sehr spuckende Unterhaltung. So Dämonen rede ich nicht mehr. Also, geh bitte auf Stunden. Du hast doch selber schon gesagt, dass ab einer gewissen Grenze wir schon nicht mehr weiterkommen. Und es ist wirklich an dir selbst, ob du das annimmst oder nicht. Da können wir nicht mehr weiterreden, weil die Dinge sind schon klargestellt worden. Die Dinge sind schon klargestellt, genau. Und jetzt liegt es an dir, ob du das annehmen möchtest oder nicht. Ich kann das ja nicht machen. Ich kann das nicht ausbilden mit dir. Und wir sind noch dabei, darüber zu sprechen. Wir haben noch gerade vorhin gesagt, hey, geh doch mal ganz kurz auf Stumm, Mann. Du bist extrem laut. Lass deinen Bruder reden. Du bist total laut, Mann. Lass die anderen reden. Dankeschön. So, schau mal, Reza. Du hast gesagt, das Kriterium lautet, es muss sinnig sein, Sinnhaftigkeit, also schlüssig sein. Und wenn wir dieses Kriterium festhalten, dann müssen wir das übertragen auf alle anderen Quellen. Buddhismus, Hinduismus, Judentum, Islam, Agnosismus, Atheismus, hast du nicht gesehen. Das heißt, wir können nicht das Kriterium dann einfach ändern, weil wir sagen, oh, Buddhismus gefällt uns mehr, da müssen wir wenig tun. Oder Islam gefällt uns überhaupt nicht, da ändern wir jetzt beispielsweise das Kriterium. Ich frage dich noch einmal, ich frage dich, weil du bist ein bisschen älter, wir haben eine sehr schöne Unterhaltung. Ja. Wie lautet das Kriterium für absolute Wahrheit? Ich gehe auf Stumm, du hast das Wort. Ja, genau. Die absolute Wahrheit ist Gott selbst. Das heißt, Gott ist der Anfang und das Ende. Die sehen wir auch, dass die Schrift, der Anfang allen Glaubens, die Schrift Gottes, eben der Gott der Bibel ist die Bibel und nicht der Koran. Das heißt also, allein wenn wir schon auf dieses Kriterium eingehen, zeigt sich die Wahrheit Gottes, indem er eben zuerst, du kennst ja das Wort, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und derjenige, der danach kommt, ist nicht der, der zuerst da war. Das sind zwei verschiedene Personen. Ja, das ist der zuerst kommt, mal zuerst. Und das ist der Gott der Bibel. Und allein nur anhand dieses Kriteriums sehen wir, dass der Gott der Bibel der Anfang allem ist, von allem. Und nicht der Koran, weil der Koran kam zum Schluss, der Islam. Reza, meine Frage, Reza, bitte, wir haben eine sehr schöne Unterhaltung. Ich habe dich darum gebeten, mir etwas zu nennen. Hätte ich dich darum gebeten, mir etwas zu erklären, würdest du, was du gemacht hast, richtig liegen. Noch einmal, nenne mir das Kriterium, nicht die Glaubensinhalte oder das System, das Glaubenssystem. Nenne mir bitte, wie lautet das Kriterium für absolute Wahrheit? Anhand welcher Kriterien oder Kriterium erkennen wir, dass diese Quelle die absolute Wahrheit ist vom absoluten Gott. Bitteschön. Ja, also im Gegensatz zu den anderen Glaubensgemeinschaften meinst du jetzt Buddhismus, Hinduismus und so weiter, ja? Das meinst du jetzt? Welches Kriterium erlaubt uns zu erkennen, dass das der Gott der Wahrheit ist? Nein, ich versuche es ein bisschen anders zu formulieren. Woran machen wir fest, anhand welcher Kriterien oder Kriterium machen wir fest, dass diese Quellen diesem Kriterium nicht gerecht werden, aber diese eine Quelle ist hier gerecht geworden. Geh doch mal auf Sturm. Warte, sei mal ruhig. Lass mich mal ganz kurz warten. Okay, du willst ein Kriterium? Sei ruhig, Mann. Du willst ein Kriterium? Mit dir muss man anders verfahren. Lass mich mal ein bisschen reden. Komm, beantworte mal jetzt mal meine Fragen. Beantworte auch mal unsere Frage. Mach mir nicht einen auf Philosophen und auf Macker hier. Was soll das, Mann? Lass mich auch mal, lass mich ein wenig über deinen Glauben auch mal sagen. Lass mich mal eine Frage stellen. Der Typ will nicht mal eine Frage beantworten und stellt sich von Fragen, Mann. Das kannst du keinem erzählen. Der will, dass man ihm ein Kriterium gibt. Auf einmal sehen wir, was dein Gott hier macht. Schau dir das mal an. Danny, stumm den mal. Wenn jemand die ganze Zeit so redet, stumm den mal, damit man dem mal ein bisschen... Sei mal kurz ruhig. Sei mal kurz ganz still. Lass deinen Bruder reden. Du willst das Prinzip, guck mal hier, das Prinzip ist Islam. Guck mal, wenn der mich nicht reden lässt, weil er weiß, dass es gefährlich ist. Okay, dann nenne das Kriterium, dann lass ich dich reden. Guck mal hier, das Kriterium ist, wenn wir sündigen, werden wir für unsere Sünden bestraft, richtig?
Das Kriterium für die Schlüssel. Ist ja kein Problem. Das Kriterium ist, werden wir für unsere Sünden bestraft, ja oder nein? Hey, sag mal, sprichst du Deutsch? Nenn das Kriterium. Der Typ ist heftig, ne? Noch einmal. Warum bestraft uns Gott? Warum bestraft uns Gott? Warum bestraft uns Gott? Bleib doch mal locker. Lass deinen Bruder reden. Antwort. Sei mal kurz ruhig. Warum bestraft uns Gott? Nenne das Kriterium. Warum bestraft uns Gott? Ich zeige dir das Kriterium. Lass mich mal beantworten, dann zeige ich dir. Man muss nicht übertönen. Man muss nicht übertönen, weil du nicht hörst. Warum bestraft uns Gott? Warum bestraft uns Gott? Nenne uns das Kriterium. Das ist das Kriterium. Antworte, warum bestraft uns Gott? Das ist das Kriterium. Antworte erstmal, dann werden wir deine Religion jetzt vor deinen Augen vernichten. Antworte und dann werde ich deine Religion vor deinen Augen bloßstellen. Pass auf. Warum hast du Angst? Guck mal, ich habe Angst. Antworte, da sehen wir, ob du Angst hast. Das Kriterium. Wieso? Antworte und dann wirst du sehen, was das für ein Kriterium ist. Da sehen wir, was für ein Dummbatz dein Gott ist. Anhand welcher Kriterium? Anhand dieses Kriteriums sehen wir, wie dumm Allah ist. Anhand dieses Kriteriums sehen wir, wie dumm Allah ist mit seinen Schienbeinen. Dass Allah das dümmste Wesen ist. Dass Allah das dümmste Wesen ist, was es überhaupt gibt. Und das ist doch nicht mal eine Beleidigung, das ist eine Tatsache. Ich kann dir das beweisen. Pass mal auf. Warum bestraft uns Gott? Ich erkläre dir das Kriterium. Warum bestraft uns Gott? Hier, ich gehe auf stumm, erklär mal. Guck mal, jetzt geht er auf stumm. Du sollst mir erst mal beantworten. Warum bestraft uns Gott? Das Kriterium nennt Intelligenz best. Ist so Antwort und dann wirst du sehen, wo die Reise hingeht. Hab keine Angst, ich bin bei dir. Mach dir keine Sorge, Schippe. Heute wirst du vorgeführt. Keine Sorge, Dr. Sheikh Abu Amin ist da für dich. Ich werde dir zeigen, was du für eine Religion folgst. Antwort und dann zeige ich dir Kriterium. Hier spielst du dieses Spielchen nicht. Mit mir spielst du dieses Spielchen nicht, Schippe. Spiel dich hier nicht auf. Spiel dich nicht auf, antworte wie ein vernünftiger Mensch. Antworte. Du willst die ganze Zeit von meinem Bruder antworten. Wir wollen auch mal von dir antworten. Okay. Jetzt antworte. Hab doch keine Angst. Don't be scared. I'm here for you. Willst du Englisch mit mir reden? Mach mal. Antworte. Warum bestraft uns Allah? Nenn das Kriterium. Hab keine Angst. Komm, nenn es. Ja, ich nenne dir dann das Kriterium. Seht ihr, Leute, wie der Paras bekommt? Weil er weiß, dass ich etwas sage. Der hat so Schiss, der Albaner. Der hat so einen Schiss, weil er weiß, was ich für ein Repertoire besitze, der Kleine hier. Mit mir kommst du nicht weiter mit deiner Philosophie, ne? Antworte! Warum? Guck mal, wie... Danny, stumm den mal, damit der antwortet. Danny, stumm den mal. Danny, stumm den mal, damit der antwortet. Danny kann dir nicht helfen. Antworte, damit ich... Er kann dir nicht helfen. Ex-Müsli, siehst du, der beleidigt seine Muslime. Der nennt mich Müsli. Guck mal, wie der... Ex-Müsli, guck mal. Unbewusst beleidigt er seine eigenen Muslime. Antworte. Warum bestraft uns Gott? Dann sehen wir, dass der Allah ein Idiot ist. Guck dir das an. Guck mal, wie ekelhaft der ist. Ekelhaft sind deine Aussagen und deine Religion, die gesagt, dass man Sexsklaven immer haben kann. Du hast dich blamiert habe ich dich gerade. Ja, ich habe dich auseinandergenommen. Du kannst nicht mal eine simple Frage beantworten. Warum bestraft uns Gott? Eine simple Frage, Mann. Eine simple Frage. Hast du zu viel Chavip-Chichi gegessen oder was? Zu Thomas Kevin Urine. Antworte. Leute, ihr seid meine Zeugin. Der kann nicht mal eine Frage beantworten. Eine einzige Frage. Stumm den, Danny. Damit der erstmal zuhört. Beantworte uns eine Frage. Das kann mit dem nicht reden. Das bringt diesen Stummen. Der wird sicher einen Stummen selber.
Der lässt mich noch nicht mal ihn etwas fragen. Das muss ich mal geben. Kriterium. Anhand welcher Kriterien erkennen wir die Wahrheit? Das werde ich dir, ich werde dich mitnehmen auf eine Reise. Dann wirst du sehen, wer Allah ist. Pass mal auf. Antworte mal. Du weißt ganz genau. Du weißt, was für ein Repertoire ich besitze. Deswegen bist du gerade am Zittern. Deswegen bist du am Zittern. Deswegen, damit alle sehen, was der Islam ist. Was der Allah macht. Pass mal auf. Antworte, warum bestraft uns Gott? Warum bestraft uns Gott? Warum bestraft uns Gott? Warum bestraft uns Gott? Ich schreie die ganze Zeit weiter, bis du antwortest. Warum bestraft uns Gott? 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 Antworte. Ich werde so lange weitermachen, bis du kotzt. Warum bestraft uns Gott? Warum bestraft uns Gott? Warum bestraft uns Gott? Warum bestraft uns Gott? Warum bestraft? Anhand dieses Kriteriums werde ich dir zeigen, dass der Islam Quatsch ist. Nenn das Kriterium. Seht ihr, was der macht? Seht ihr, der will mir nicht antworten. Der will mir nicht antworten. Ich werde dir dann zeigen. Anhand deiner Antworten sehen wir dann, dass wir den Islam gleich zerstören. Anhand deiner Antworten. Was willst du mir mein Wort die ganze Zeit? Danny, schmeißt du den mal raus oder was ist los mit dir? Danny, sei aufrichtig, Danny. Was ist das für ein Typ, Mann? Der kann doch nicht mal eine simple Frage beantworten, der Kaputte. Tut mir leid, aber es ist nicht mehr normal. Warum bestraft uns Allah? Das ist der Wahnsinn. Ich wollte ihn nur fragen, warum bestraft uns Allah? Seine Antwort wäre, ja, weil wir sündigen. Dann hätte ich ihn gefragt, ja, wenn wir nicht sündigen, dann bestraft er uns nicht. Nein, also nicht. Dann sehen wir auf einmal, dass in den Hadithen etwas steht, was ihn natürlich direkt vernichtet und seine Religion auseinandernimmt. Und dahin wollte ich ihn führen, weil das Kriterium dann ausschließt, dass Allah und seine Religion, dass Allah Gott ist und seine Religion von Gott kommt. Weil das ein Blödsinn ist. Gott bestraft uns, weil wir sündigen. Wenn wir also nicht sündigen, wozu soll denn Gott uns bestrafen? Dahin wollte ich ihn bringen. Deswegen, er wusste ganz genau, wo die Reise hingeht. Ich hätte ihn vor allen Leuten manipuliert. Weil er weiß, was es los ist. Ich habe auf alle Fragen geantwortet. Aber auf eine Frage von dir will er nicht antworten. Natürlich nicht, weil er weiß, was ich drauf habe. Er weiß, was für ein Repertoire ich besitze. Das ist das. Ja. Der will nur philosophieren, merkst du? Weil du ihm nicht schaden kannst. Deswegen will nur, dass du seine Fragen beantwortest, damit die Leute, die zuhören, eventuell so shakern, wie du schon gesagt hast. Aber deswegen wollte ich ihm auch mal eine Frage stellen, falls die Muslime, die hier drin sind, auch etwas zum Grübeln bekommen, wie dumm diese Religion eigentlich ist. Verstehst du? Ja. Das ist ja, ich weiß. Ja, ich wollte jetzt... Antworte den Toren nach seiner Torheit. Genau so sieht's aus. Jetzt unabhängig von seiner Religion wollte ich halt das gesamte Konzept des biblischen Glaubens mal ihm erklären, warum. Vielleicht versteht er das wirklich nicht. Der versteht alles. Ihm geht es nicht darum. Er will Aufmerksamkeit, er will ein bisschen Reichweite generieren. So einer ist das. Ihm interessiert das nicht. Er will im Islam drinne bleiben. Aber deswegen wollte ich ihn gerade in eine Richtung lenken, damit wir alle sehen, wie verrückt der Islam ist, was Allah da macht. Und er weiß das. Er weiß, was ich alles weiß. Ja. Er weiß das genau. Das Konzept alleine schon, was du da meintest mit der Sünde. Allah hat ja gesagt, dass wenn die Menschheit nicht gesündigt hätte, hätte er eine andere Menschheit geschaffen, die sündigt. Also dieser Gott. Ja. Aber darauf wollte ich Ihnen gar nicht erst so sagen. Leser, du musst wirklich rein biblisch. Ja, weil er weiß, das ist das Problem. Weil er weiß, du wirst ihm dann nicht gefährlich, weil er selber dann nicht antworten kann. Das ist das Problem. Weil er schon von Anfang an zugegeben hat, wo er gesagt hat, ja, wir müssen noch ehrlich bleiben. Wenn ich etwas nicht weiß, dann weiß ich das nicht. Weil er will sich hier nicht vor den ganzen Leuten blamieren. Wenn ich ihm dann eine Frage stelle aus Sahih Bukhari, was natürlich den absoluten Wahnsinn dann hervorbringt. Was ist das für ein Gott? Was ist das für eine Religion? Was ist das für ein Prophet, Mann? Der weiß über seine eigene Religion. Das weiß ich nicht, aber er hat Angst bekommen. Hast du gesehen? Nicht eine Frage. Ich wollte nur sehen, dass er sagt, ja, weil wir sündigen. Weil das würde ja jeder beantworten. Warum bestraft uns Gott? Ja, weil wir sündigen. Und deswegen bestraft uns Gott. Also wollte ich ihn fragen, wenn wir also nicht sündigen, was für eine Berechtigung hat denn Gott uns zu bestrafen? Richtig, Leute? Ja, sicher. Da wollte ich ihn hinbringen und ihn zu Fall bringen, damit sein ganzes Kartenhaus zerbröckelt und zerbricht. Und da hat er mich nicht gelassen, dieser Chivapchichi. Da war zu viel Chivapchichi im Kopf.
mit Kamelurin. Ja, also es gibt da zwei Arten, halt mit so einem Menschen zu reden, zu diskutieren. Entweder so, wie der Amir das macht, eben mit seiner eigenen Religion eben zerschlagen oder eben, so wie ich das gerade gemacht habe, eben gar nicht auf seine Religion eingehen, sondern neutral über das biblische Verständnis von Errettung und Gott ganz einfach alle Fragen zu beantworten. Ne? Es gibt individuell verschieden. Ja, das könnt ihr so handhaben, wie ich das gemacht habe oder wie der Ami das macht. Das müsst ihr nach eurem eigenen Gutdünken dann entscheiden. Ne? Ja, ich deswegen habe ich die ganze Zeit immer weiter gemacht, damit ihr in Bedrängnis kommt. Antworte, warum straft uns Gott? Warum bestraft uns Gott? Immer weiter, bis das in sein Gehirn reinkommt. Ja, und er wusste ganz genau, worauf ich hinaus will, weil er eventuell diese Hadithe kennt, die er selber für problematisch hält. Und dann sagt er, ich glaube nicht an alle Hadithe vom Koran. Guck mal, der Hamdi ist jetzt, der hat das Kreuz als Symbol, der ist fix geworden. Guck mal. Das ist nicht der echte. Das ist Ding. Nein, hör auf damit, ey. Da kannst du dein Schwimmern durch gefährden, Bruder. Mach das weg. Auf so ein Niveau gehen wir niemals herab. Hör auf. Wir sind natürlich hart in unseren Worten, aber mit so Bildern und sowas haben wir nichts zu tun. Das ist der Kindergarten. Das kannst du dem Hofnarren geben. Damit kann er sich die Fingernägel und Fußnägel lackieren und mein Hintergrundbild weiterhaben. Damit alle Leute aufmerksam werden auf mich. Ja, schlechte Werbung ist auch gute Werbung. Richtig! Sehr gute Publicity. Soll immer weitermachen. Ja. Danke, Herr Jesus Christus, dass du uns benutzt, damit wir diese Finsternis zerschlagen und damit dein Wort immer das Höchste stehen gelassen wird. Du bist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. 1. Johannes 5,20. Amen. Amen, Amen. Und deswegen habe ich ja kurzzeitig, Amir, wenn du zugehört hast vorhin, ja, du bist hast sehr du lieb. Gemerkt, du bist sehr, sehr lieb. Nenne, ich habe kurz, lieb. Nur ganz kurz, dieses Konzept von Gott der Bibel und Konzept des Gottes von Islam kurz gegenübergestellt, aber nur wirklich nur ganz kurz einmal. Ja. Und zwar bei der Frage nach dem, warum Allah nicht einfach so vergibt bei Adam und Eva. Da hat er auf einmal gesagt, nein, jetzt nicht ablenken, weil er wusste, wenn er darüber nachdenkt, ist Feierabend. Weil Gott nicht einfach vergeben kann. Mein Bruder hat das allen erklärt. Wenn die Muslime sich nur 5 Minuten, ja genau, wenn die Muslime sich nur 5 Minuten nehmen. Ich wollte wirklich gar nicht, ich habe mir vorgenommen, gar nicht auf das Konzept des Islams einzugehen. Wirklich neutral seine Fragen zu beantworten, damit die Leute im Chat, die sich auch für die Wahrheit interessieren, eben auch solche Fragen beantwortet bekommen. Ne? Weil darüber reden so auch sehr wenig Menschen, sehr wenige Evangelisten reden wirklich in der Tiefe über das Konzept über das Konzept des Gottes der Bibel. Und das wollte ich so ein bisschen nachholen jetzt. Das Problem ist, wenn das ein Atheist wäre, hätte ich überhaupt gar kein Problem, dass er die ganze Zeit dir die Fragen stellt. Aber weil er ein Muslim ist... Das ist ja das Problem. Das will ich dir gerade erklären und den anderen. Aber weil er ein Muslim ist, hat er dasselbe Prinzip in seiner Religion mit seinem Gott und dann kann man einfach nur den Spiegel vorhalten und sagen, ja, aber du machst uns einen Vorwurf, was bist du denn da noch Muslim? Das ist ja noch schlimmer als alles andere, dann komm doch raus. Da kannst du Atheist werden. Den Gott der Bibel willst du nicht. Aber deinen eigenen Gott akzeptierst du mit diesem Wahnsinn, aber wie heuchlerisch bist du dann? Ja. Ich wollte mich gar nicht darauf einlassen. Und der fragt ganz ruhig, ich antworte ihm ganz ruhig über das Christentum, über den Gott der Bibel. Ich habe sehr kurzen Geduldsfaden bei solchen Dämonen. Ich weiß. Ja, Gott, deswegen, ich habe dich aufgeholt, du wolltest eine Frage stellen. Hallo? Barbie, Nachfolger, Barbie, du bist dran. Hallo? Is it me? Hallo? Ever know? Let's play it again. Na 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 na.
Anja, let's twist again. Die greatest hits werden wieder rausgebracht. Let's twist again. Come on, let's twist again. In allem, was ihr tut, verliert niemals eure Freude. Der Herr Jesus Christus segnet euch. Amen, amen. Ja. Hey, dieser denkt nach, der ist berühmt, wenn ich doch, ne? Ja, der ist stur. Der ist sehr, sehr stur und sehr ignorant und möchte einfach nicht. Ja, der will, der hat schon einiges begriffen. Aber der will weitermachen, Mit dem kann man gar nicht reden. Ja. Da brauchst du Geduld, aber bei sowas habe ich überhaupt keine Geduld. Zumal er auch diese ganzen Aussagen von damals getätigt hat, dass er bald, weil er weiß, was seine islamischen Schriften sagen, bezüglich des Kampfes, offensives Dschihad, der kennt sich aus. Und er weiß, dass er eines Tages, wenn sie die Oberhand haben, werden sie die Nicht-Muslime vor die Wahl stellen. Und so wie er gesagt hat, dann werde ich aus dir eine SEX-Sklavin machen. Ne? Und ich werde dich sehr gut behandeln, sodass du mich am Ende noch lieben wirst, wenn ich mit dir Liebe mache. Als er diesen Satz gesagt hat, ich habe mir nur gedacht, lass mich das mit deinen weiblichen Familienmitgliedern machen, damit du ein bisschen Medizin, ein bisschen kostest von deiner eigenen Religion, weil du findest das ja gut, dass du das Menschen antust. Dann lass uns das auch dir antun. Ich werde dich fesseln, so wie in Sure 4,24, die Schlacht um Autars. Und dann kommen wir mit einer Horde von Leuten und werden Sure 4, Vers 24 an ihm und seine Familie praktizieren. Vor den Augen von ihm werden wir dann seine weiblichen Familienmitglieder dann nach Sure 4, Vers 24 dementsprechend dann behandeln. Wahnsinn, ne? So eine Religion lassen wir in Deutschland zu. Das ist eine absolute Katastrophe. Armutszeugnis an Deutschland. Ich habe kein Wort verstanden. Ja, mein Bruder hat das sehr gut gemacht, das habt ihr alle gehört. Der hat sehr bedacht, sehr behut und geistlich auf dem höchsten Niveau ihm geantwortet. Und da hat man gemerkt, dass er das auch begriffen hat. Und dann hat er natürlich auch dementsprechend das Thema auch versucht, in eine andere Richtung zu lenken. Ja. Und dann habe ich natürlich irgendwann den Geduldsfaden verloren und dann musste ich natürlich brettern. Ne? Also geht dann nicht mehr anders. Bruder Anja, ich bin Platina, wüsste ich auch manchmal. Die lächeln voll über dich. Und Muslime waren auch heute bei mir im Team. Die sagten, ja, Anja, der war kein Moslem. Ich sag, hier, hör mal zu, du kannst dich über ihn. Erstens ist er mit anliegen, zweitens sagt er doch direkt ins Gesicht. Also die behaupten das schon seit Jahren, Mann. Die behaupten das seit Jahren, obwohl ich ihnen mein Zeugnis gegeben habe. Die Leute sind am Ende, die Muslime sind am Ende, weil viele Muslime Zweifel haben gegenüber dieser Religion, weil ich gerade diese Detonation ausgelöst habe. Und dann sagen die meisten, das war nie ein Muslim. Damit geben sie sich dann zufrieden. So behämmert ist das Ganze. Gehen wir mal rein hypothetisch davon aus, dass ich kein Muslim war. Ändert das was an meinen Argumenten oder an meinen Beweisen, die ich gegen den Islam gebracht habe? Bist ja bekloppt. Ja, du bringst ja die Quellen. So sieht's aus. Es ändert also nichts gegenüber dem, was ich sage und was ich an Beweisen gebracht habe. Das ist einfach nur eine billige Ausrede. Ja. Die Leute müssen schlau sein. Die müssen sagen, ja, gehen wir mal rein hypothetisch davon aus, dass er überhaupt kein Moslem war. Was ist denn trotzdem mit den ganzen Aussagen? Was ist denn trotzdem mit den Hadithen? Was ist trotzdem mit den ganzen Sunna? Was ist trotzdem mit den Aussagen der Gelehrten? Wollt ihr das alles leugnen oder was? Seid ihr bekloppt? Und dann geben wir uns zufrieden, wir waren niemals Muslim. Verzweiflung. Sehr gut. Du hast es gesagt, Verzweiflung. Da ist das Stichwort. Ja. Naja. Sie sind sehr verzweifelt, sehr, sehr verzweifelt. Und ich habe Zeugnis gegeben, ich war ehrlich genug, habe gesagt, ja, wir haben eines Tages alle mal in der Jahiliya-Zeit gelebt. Alle von ihnen, alle, die ihr heute seht, die auf einmal in Dawah-Teams sind, die haben alle genauso gelebt wie ich, bis es einen Zeitpunkt gab, wo sie sich dann mit der Religion beschäftigt haben. Ich genauso, ich bin dann zum islamischen Unterricht gegangen, wollte mehr von meiner Religion wissen und ich habe herausgefunden, dass der Islam Quatsch ist. Und sie sind einfach durch Ignoranz drinnen geblieben. Ich nicht. Ich war niemals so. Und das können die nicht ab. Das können die nicht ab. Ich hoffe, dass die Augen öffnen, so wie du heute. Ja, ich habe schon zigtausende durch den Herrn Jesus Christus die Augen geöffnet. Die haben alle den Islam verlassen. Ja. Eine Teufelsreligion, du. Amir, und wie kann Allah die in die Hölle selbst schicken? Allah schickt die selbst hier, Sure 4, 168 und Sure 4, 169. Wie kann was das sein? Also.
Warte mal. Ich suche noch mal in, also ich habe es mir aufgeschrieben, aber ich suche noch mal in Ding, im Koran. Ein anderes Prinzip. Ein anderes Prinzip, was Allah ausschließen lässt als Gott und seine Religion. Gott möchte doch nicht die Menschen in der Hölle füllen, oder was? Ist das Gottes Wille, die Menschen in die Hölle zu versammeln? Oder ist das der Wille des Teufels? Ja. Das ist ein Ausschlusskriterium, eindeutig. Gott hat kein Verlangen, die Hölle mit Menschen zu füllen. Weil Gott der Bibel sagt in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4, denn der Gott der Bibel möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und daran sehen wir das Ausschlusskriterium auch in diesem Fall. Allah will in Sure 11, 119 die Hölle mit Menschen füllen. Das ist der Teufel, ist das, Mann. Ja, aber wirklich, ja. Ja, noch ein Ausschlusskriterium. Weil dass Allah nicht Gott sein kann und der Islam nicht von Gott ist. Weil Gott möchte ja die Menschen retten und sie nicht in die Hölle versammeln, oder? Ja, so ist es. Eindeutig, fertig. Islam ist Geschichte. Sofort alle zum Gott der Bibel kommen und gerettet werden. Das war's. Alle zu Jesus Christus. Ja, die wissen ganz genau, was ich für eine Detonation ausgelöst habe. Das ist das. Weil ich mit der gefährlichste Ex-Muslim bin, den sie jemals gesehen haben. Das ist das. Anhand die Videos von meinem YouTube-Account, ne, das hat sie alle sehen lassen, was ich da herausgefunden habe, ne. Die meisten dachten, die meisten kennen das gar nicht. Nicht mal die Imame und Schiuchs kennen das, was ich denen da zeige. Das ist ja das Problem. Einige von ihnen, ja, die haben davon mal gehört. Nur flüchtig. Ja, und dieser ganze Wahnsinn kommt ja durch das Internet jetzt zum Vorschein. Und sie müssen sich wohl oder übel damit auseinandersetzen. Ja. Dein Zeugnis ist sehr schön, Bruder, in YouTube. Ja, ehrlich bis zum geht nicht mehr. Ehrlichkeit bis zum geht nicht mehr. Amen, amen, amen. Ich habe nie gesagt, dass ich voll der ultra heftigste orthodoxe Muslim wäre und Millionen mal gebetet habe und so. Nein, ich habe genauso wie Millionen andere Muslime in der Jahiliya-Zeit vor islamischer Unwissenheit gelebt und mein Leben gelebt. So, sind als Muslime geboren, haben mit der Religion nichts zu tun. So wie alle anderen auch. Und dann irgendwann mal kommt der Zeitpunkt, wo man sich dann mit den Religionen beschäftigt, weil man innerlich etwas spürt, was den Verlangen nach Gott uns in unserem Herzen offenbart, weil Gott in unserem Herzen gelegt hat, dass wir auf die Suche nach ihm gehen. Das ist das. Ja klar, das ist Jesus Christus. So sieht's aus. Und am Ende der Reise durch dieses ganze islamische Programm kam am Tunnel das Licht, und zwar der Herr Jesus Christus, der da ist, das Licht der Welt. So ist das. Amen, amen. Aber sie werden niemals aufhören, sich zu stoppen. Ja, sie wollen mich ja Nackentherapie verpassen. Das ist das Aufhalten von ihnen. Ja, aber Jesus lässt das nicht zu. So, es ist auch Psalm 91, Leute. In mir wurde das, habt ihr das eindeutig vor euren Augen gesehen. Psalm 91. Amen, amen, amen. Ja. Auch wenn ich eines Tages gehen muss durch die Hand eines Muslims, so habe ich alles richtig gemacht und viele, viele Menschen die Augen geöffnet. Und Gott hat sich auch bewiesen oder erwiesen, dass er lebendig ist und für mich da war. So sieht's aus. Amen, amen. Dann sehen wir uns im Himmel, Bruder. Amen, so sieht's aus. Und alle anderen Geschwister auch. So sieht's aus, so sieht's aus. Römer 8, 38, kann jeder von euch lesen. Römer 8, 36 bis zum Ende des Kapitels dann lesen. Dann wisst ihr, denn niemand vermag uns von der Liebe des Christus zu scheiden. Weder Blöße, Angst, Schwert, Hunger, wie geschrieben steht. Um deines Namens willen werden wir geschlachtet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir umhergeirrt. Aber wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. So ist das. Wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat und sein Amen. Leben gegeben hat. Amen. Einfach nur Römer 8,36 lesen, damit ihr schön gestärkt werdet, getankt werdet mit Kraft und Mut und Stärke. So sieht's aus. Römer 8,38, also 8,36 bis zum Ende des Kapitels. Kann ich euch jeden ans Herz nehmen. Ja genau, das ganze Römer Kapitel 8 ist eine Ermutigung, zum Glauben an den Glauben festzuhalten und standhaft zu bleiben. Keine Angst zu haben. Und Epheser 6, niemand ohne die Ausrüstung. Ja. So sieht's aus. Ja, was die Muslime auch Probleme haben zu verstehen, ist eben das Konzept, dass der Gott der Bibel eben das ich höre mich doppelt an, stumm hat. Ja. Genau. Dass der Gott der Bibel eben das Böse in seinen Händen hält,
dass der Satan und seinen Dämonen und eben das Böse auch mal erlaubt. Ja, also er erlaubt nicht nur das Gute, sondern auch das Böse, alleine weil der Mensch eben mit einem freien Willen ausgestattet ist. Und aufgrund seines freien Willens ist er auch ein Werkzeug für Satan und seine Dämonen, wenn er was Böses tun will. Dann benutzt der Satan und die Dämonen den Menschen in Sachen freier Wille. Wenn er was Böses hat, dann verstärken Satan und seine Dämonen eben diese Handlung oder diese Gedanke. Aber es ist immer noch der freie Wille des Menschen, und dass der Gott der Bibel den freien Willen des Menschen akzeptiert und zulässt, wenn er auch das Böse tun will, das wollte ich, dass er das versteht. Wie ich schon sagte, Lukas 22, sagt der Herr Jesus, es ist so bestimmt worden, dass das mit mir geschieht, was geschehen soll. Aber wehe dem, durch dessen Hand es geschieht. Ja? Amen. Das heißt, Gott wusste, dass der Judas den Herrn Jesus verraten wird. Aber nicht Gott hat das bewirkt, dass der Judas den Herrn Jesus verrät, sondern Gott hat den freien Willen von Judas benutzt, weil er freiwillig Gott den Herrn Jesus verraten wollte. So sieht's aus. Das hat der Herr eben benutzt. So wie wir haben das alle verstanden. Ja. Ja, so wie der Herr Jesus zum Beispiel auch die umliegenden Völker um Israel benutzt hat, um sie zu strafen. Boshaftigkeiten, um seinen Volk zu züchtigen und zu bestrafen. So sieht's aus. Und das muss er verstehen. Das wollte ich ihm erklären, beziehungsweise den Leuten, die ich Chat zugehört haben. Er hat alles verstanden, weil es etwas sehr Wichtiges ist. Ja. Da hat jemand geschrieben, der will, denk nach, will heute ein Stream von dir machen und der will so ein Video von dir veröffentlichen, hat jemand hier reingeschrieben. Ja, soll er machen, lass ihn doch. Er hat doch nichts anderes mehr, das ist das Problem, der ist verzweifelt, der Typ. Soll er machen? Er ist am Ende, der Typ. Folgt einer Religion, der fährt sowieso zur Hölle, wir müssen eigentlich für ihn weinen. Ihr wisst ja, wo er hinkommt nach seinem Tod. Ganz arme Seele, ist ein ganz armer Freak ist das. Mehr ist das gar nicht. Dass er vom Staatsschutz nicht dafür belangt wurde, dass seine Tür eingetreten wurde durch seine Aussagen, ne, mit SEX-Sklavin und wenn wir Deutschland angreifen und so. Ja, muss man vorsichtig sein, ne? Seine Aussagen sind da. Wir können das ja gerne der Polizei mal vorspielen. So sieht's aus. Muss man sich warm anziehen, wenn auf einmal das SEK seine Tür eintritt, ne? Wenn auf einmal Kinder und Frauen da sind. Ja? Muss man ganz vorsichtig sein. Bewegt sich auf ganz dünnem Eis mit seiner Terrorsekte. Okay, Leute, zur Abschied möchte euch Gottes Reich bewegen. Okay, alles klar. Ciao. Mach's gut, ciao. Ciao, ciao. Ja, das ist das Problem, ne? Die Leute sind am Ende. Sie sind am Ende mit ihrem Latein und wissen sich gar nicht mehr weiterzuhelfen. Sie schlagen dann nur noch um sich, ne? Sie demolieren mit ihren eigenen Aussagen ihre eigene Religion und sind sich dessen gar nicht bewusst, was sie da eigentlich sagen. Ne? Das ist so krank. Deswegen habe ich mich ja mit beidem intensiv beschäftigt, damit ich weiß, aha, das, was die Muslime da sagen, die widerlegen gerade ihren eigenen Gott des Islams. Warum sind sie ja noch Muslime? Ja. Ja, und der Herr Jesus wusste natürlich, dass der Judas eben ihn verraten wird. Und er hat trotzdem mit dem Judas am Tisch gesessen beim letzten Abendmahl und hat mit ihm gegessen. Der Herr Jesus wusste das, aber er hat es erlaubt, er hat es zugelassen, weil die Dinge so geschehen müssen, wie sie geschehen müssen. Ja. Das ist die Vorherbestimmung. Ja. Es ist eine Vorherbestimmung Gottes, ja, aber aufgrund des freien Willens des Menschen hat der Herr das alles vorhergesehen, wie der Mensch sich freiwillig entscheidet, und so hat er eben die Realität, worin wir uns jetzt befinden, programmiert. Ja. Und das müssen die Menschen begreifen.
ja, als ein Gesicht. So wie ja. eine Maus, ja, in diesem Labor. Die Maus eben geht die Wege und hat einen freien Willen. Der kann zum Beispiel diesen einen Weg gehen oder den anderen Weg gehen. Aber es ist trotzdem innerhalb eines Labors, was der Arzt oder dieser Wissenschaftler eben vorgegeben hat. Die Maus kann nicht auf einmal jetzt aus dem Labor raus und irgendwie nach Urlaub fahren, irgendwie nach Mallorca fliegen. Die Maus hat einen kleinen, relativen freien Willen, nach links zu gehen, nach rechts zu gehen, ja, in diesem komischen Labyrinth. Aber trotzdem ist das eingeschränkt. Sein freier Wille ist in diesem System, wo er sich bewegt, eingeschränkt. Er kann nicht darüber hinaus. So ist es mit uns Menschen. Gott hat uns den freien Willen gegeben, aber sie ist auch irgendwo beschränkt. Wir können nicht mit unserem freien Willen jetzt zum Beispiel den Mond hier auf die Erde holen, wenn wir wollen. Mit unserem freien Willen. Einfach den Mond nach oben in die Luft gehen und den Mond packen und auf die Erde holen. Und sagen, ja, ich will jetzt den Mond hier bei mir haben, auf der Erde. Nee, deinen freien Willen ist ein Riegel vorgeschoben. Du hast einen relativen freien Willen, aber nicht einen absoluten freien Willen. Ja, das ist so, als wenn dir ein Mensch sagen würde, ja, ich will, dass Gott nicht existiert. Das ist mein freier Wille, ich will das. Nee, du kannst es nicht. Dieser Wille wird nie geschehen. Reza, als der gesagt hat, wie kann Gott, Reza, da bin ich ausgeflippt. Er schränkt also Gott mit seinem Verstand ein. Da war für mich Feierabend. Wie kann Gott, allein diese Frage zu stellen, schließt alles, alles aus. Das fliegt ja alles durcheinander. Wenn du sagst, wie kann Gott, Gott kann ja alles. Gott kann im Himmel sein, als Mensch auf der Erde auftreten, das gesamte Universum leiten, lenken und führen. Was machen die mit dem, was machen die mit Gott? Ja, aber die haben ein Problem damit, dass dieser erhabene Gott eben sich einschränkt und sich erniedrigt. Deswegen sagen die Muslime ja auch Amir, wenn zum Beispiel der Herr Jesus sich aus Liebe geopfert hat für die anderen, dann sagen die, der hat Selbstmord begangen. Dementsprechend würde es ja heißen, dass wenn ein liebevoller muslimischer Vater sich vor seinem Sohn stellen würde, wenn ein Angriff kommt, ein Messerangriff, und dieser Vater nimmt den Messerangriff, diesen Messerstich auf sich, indem er sich da vorstellt, dann ist dieser dumme Mensch, der hat Selbstmord begangen. Ja genau, so dummes Argument, ne? So dumme Logik, ne? Ja, deswegen muss man ihm das erklären, dass das nicht dumm ist, sondern das ist Liebe. Ja, es wirkt dumm. Es wirkt dumm, wenn du dein Leben für andere Leute hingibst. So, aber es ist Liebe, aus. Es ist eigentlich nicht Dummheit. Ja. Aber das wenden sie sich ja nicht an sich selber. Dementsprechend könnte man jetzt jedem Muslim sagen, ja, ihr Muslime seid ja schlimme Menschen. Warum? Weil ihr euch nicht aus Liebe für eure Liebsten. Richtig? Richtig. Da müsste man sagen, jeder liebevolle muslimische Vater, der sein Leben hingibt für seine Kinder, ist ein Dummkopf, der Selbstmord begeht. Das ist krank, wenn man darüber nachdenkt, was für eine Logik das ist. Ne? Ja. Das ist eine Heldentat, das ist eine wundervolle Tat, die man machen kann. Das ist das höchste Geschenk. Das ist das höchste aus Liebe, genau. Und dann verstehen sie es eventuell, wenn sie es verstehen wollen. Aber die können immer noch auf umschalten, ne? Und sagen, ja, ich verstehe es nicht, ich will das nicht verstehen. Aber dass ein Gott, der bereit ist, Mensch zu werden und sein Leben für uns hinzugeben und somit die Liebe zu beweisen, das ist ganz, ganz logisch. Da sagt er, das ist nicht schlüssig, das macht mich, das ist nicht schlüssig, das verstehe ich nicht, warum Gott sowas macht. Der will also Gott sagen, was er zu tun und was er zu lassen hat. Ja, für viele Menschen ist das nicht schlüssig, dass wenn Gott zu Abraham gesagt hat, opfere mir deinen Sohn, das ist für 99,99% der Weltbevölkerung Wahnsinn. Ja, aber das ist doch kein Kriterium, nur weil das die Menschen nicht verstehen, dass das trotzdem die Wahrheit ist. Nur weil du etwas nicht verstehst, heißt das ja nicht, dass es nicht die Wahrheit ist. So muss man selbstkritisch mit sich selber umgehen, ja? Du musst sagen, ich verstehe es nicht. Aber nicht, weil ich es nicht verstehe, ist das allgemein
nicht sozusagen richtig. Dumm. Nicht richtig, ja. Ja. Das ist Hochmut. Genau so sieht's aus. Nur weil ich etwas nicht verstehe, heißt es noch lange nicht, dass es nicht die Wahrheit sein kann. Versteht ihr? Ja. So ist das. Nur weil wir etwas nicht beantworten können, heißt das nicht, dass der christliche Glaube nicht die Wahrheit sein kann. Das ist Quatsch. Bruder Peter, ja. Ich werde den Stream beenden, weil ich nicht ganz viel muss, ganz kurz los. Mein Vater war nicht. Ja, okay, kein Problem. Komm später nochmal live. Gottes Segen. Ja, okay. Gott segne euch alle, ihr Lieben, ja? Ja, Gottes Segen. Live an mir oder was? Ja, sollen wir weiter live gehen? Ich muss gleich nochmal auch selber raus, eine halbe Stunde, aber ein bisschen kann ich noch rein mit dir. Nee, ich muss bei dir reinkommen. Ich kann nicht, ich kann niemanden reinholen. Du musst einen Livestream starten, ich muss bei dir reinkommen. Wieso kannst du keinen reinholen? Ja, weil diese Sache muss noch freigeschaltet werden. Ich muss an 3 Tagen dreimal live gehen, dann wird das letzte freigeschaltet. So behämmert ist das Ganze. Aber du kannst einen Hintergrund erstellen. So, und dann kannst du mich einladen oder dann komme ich bei dir im Stream und dann kommen die anderen ja auch rein. Die sehen oder, ja dann. Oder wir machen das nachher, wenn der Bruder Angelo oder was nochmal live geht, dann können wir nochmal alles zusammen streamen. Wie du willst, ist kein Problem. Entweder ja, bei deinem Account können wir das. Ich hole mal den ganz kurz hoch, den Partner. Also ich kann, wenn ihr wollt, starten. Ja. Ja, aber wie gesagt, ich kann nur kurz rein, ne? Also ich muss auch gleich los für 2 Stunden. Ja, dann lohnt sich das nicht. Dann lass uns später dann machen. Ja, später. Dann lass später. Genau, okay, dann lass uns einfach später und dann gucken wir. Gott segne euch, ihr Lieben, ja? Und dann sehen wir uns zur späteren Stunde. Zur später Stunde. Ciao, mach's gut, lieber. Gottes Segen. Ciao. Aber warte, ich will noch was sagen. Ich wollte noch was sagen, letzte Worte, Wiedergeburt. Will noch jemand was sagen? Ja, genau. Ja. Bruder, mir möchtest du gerne sagen, wie wird man so von neuem geboren? Ja, genau. Der Herr Jesus Christus führt das berühmte Gespräch mit Nikodemus in Johannes 3, Vers 3, wo es darum geht, dass der größte Pharisäer der damaligen Zeit dem Herrn Jesus Christus eine Frage stellt: Wie werde ich denn gerettet werden, guter Meister? Was muss ich tun? Der Herr Jesus Christus sagte zu ihm, und das ist der wichtigste Satz, den wir uns alle aufschreiben sollten, Johannes 3, Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht erben. Und Nikodemus hat ihn gefragt, ja, wie kann denn ein Mensch zum zweiten Mal aus dem Schoße seiner Mutter kommen? Er hat das gar nicht gerafft. Er hat also fleischlich, der hat nicht weitergedacht. Und Jesus Christus hat ihm dann erklärt, das meinte ich nicht. Ich meinte, jemand muss aus dem Geist und Wasser neu geboren werden. Heute, wenn du die Stimme des Herrn Jesus Christus hörst, verstocke dein Herz nicht. Geh auf die Knie, schließ dich ein in dein Kämmerlein, bete zu ihm und tue Buße vor ihm, dass du ein Leben ohne ihn gelebt hast, dass du fern warst von Gott. Er ist die Brücke zu dir und Gott. Und der Herr Jesus Christus wird aus dir eine neue Kreatur machen, mein Lieber. Halt am Herrn fest, komm zum Glauben an den Herrn Jesus Christus, dann brauchst du dich auch nicht zu schämen. Da ist das beste Vorbild aller Zeiten und du hast sogar noch Gott gefunden. Was Besseres gibt's gar nicht. Amen. 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 Gottes Segen. So schnell mach ich Gottes Segen. Okay, ciao. Ciao.